So, das glaubt mir keiner. Schwierige Geburt heute. Dieses Mal habe ich extra für angekündigt. Und dieses Mal ist es nicht meine Schuld, dass ich so spät da bin, Leute. 12 Minuten Verspätung. Ey, zuerst Instagram down. Wir wollten ankündigen, ne? Heute, wir kündigen ja immer an. Instagram down. Geht nicht. Ich denke mir, okay, geil. Dann bekomme ich irgendwie mit, dass irgendwie im Roten Meer oder irgendwas die Internetleitungen gekappt wurden. Das heißt irgendwie, dass es jetzt Netzwerküberlastungen gibt, weil jetzt irgendwo ein Kabel im Meer fehlt. Alter, und ich möchte streamen. Auf einmal geht YouTube nicht richtig. YouTube kratzt ab. Ich denke mir so, okay, vielleicht verschieben. Auf einmal geht YouTube wieder. Ich konnte mich aber nicht einloggen. So, erstmal 5 Minuten vorm Login-Screen gesessen. Und jetzt am Ende noch Discord reingeschissen. Also, ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, was mit los ist. Jetzt fehlt nur noch, dass mein Router heute richtig abraucht. Dass er um Punkt 18:30 Uhr mir sagt, ja, ich mache heute einen Abflug. Dann ist aber Ende. Wo sind die Brille hin? Stimmt. Ach, Schandl hat mich geschlagen, bevor ich gejoint bin. Ich habe mir ein Pflaster geben müssen. Ja. Das glaubt mir keiner, ey. Das glaubt mir keiner. Also heute war eine schwere Geburt. Aber wir haben es geschafft. Wir sind jetzt da. Vor allem ohne Discord kommen wir auch nicht an den Server, Leute. Ohne Discord kommen wir nicht in den Server rein. Alter. Einfach 12 Minuten Verspätung, weil die ganze Welt gerade zusammenbricht. Es ist halt for real so, ne? Es ist for real. Im Meer. Ja, anscheinend im Meer irgendwo hat jemand, aufgrund von irgendwelchen Sachen wieder irgendwas gekappt. 100 pro wieder, weil ihr wisst, es gibt ja derzeit Streitereien auf der ganzen Welt. 100 pro hat deshalb irgendwie da irgendwas, jemand was gekappt. So wie diese Pipeline da damals. Ey, aber es ist ja. Aber das dadurch, ob das dadurch jetzt zustande gekommen ist, keine Ahnung. Ich, einfach nur nervig. Immer diese Ausreden, genau. Ich muss mir echt bessere Ausreden einfallen lassen. So, by the way, wir werden heute unser Auto tunen. Das heißt, wir werden uns heute Tuning-Teile holen. Ich werde mal probieren, das Auto selber zu tunen und werden mal gucken, wie lange das dauert. Wobei, wir haben eigentlich unten gemeinten Stuff. Das passt eigentlich, Alter. Skillkill wieder am Start. Skillkill 911. Und heute gibt es wieder eine Pizza für dich. Alter, 20 Euro mit Fies. Das sind zwei Pizzen, Bruder. Na, fast zwei Pizzen. Das ist der Sound of a Spinning. Wobei, wenn ich die Steuern mit abziehe, dann ist es eine Pizza. Ja, dann ist es genau eine. Doch, er denkt mit. Er denkt die Steuern mit. Das ist gut. Skillkill, hab dich lieb. Er denkt an Steuern. Sind richtig Hundepfote. Servus Hundel, kannst du ein Like halb raushauen? Direkt am Anfang vom Stream. Warte, wo sind diese Drecks-Einblenden, die so richtig kacke aussieht? Wo ist denn die denn? Habe ich die noch? Diese Like-Einblenden, die so richtig billig gemacht. Ah, hier. Die kriegst du. Die hier. Wo kommen eigentlich diese 11 Dislikes her immer? Schaut mal. Warum sind da 11 Dislikes? Aber das realistisch ist, ne? Dass es glaubwürdig ist. Immer welche, die disliken. Ja, aber lass gerne Like da, auf jeden Fall. Das ist die neue Einblende, die Billig-Einblende. So, ich hole mal mein Auto raus. Da ist er, den wir uns letztes Mal gekauft haben. Und den wir uns heute schön mal tunen. Ein bisschen optisch vielleicht noch was machen. Und wo ich Bock drauf habe, vor allem leistungstechnisch was machen. Tiefer legen. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Passt mal auf. Jetzt passt auf. Erstmal Fenster runter. Und dann, warte, wie geht es nochmal? Elbow. Hier, der hier. Den hier. So lässt sich's fahren, oder? So fahre ich heute den ganzen Tag rum. Ja, das ist es. Das ist es, oder? Das ist es. So muss ich heute den ganzen Tag rumgucken. So und nicht anders. Gut, ich gehe mal auftanken. Ich habe ja ein bisschen Geld dafür. Das Schöne ist, wir müssen eigentlich für Tuning nichts zahlen, wenn wir das selber machen, ne? Wenn wir es selber herstellen. Ich muss mal schauen, was das kostet, wenn wir uns das selber herstellen wollen. Oh, jetzt habe ich das Fenster hochgeschraubt. Das ist nicht gut. Ich werde mal gucken, was das kostet. No more, danke fürs Zip werden. Benjamin Seib. Einen wunderschönen guten Abend. Dann kannst du mich bitte grüßen. Was ist denn Benjamin? In Seib. Die Wolke scheppert euch mal mit der Police, mit dem Police Department. Sollen wir uns mal gegenseitig scheppern? Mal schauen, wenn es dazu kommt, ne? Bis jetzt alles noch relativ easy. Bis noch jetzt. GTA Freak, Servus, wie geht's dir? Kennst du mich noch? Natürlich. GTA Freak 1995, Gruß geht raus. Und dann hier Doggy the Kid, zu spät, liebe Grüße aus der Schweiz. Bist mein Lieblingsstreamer, hoffe dir und Gizzy geht's gut. Wünsche dir einen wunderschönen Abend und viel Spaß. Dankeschön. So. Ab geht die Luzi. Warum ist jetzt eigentlich die Scheibe wieder ganz, ne? Fenster, alle hoch. Mache ich nur mal die Scheibe.
E-Elbow. So, ich werde auf jeden Fall so fahren. Ich muss so fahren. Anders geht nicht. Also ich bin immer so zufrieden, dass ich diesen Wagen gekauft habe. Es ist mit Abstand eines der geilsten Autos, die es auch in Real Life gibt, finde ich. Und es ist mit Abstand eines der besten Handlingensten. Einer der besten Handlings, oder? Einer der besten Händelnden. Fahrzeughandling. Das Handling ist gut, sagen wir es einfach so. Das Fahrzeughandling passt. Und das ist das Schöne. Dass das Handling einfach passt, wisst ihr? Weil es gibt so viel Schmutzautos. Wobei, Andl hat ja angepasst, ne? Andl hat anscheinend Handlings angepasst. Vielleicht ist er. Okay, der ist schneller geworden. Leute, ich habe kein Tuning verbaut. Ich fahre damit 300. Andl hat gezaubert. Blitzer, Blitzer, Blitzer. Das Ding fährt 300 ohne Tuning. So wie es halt in Real Life sein sollte, ne? Weil der fährt ja so seine 300. Ja, krass, ohne Tuning 300. Ey, gib dir das. Das ist die Babo-Position hier, guck. Mit einem Arm. Ja, doch, Andl hat an Händen geschraubt. Ja, jetzt fährt er sich ja noch besser. Jetzt hat sich das hier noch mehr gelohnt. Ich frag mich, welche Autos auch schneller fahren, weil mein GT86, der fuhr sich ja auch nicht so geil. Boah, aufpassen, das ist sicher irgendwo im Kopf, ne? 100 Pro steht hier irgendwo einer. So, eigentlich wollte ich gucken, was ich für Teile brauche. Ich fahre mal zu so einem Kreisel hin. Kreisel? Und da schauen wir gleich mal, was das kostet, wenn wir das machen wollen. BZW, was ich alles benötige, um die Tuning-Teile herzustellen. Wenn ich es tiefer legen, und Beschleunigung können wir ja immer noch rauskratzen. Das Fahrzeug ist auf 300 limitiert, sehe ich nämlich, ne? Oh, Radlfahrer. Euch nehme ich nicht mit, weil ich müsste es nicht reparieren unbedingt. Zeitverschiebung. Oh, ach nee. Ach, jetzt gucke ich einmal auf den Chat. Ich habe das Auto nicht gesehen. Och Mann. Och Mann. Ich habe gerade gesagt, ich fahre extra nicht in den Radlfahrer rein. Genau deswegen. Ja gut, aber jetzt ist es schon kaputt. Sind die noch da? Sind die eigentlich noch da? Wo sind denn die Radlfahrer? Wo sind sie denn? Na, jetzt sind sie weg. Ja, typisch. Typisch, Alter. Das ist richtig typisch. Habt ihr Lags in den Streams? Ich muss mal gucken, ob das jetzt bei YouTube immer noch so laggy ist. Ich schau mal schnell. Ich werde mir mal kurz die Wiederholung hier angucken. Aber ich glaube, das sieht jetzt relativ flüssig aus im Gegensatz zu davor. Nee, das sieht flüssig aus. Hat YouTube, glaube ich, hinbekommen. Kann sein, dass du die App updaten musst. Irgendwer hat mir gesagt, hat die App YouTube aktualisiert und dann ging es wieder. Aber ey, vielleicht ist deshalb alles so kacke, weil YouTube hat irgendwas umgestellt, ne? Beim dieser. Hab heute echt kein Glück, gell? Ich habe heute wirklich kein Glück. Hab keine Lags, nee. Bei mir läuft es auch flüssig durch, wenn ich die Wiederholung angucke. Passt alles. Also wenn, dann YouTube-App aktualisieren, kann ich jedem empfehlen. Die haben, glaube ich, ein paar Updates gebracht. So, dann fahren wir mal zu, oder? Gucken wir mal, was wir Schönes herstellen können. So, da wurde eine Tanke. Was hat's mich rausgeschmissen? An der Tanke? Hey, die Drift ist überfallen! Da geh ich auch mal zurück an der Tankstelle. Schau mal, an der Zapfsäule, sagst du also. Nö, bei mir ist das alles schön und gut. Aber ihr müsst bedenken, ey, ich habe vorhin YouTube gar nicht aufbekommen. Die haben einen fetten Fehler gehabt. Also es kann heute sein, wegen Fehlermeldung und so, ne? Dies, das. Ach, warte, falsche Werkbank. Oh, gibt so eine zweite, ne? Da ist sie. Also, ich möchte natürlich das Gewindefahrwerk Pro. Da brauchen wir Eisen, Kunststoff und siebenmal Platin. Oh, das ist aber viel. Das ist richtig viel. So, dann haben wir Sportbremsen. 5-mal Platin, 20-mal Eisen. 10-mal Platin, 25-mal Eisen. Alter Schwede, Alter. Motoröl. Das ist viel, ne? Das ist wirklich viel. Raspberry Mini brauchen wir. Eisen, Platin, 12-mal Platin. Alter, vergiss es. Das wird teuer. Eisen, 50-mal, das kriege ich hin. Turbo-Kit. 10-mal Platin, Alter, war es immer schon so hoch? Mir kam vor, das war nicht so hoch. Hat das Andl hochgeschraubt?
Oder habe ich das wirklich so scheiße eingestellt? Mit, Alter, 10-mal Platin, Bruder. Für Turbolader. Gut, 30-mal Eisen, 15-mal Silber, das geht noch, aber 10-mal Platin? Wisst ihr, wie aufwendig ist es, Platin zu finden? Jetzt weiß ich, warum man das eigentlich drüben beim Ding macht, ne? Aber ich möchte halt voll tunen. Aber ich gehe mal in die Mine. Ich werde es mal probieren. Du hast jetzt weniger Geld wegen Admin-Stream. Wie viel Geld hatte ich denn eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ja, wegen Admin-Stream kann sein. Insta ist weltweit down. Ja, die haben heute richtig Spaß bei Insta. Da brennt heute die Bude. Die haben heute richtig Spaß. Oh, warte, ich muss noch die Sachen wegwerfen. Ich habe noch ganz viel Admin-Stuff dabei. Die haben mir nicht gehört. Den schmeiß ich gleich mal von Bord. Und zwar, was habe ich denn alles? Den Kopfsack könnte ich mir, die Schere könnte ich mir, die Pfanne könnte ich mir. Semmelbrösel. Kopfsack, die Kiste. Hacker-Laptop war, glaube ich, meiner, ne? Ja, das müsste meiner sein. Oh ne, ich muss gleich niesen, du. Gut, aber ich fahre nochmal zu 1.07. Ich muss ein paar Sachen holen. Ich hole mal ein paar Sachen. 18.000,4 hatte ich. Okay. Set Item Me. Warum ist denn die Scheibe wieder ganz? Ach, egal. Wenn ich mich einsteige, ne? Money, ihr sagt 18.400k hatte ich. Set Item Me Money, so. So viel hatte ich, so viel Kohle. Wobei, ich habe jetzt ein bisschen ausgegeben für Tanken. Ah, ist nicht so schlimm. Aber ich hatte jetzt nur 16.000 gehabt, ne? Na gut. Ich wusste halt nicht mal, wie viel ich hatte, weil ich habe eigentlich geguckt auf dem Admin-Stream, dass ich nicht das ganze Geld verliere. Aber ich hatte wirklich 18.400. Okay. Warum ist der Chat mich jetzt nicht anmut, wenn ich, dass ich jetzt mehr Geld ercheatet habe? Nee, 56.000 hatte ich nicht. Die habe ich ja wieder verscherbelt. Okay, 18.400 waren es. Laptop war deiner. Okay. 100k kann ich nicht gehabt haben, weil ich das ganze Geld fürs Auto ausgegeben habe. Jungs und Mädels. Also ich habe eigentlich nur noch Bargeld. Und 54.000 kann es auch nicht sein. 18.400k, genau. Das ist, genauso habe ich es gesagt und genauso ist es. Und genauso habe ich es auch gemeint. 18.400k. Oh ne, ich war falsch, ne? Och, kacke, ey, wirklich. Das gibt's doch nicht. Meine Güte. Ich fahr schon wieder einen kompletten. Ich wollte eigentlich noch wohin fahren. Mein Gott, ich bin ja so blöd. Ich wollte ja noch zum Grundstück. Ich bin heute lost. Lass mich einfach lost zahlen, okay? Kann nichts dafür. Nein, du hast es 16k. Es waren 16k. Gut, danke. 16.400 waren es oder so irgendwie, ne? Oh, na gut. Passt. Danke in Chat. Die 18.4 sagen, sind Trolls. Okay, danke, Bruder. Hab schon geändert. Hab schon gechanged. Weil ich denke mir so, ich habe extra letztes Mal auf dem Stream drauf geguckt, dass ich ja nicht das Geld verändere. Ich habe letztes Mal wirklich aufgehört. Oh, Radlfahrer! So, der erste Radlfahrer dieses Jahr, glaube ich, ne? Ja, hat lange gedauert. Aber wenn das Auto kaputt ist, geht ja, ne? Das ist so schön. Alle Jahre wieder kommt der Radlfahrer ums Haus. Ein bisschen langsamer fahren, hier vor ist der Blitzer. So, ein bisschen langsam, ja. Motorradfahrer! So. Haben wir auch den ersten Motorradfahrer dieses Jahr mitgenommen? Da kann ja gar nichts mehr schief gehen. Ne? Das passt schon. Ich lese mal vor. Danke an Teufel 666. Wann kommt Karl-Heinz als Erwachsener? Weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt überlegt, weil ich glaube, das Pet-Model. Ich weiß nicht, ob der das jetzt wirklich fertig macht. Ich habe überlegt, mir einfach einen Charakter zu erstellen, der so aussieht wie Karl-Heinz. Also, wisst ihr, so ein Pet einfach machen. So ähnlich wie damals Bibi Butti. Kann man ja einfach ein normales Model erstellen, so. Wisst ihr, über die Einreise. Habe ich überlegt, das einfach zu machen, weil dann können wir uns auch alles anziehen und so. Weil ich so ein Custom-Pet-Model wieder habe, dann müsste ich auch, kann ich mir keine Skins und keine Masken und so wieder anziehen. Wisst ihr, was ich meine, so?
Also ich habe überlegt, einfach Karl-Heinz wirklich einfach ein normales Pet-Ding zu nehmen. Also ganz normal, ne? So, da sind wir. Gehen wir mal den Funk, oder? Mal ein Funkgerät an. Kanal. So. Oder koppelt dich. Da die Liste machen wir aktiv. Jawohl. Hallo. Hä? Hallo? Hallo? Ja, ich hab's nicht verstanden, was du gesagt hast, so ich hey gesagt. Hallo gesagt. Hallo, ja. Hallo. Hallo. Irgendwie sind heute alle leise im Funk. Oder es liegt an meinem GTR. Es ist dein GTR. So, dann... Ach, wisst ihr was? Ich kann ja meine Sachen privat lagern. Stimmt. Das mache ich mal. Ich schaue mal, wie viel Ding wir haben. Oder soll ich mein Auto heute direkt tunen? Weil ich kann mal gucken, wie viel Ding wir haben. So, gucken wir mal. So. Wie viel haben wir denn da vom Platin? 163 mal Platin. Oh, ich bin noch Admin. Sorry. No Admin. Sorry, Bre. Damit könnten wir Zwingteile machen. Die Frage ist, soll ich mir das einfach snacken oder? ich frag mal. Oder soll ich mal. Ich weiß nicht. Also, ich würde schon gerne daraus meine Tuningteile rausziehen. Ich meine, Alter, 163, das ist sau viel Geld, was da drin ist. Wir müssen aber mal gemeinsam in die Mine gehen und richtig hustlen, ne? Das wäre mal geil. Dann können wir uns alle zusammen mal was craften draus. Aber wir brauchen es halt auch für Waffeln, ne? Wobei Waffeln ist eher Eisen. Alter, aber Bruder. Das ist so viel Platin. Das merken die doch gar nicht, wenn ich da was nehme. Das merkt doch niemand. Nee, ich gehe mal in meine private. Ach, warte. Der Hacker-Laptop, der kommt da rein. Den schmeiße ich da wieder zurück. Wobei ich nicht so der Typ bin, der hier gerne Sachen rausklaut, weil das die Ding ist, ne? Die öffentliche. So, und meinen Ring, den schmeiße ich mir aber wo rein? Du bist der Boss, du darfst alles. Ja, aber ich will jetzt auch nicht unbedingt das ganze Platin wegnehmen, weil das verkaufen wir beim Autohaus. Stimmt, habe ich eigentlich ein neues Ding bekommen? Aber mir folgt jetzt jemand. Warte, kann ich mir eigentlich check? Oder slash Account? Nee. Wie kann man das nochmal einstellen, dass man den Haken bekommt? So, das ist mein privater Spind, da habt ihr jetzt nur ich Zugriff. Das heißt, ich schmeiß hier meine ganzen Sachen rein, die ich gerne im privaten Spind hätte. Und meine Salbe muss ich mal nochmal benutzen, ne? Ach komm. Und meine Krücke tue ich hier rein. Die schmeiß ich da rein, die brauche ich jetzt gerade nicht. Habe ich sonst noch irgendwas Feinwaage? Ich glaube, das geht sich bei mir gar nicht mehr mit der Zeit aus, Ivan, weil ich muss so gegen 6 weg. Gut, die lasse ich drin, das lasse ich drin, das lasse ich drin. Meine abgelaufene Thunfischpizza. Die kommt da rein. Ungefähr gefragt, ob ich mit bin, da wäre es halt easy gewesen, wäre ich gerne. So. Und dann. Spitzhacke ist dabei, ja, die passt. Moment, ne? Gut. Neben den Toiletten. Neben den Firmentoiletten. Das, was Andels Autos immer noch nicht hat. Ja, morgen die haben wir sogar im Keller. Können wir gleich früh ab 7 machen, wenn du Bock hast. Ich fahr mal hoch. Morgen kann ich. Oh, warte, ich brauche eine Weste. Stimmt. Eine Weste. Krücken-RP. Verify-Account kannst du... Verify-Account. Mark der Echte. Geht das so? Nee, geht so nicht. Wie geht denn das denn? Slash. Phone-Debug? Nee. Weil man geht einfach alles hoch. Hat der Lama noch was eingebaut, dass das Telefon in die Luft geht? Der Akku explodiert. Du hast einen Comment eingegeben und ist einfach komplett random dein Ding hochgegangen. So, was wollte ich jetzt nochmal machen hier? Die Weste wollte ich nochmal holen, genau. Haben wir nur Westen? Weste. Ich glaube, wir haben keine Westen mehr. Also schlecht, wir müssen Westen nachkaufen. Aber gut, das Inventar ist auch voll. Hab eh gesagt, wir müssen unbedingt mehr Slots machen. Wir brauchen mehr Slots. Lagerkapazität passt, aber Slots ist zu wenig. Oder mehr aufteilen, ne? Möchtest du vielleicht die Altersbeschränkung auf 14 machen? Nein. Nein, nein. Warum so früh streamen? Weil ich heute gerne noch was unternehmen möchte. Und ihr wisst ja, ich stream 4 Stunden maximal. Und
Ey, ich krieg so oft gefragt, warum ich jetzt nur noch diese 4 Stunden mache. Das ist halt for real gerade so, weil ich gemerkt habe, wenn ich mir ein Limit setze auch, da bin ich auch beinhart bei. Da merke ich, mir geht's besser, weil ich mir meinen Tag besser einteilen kann, was ich dann noch mache. Weil davor war ja immer, ich habe ja Open End gemacht, ne, solange ich halt gerade Bock hatte. Das heißt, da gingen so Streams 6, 7, 8 Stunden. Und auf Dauer machte ich das einfach kaputt, weil dann streamst du bis 1 Uhr morgens. Und dann ist wieder dein ganzer Schlafrhythmus im Arsch und du kannst wieder nicht planen. Und das war jedes Mal das Thema. Und ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen zerstört. Und deshalb habe ich auch gesagt, komm, ich mache mir dieses Limit, dieses 4 Stunden. Und danach, egal was ist, egal in welchem RP ich mich gerade befinde, ich mache einfach aus. Ich mache dann einfach zu und sage, das war's. Weil dann kann ich gar nicht im RP hängen bleiben. Wisst ihr, was ich meine so? Dann bin ich wirklich strikt und versuch's halt, ne? Aber 4 Stunden ist, 4 Stunden sind 4 Stunden, hallo. Servus. Was geht? Ey, du flüsterst, Prinzessin. Ja, ich war die ganze Zeit am Anbauen und Mine und so. Ey, ich hab grad geguckt, Thema Mine, Alter, wir haben über 160 Platin unten drin. Ja. Das ist aber viel. Ja, aber die Mechaniker wollen bis Samstag 1000 Eisen haben. Wie viel haben wir unten drin? 400 noch was. Warum gehen wir da nicht alle schnell in die Mine und machen das? Was wir die ganze Zeit schon machen. Oh. Seid ihr gerade die ganze Zeit ganz nach in der Mine? Und, ich bin jetzt gerade in der Runde der Mine gewesen komplett. Ja. Aber du kriegst nicht immer Eisen raus, das ist die Scheiße. Das ist schon klar, aber ey, dann ganz ehrlich, dann müssen wir uns alle mal zusammenpacken und das zusammen machen. 1000 ist viel. Ich würde sagen, am besten morgen nach der Besprechung, oder? Ebenfalls, ja. Aber heute vielleicht schon mal anfangen. Aber was ist die Info bekommen mit den 1000? Steht im Mailverteiler. Ja, aber seit wann? Warte, jetzt muss ich im Tablet nachgucken. Seit heute? Seit gestern? Ja, schon ein paar Tage. Ich muss echt mal den Mailverteiler lesen, tut mir echt leid. Ich krieg alles halb mit. Gut. Ja, alles gut. Ich habe jetzt mal ein X5 Nitro-Kit eingebaut. Alter. Ja, warum hältst du es nicht selber herstellen? Kostet ja nichts. Wir haben so viel Stuff unten. Ja, brauchen wir für Waffen und so, ne? Ja, aber Platin? Ja, Platin ist hier ja, am 3.3. Wir brauchen bis Samstag 1000 Eisen und 200 Motoröl für die Mechaniker. Jawohl, aber ey, können wir nicht irgendwie irgendwelche Leute beauftragen, die das für uns machen? Und denen geben wir einfach ein bisschen Geld so? Im schlimmsten Fall. Das ist das Ding. Das heißt, wir sollen nichts einkaufen. Wer sagt, dass wir nichts einkaufen? So, schau mal, wenn wir jetzt einkaufen, ne? Weil wir machen ja Verlust. Ne, pass mal auf. Wir machen ja keinen Verlust. Wir müssen ja keinen Verlust machen. Wir kaufen es halt billiger ein. Mhm. Und sagen halt so, weißt du, so ein bisschen, wenn die uns was Gutes tun, können wir denen ja was Gutes tun, ne? Ja, ich weiß nicht, ob du hinaus willst. Nee, schau, ich meine das so auf die Art und Weise, die kaufen, also die holen für uns den ganzen Stuff ein, ne? Ja. Ja, und vielleicht bekommt der ein oder andere von uns ein kleines Waffeleisen als Dankbarkeit in die Hand ja, gedrückt. Ja, deswegen, das wäre schon keine dumme Idee. Aber das müssen wir halt morgen machen, weil morgen die Besprechung ist, ne? Und dann erst die Preise festgesetzt. Aber einfach so dieses Thema könnten wir ja auch aus unserem Vorteil sehen, dass wir sagen, komm, schau mal. Wir machen so Waffen ein bisschen exklusiver. Du musst uns ein bisschen nachkommen. Du machst für uns ein bisschen ja, die Drecksarbeit. Und als Dankeschön bekommst du von uns ein Waffeleisen. Mach ein bisschen was für das. Zweite Frage, ja, gerade, gut. Wo ich die schon mal habe. Ja. Wir haben ja morgen 19.30 Uhr die große Besprechung. Jawohl, ist notiert. Trifft sich dann die Führung eine halbe Stunde wieder früher oder wie ist der Plan? Nee, noch? Wir machen 19.30 Uhr, ab geht's. Wir sollten ja vielleicht vorher mal durchgehen, was besprochen werden muss. Ja, wir wissen es doch schon. Guten Tag. Nicht einfach genau. So ins kalte Wasser dann. So. Nee, du, ich bin nicht ins kalte Wasser. Ich habe damit, doch mit Scotty muss das gewesen sein, haben wir, glaube ich, geredet. Scotty? Was geht? Ach, Ryan. Ich bin wieder komplett am Arsch. Ich habe mit Ryan geredet darüber. Scotty, wer? Who? Sorry, ich hab da ein bisschen was mit Scott-Fahrrädern im Schädel, immer wenn ich an Ryan denke, weil Ryan ein guter Fahrer ist.
Und bei uns hatte der beste Fahrer in der Klasse ein Scott-Fahrrad und das war halt ich, ne? Ja, ich meinte natürlich Ryan. Und da haben wir, glaube ich, ein bisschen drüber geredet und er meinte halt, oder da war es sogar mit Edin? Was, mit Ryan oder mit Edin? Mit Edin, dann wahrscheinlich mit Edin. Kann sein, mit wem war ich nochmal? Ich war unten im Keller und wurde, nee, das war Ryan, hat mich angerufen, 100 Pro. Ryan hat mich angerufen und wir haben darüber geredet, was wir machen. Da ging es um das mit Preise und mit, ja, mit wie wir das in Zukunft wieder machen mit... Die wollen wir halt auftreten. Hat jemand Erfahrung mit der Weizenernte? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich dachte dafür, glaube ich. Wie gesagt, hier, ja, ich dachte nur ein bisschen, dass man da vielleicht eine halbe Stunde vorher nee, mal alles durchgeht. Aber wie gesagt, man hat 30 Spaß. Nö, wir wissen doch schon, was wir machen. Achso, dann geht's schon. Meine ich auch. Aber einfach Scotty gesagt. Was? Ja, geht auch da am Mähdrescher? Mann, da ist, mein Funk ist so laut. Warte, ich drehe den schon mal kurz ab. Das ist... Du bist, weiß nicht warum, aber du redest heute sehr leise bei mir. Echt? Ja, ich höre dich fast nicht, wenn der Funk an ist. Ach, war das liegt auch vielleicht da, komm mal hier rüber. Der ist laut. Besser? Ja, viel besser. Der Ding drüben ist so laut, der... Ne? Brunnen. Ja, ja, der ist laut. Ja, aber dann, wenn du sagst 19:30 passt, dann passt das, ja. Mach mal, zieh mal durch, gut ist. Also, hast du noch was geplant, außer Tuning-Teile? Naja, Tuning-Teile und halt jetzt in dem Fall die Mechaniker. Das ist jetzt ein schlechtes Zusammenspiel. Aber ja, ja, gut. Das heißt, am Mittwoch gehen wir in die Mine hasseln. Das war auf jeden Fall. Aber ich gehe heute auch nochmal in die Mine hasseln. Ich muss nämlich unbedingt gucken. Ich würde mir ja gerne wenigstens ein bisschen was selber arbeiten. Dass ich sage, ich will meinen M5 voll fahren heute. Ich möchte den Tiefer legen, ich möchte da ein Turbo einbauen. Ich möchte das einfach mal kurz. Blöde Frage, hast du einen Push, dann kaufe ich es dir ab. Nee, ich habe gar nichts. Ich guck gerade, nee, null. Nichts. Nada. Nichts im Lager oder so? Nein, weil ich letztes Mal einen Juve gemacht habe. Ich hab da mein ganzes Geld ins Auto investiert, in den M5. Und jetzt habe ich 16.000 auf Krall und ein bisschen was auf der Bank und das war's. Also, ja. 20.000 kostet, glaube ich, Tuning. Glaubst du, komme ich da günstiger, als wenn ich selber baue? Ich würde schon gern selber bauen. Bin ich stolz aufs Auto. Na, ich sag mal so, ich glaube, du brauchst viel mehr Zeit. Weil du musst ja viel mehr herstellen. Kunststoff. Warte, stimmt eigentlich, wenn ich jetzt mein Stuff eigentlich, den ganzen Stuff hole und den verkaufe, komme ich günstiger drüben beim Ding, Mechaniker? Also hypothetisch, wenn du zum Mechaniker gehst, wenn Matthew Zeit hat zum Tunen oder so, bist du günstiger weg, als wenn du das selber alles tunst. Okay, verstehe. Ja, ich probier's mal. Ich habe letztens einfach die Tuning-Teile gekauft und hab sie dann einbauen lassen. Okay. Ist auch noch eine Variante. Jo. Dann baue ich das schon selber, ich krieg das hin. Wenn ich so blöd hab, keine zwei linken Hände, nur zwei linke Füße. Ich baue jetzt seit 3 Tagen hintereinander am Casino-Dach an, Bruder. Am Casino-Dach? Ja. Kann man machen. Warum auch nicht, ne? Aber es ist relativ... Ey, das denkt doch niemand, dass da oben wer anbaut. Ne, du chillst da oben einfach. Da oben ist, wenn du ganz oben am Dach bist, geht so eine Treppe runter. Da kannst du dann anbauen. Bleibst da einfach chillen. Das Einzige, was dich da sehen kann, ist ein Airborne. Na gut, passiert. Okay, aber dann weiß ich Bescheid. Dann, ich geh mal in die Mine, ich werde mir das mal angucken. Mit meinem kleinen M5. Ja. Ich könnte jetzt auch meinen leihen. Nö, war schon. Ich habe ja noch ein X5 stehen irgendwo. Ich weiß nicht, ich guck mal kurz nach. Ich glaube, der X5 hat ein bisschen mehr, ne? Hä, was? X5 hat 30. Ich habe 5 Kilo Kofferraum, das kann doch nicht stimmen. Das kann doch nicht stimmen. Ja, da, ja. Ein 5 Kilo Kofferraum. Ja, moin. Da müssen wir was machen, ne? Also mit dem geht's heute nicht unterwegs. Gehört das so? Muss das so? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube auch nicht. Da passen mehr als 5 Kilo rein, vor allem wenn ich die Rücksitze umlege. Alter. Ja, ich tausche den mal schnell ein, gegen mein X. Oh nee, der steht im Palito oben. Naja, egal, ich krieg das hin. Ich kann nicht hochfahren. Alles gut, ich muss den irgendwo einparken, den Wagen, oder? Dann könntest du den Hauptplatz einparken und ich fahre dich hoch. Nee, ich fahr schon. Ich hole einfach Palito. Ich hab immer gerne alle Autos an einem Spot, dann muss ich nicht mehr herumgucken.
und gucken, wo was ist. Ja, mach ich so. Dann, ich werde irgendwann mal alle zum Hauptplatz bringen. Pass auf dich auf. Ebenfalls. Tschüssi. Ach nee, ich habe da einen 5 Kilo Kofferraum, Leute. Das ist aber nicht gewollt. Der ist in der Wagen ist in der falschen Fahrzeugklasse anscheinend. Der ist im Supersportsegment drin. Also der, ich meine, ist halt eine Limousine, ne? Ist halt kein Supersportler. Müssen wir auf die fixen. Soll ich jetzt eigentlich einen Admin herholen und fragen, ob das so soll? Muss das so? Soll das so? Team Aktion, danke für 2 Euro. Marcel, Emin, SEK, danke fürs VP werden. Olli ist noch VP. Olli. Anker, bitte grüß meinen Freund Christian. PS, was hältst du von Peugeot, RCZ, kenne ich gar nicht. 62 km/h Abwerk. Das kann heutzutage, glaube ich, schon fast jedes Auto. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der optisch aussieht. Ich bin kein Peugeot-Typ. Also, ich kenne mich da nicht so aus. Bei Peugeot und Opel bin ich raus. Und bei Renault bin ich auch raus. Ich wollte ja nochmal rüberfahren. Das ist der Sound, ob ich. Soll ich Homeland holen? Okay, warte. Das ist Support. Schau mal, ob er kommt. Mach mal die Warnblinker an, oder? Ist ja ein schwerwiegender Bug, der hier ist. Na, schau mal, ob wer herkommt hier. Ich habe so das Gefühl, da kommt keiner. Oh, ich brauche unbedingt meine Brille. Ich sehe so kacke aus, Alter. Ey, ohne Brille. Er sieht so schläfrig aus. So, als hätte er irgendwie 10 Tage nicht geschlafen am Stück, Leute. Guckt mal. Und so traurig. So verlassen. So leer. Der arme Rumpe. Wer hat ihm sein Herz gezogen? Wer hat sein Herz gebrochen? Ich glaube, da kommt keiner. Ich habe es nicht eingegeben, Support. Ah, da kommt wer doch. Da kommen sie schon. Guck. Das ist das Handwerk. Ich bin gespannt, wer es ist. Ich schätze, es ist Hobbs, weil der fährt ihn gerne. Hallo? Hallo? Och nee. Ey, ich dachte, hier kommt jemand anderes. Das ist traurig. Jedenfalls, ich habe einen großen Bug gefunden. Hm? Schau mal in den Kofferraum. Warte. Guck. Und guck, ob dir was auffällt. 5 Kilo. Ja. Muss das so? Gehört das so? Ich glaube nicht. Ja, gehört das so? Muss das so? Ist das so gewollt eigentlich? Ja, ich glaube schon. Ist das wirklich bei einer Limousine 5 Kilo ist aber schon etwas unrealistisch, oder nicht? Könnte ein bisschen mehr sein, ja. Ja, also finde ich auch. Also ich finde, ich muss ja ehrlich sagen, so kann ich hier nicht bleiben. Da suche ich mir lieber ein anderes Projekt, bin ich dir ganz ehrlich. Okay. Also so ein MOOC-Projekt, dass du in einer Limousine nur 5 Kilo hast. Jeder andere Serverbetreiber kriegt das hin. Ich verstehe nicht, wie man so schlecht sein kann und in einer Limousine 5 Kilo reinkriegt. Das ist so unrealistisch. Also ich glaube, ich gehe jetzt auf ein anderes Projekt irgendwo rüber, aber das gibt's doch nicht. Das ist der Notfall, ne? Das ist ja so schlecht gemacht. Guck mal, wie schlecht das ist. 5 Kilo einfach. Ja, aber wen hast du denn erhofft, der kommt? Ich hab ja oft, dass hier der Server-Owner kommt, den würde ich jetzt zu Sau machen. Ja, den mache ich jetzt zur Sau. Ja, ich würde ihn gerne zu Sau machen, das geht ja gar nicht, diese 5 Kilo. Ich will sofort mit ihrem Vorgesetzten reden. Wo ist der Serverbetreiber? Ja, den muss ich kurz gucken. Bitte. Warte, ich kümmere mich, ne? Ja, ja. Es geht gar nicht mit den 5 Kilo. Stell dir mal vor, ich muss ja damit in die Mine fahren. Jetzt kaufe ich den für über 100.000 Dollar. Und weißt du, dann habe ich das Problem, dass ich jetzt nichts reinkriege in den Kofferraum. Wer stattet mir das jetzt? Die ganze Zeit und den Aufwand, die ich hier reingesteckt habe. Also so muss ich dir sagen, macht mir RP keinen Spaß mehr. Ich hab ihn kontaktiert. Ja, hallo, bitte? Wie kann ich weiterhelfen? Oh Gott, ist das schlecht. Beschwert sich jemand wieder über irgendetwas? Gerade über den Kofferraum, genau. Ach so, ja. Schauen. Vielleicht sind 5 Kilo zu wenig, musst du mal schauen. Ja, wenn er sich beschwert, einfach wegbannen. Ah, okay. Super, machen wir so. Okay, ja, machen wir so. Jawohl. Okay. Super. Gut.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Was? Worauf gespannt? Ja, auf den Bann von dem Typen. Soll ich so viel heulen? Okay. Ja. Er heult jetzt. Ich glaube, er heult jetzt nicht mehr. Ich hab das Gefühl, ich bin leicht schizophren heute. Aber nur leicht. So, jetzt haben wir. Oh, ich wollte gerade mein Auto reparieren. Ach du Scheiße, war das knapp. Ey, das ist, wenn du Admin on Duty bist, ne? Da gehst du immer hier in dieses Admin-Menü und reparierst dein Auto, wenn es kaputt ist. Ey, ich muss mir das abgewöhnen. Ich hätte das Ding fast repariert im RP. Huch! Ist auch schön ein bisschen choken, ey. Ja, oh ne. Jetzt so lustig, wenn ich jetzt wirklich einen Bann reingedrückt bekomme für, ich weiß nicht, ein Jahr oder so. Ja, aber Leute, diese Reaktion hier. Es gibt wirklich Leute, die so sind. Es ist kein Scheiß. Es gibt Leute, die sind genauso. Das ist für die der absolute Horror, wenn irgendwas nicht funktioniert richtig. Ja, aber 5 Kilo ist halt schon mau, ne? Aber ist halt nicht gewollt. Wir hatten auch der Hammer, ne? Der H1. Der hatte, glaube ich, ungewollt, waren das 80 oder 100 Kilo drin? Hab ich auch gedacht. Okay, der wurde dann wieder zurückgepatcht, dann haben die ein paar Leute wieder geholt, was sie extra für gekauft haben. War halt auch nicht gewollt. Ui. Immer aufpassen, wichtig und richtig. Peugeot RCZ, google den mal, der ist von 2010 und Sportcoupé, fahr den selber, happy birthday by the way. Ist das der Peugeot, den es auch als Cabrio gibt, bitte wieder so eine, ich glaube ich weiß, was das für einer ist, wenn es der ist. Ja, ich glaube ich weiß, das ist das der mit den LED-punktuellen Rückleuchten, wo so ein, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Wabe von Bienen, die rückleuchten, oder? Also so hab's ich gerade in Erinnerung, so, ja. Bienenwabenstruktur rückleuchten, weil so Löcher drin sind. Also dass der ist, dann denke ich gerade an den. Er kommt vom Baujahr, glaube ich, gut hin. Habe ich auch schon in New Life. Also ich finde nicht schlecht. Ist ein, ich glaube von Peugeot eines der besten Autos, die man so kennt. Also fast das der ist, wo ich gerade denke. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Audi TT, nur ein bisschen größer. Ja doch, Audi TT, der kommt gut hin, ne? So von der Form her. Und ein bisschen länger gezogen irgendwie, keine Ahnung. Ja, genau der, ja, da weiß ich Bescheid. Ja, das ist ein schöner Peugeot, ja. Ja doch, ist ein schöner Peugeot. Ich glaube, den schönsten, den sie jemals gebaut haben. Weil ich bin jetzt nicht so der Peugeot-Fan, aber das Ding hat Tuning-Potenzial, auch optisch. Ja, gut, da kenne ich mich doch ein bisschen aus bei Peugeot, hab nichts gesagt. Als du gesagt hast, Sportcoupé, Peugeot, da bleibt nicht viel übrig. Die bauen nicht so viele sportliche Coupés bei Peugeot. So, also, ich hole mir mal meinen X5 ab, ey, dass ich den jetzt fahre. Dabei ist der Wagen so geil, der fährt halt 300. Ey, aber vielleicht haben sie den X5 auch gepatcht, vielleicht fährt der auch schneller. Also Andel. Der hat Andel den hochgeschraubt. Na, wir probieren es gleich mal aus. Weil alle fahren den X5, ne? Oder er wurde downgegradet, das kann auch sein. Wenn so viele Leute fahren. Sound of a Spende. So, probieren wir es mal. Oh nein. Der X5 ist in der Versicherung. Ich bin den ganzen Drecksweg hier hochgefahren. Wie fährt der GT86? Wenn der ein bisschen Kofferraum hat, nehme ich den halt einfach, weil, ja, 10 Kilo, was soll ich denn damit? Ist das kacke? Das ist ja mal wirklich kacke. Ich bin jetzt alles hochgefahren, weil ich gedacht habe, ich habe den da oben geparkt, ne? Ja, gut, dann, machen wir eine Runde, diesmal mit dem Auto hier. Schauen wir mal, ob der gepatcht wurde, weil Anne hat ja was geschraubt, meinte er. Alter, dass ich da nicht drauf... Ich war doch vorher beim Ding, ich habe das nicht gerallt. Ich dachte, der wäre hier oben. Mein Gott, ey. Ey, eigentlich könnten wir uns einen LKW klauen und damit farmen gehen, fällt mir gerade ein. Und dann können wir aber das Ding hinten hier absperren. Na gut, dafür ist es. Einfach vergessen. Aber Mikrofon ist auch schneller geworden, guck mal. Letztes Mal 220. Jetzt sind wir schon bei 210. Ja, der ist schneller geworden, guck. Da hat Andel wirklich Hand dran angelegt. Krass. Alter, der fährt halt wirklich schneller. Der ist noch nicht mal getuned, der Wagen. Also da geht Liebe raus an Andel, dass er es jetzt gemacht hat. Das fühlt sich jetzt viel besser an. Ist 6,5 nicht am Hauptplatz? Nee, der ist bei der Versicherung muss der sein. Weil der nicht in der Garage ist. Leider.
Ich dachte halt, der steht oben, ne? Alles nochmal runterfahren dürfen wir. Marcel, hey, wie geht's dir so nach dem Stress wegen gestern, wo ich mit meinem Auto einen DAX zerlegt habe, wodurch meine ganze Front kaputt ist, erstmal entspannen und mein Stream runterkommen. Ja. Dann gute Besserung der Stoßstange natürlich. Aber die Stoßstange abgesehen. Ein DAX überfahren, Alter. Aber deshalb, ich bin immer so vorsichtig, wenn ich mit dem Auto fahre, vor allem wenn ich im Wald fahre. Fahre ich meistens sehr langsam, vor allem in der Nacht. Da fahre ich dann keine 100 durch. Und schaue halt immer links, rechts, ob was drüber hüpft, weil ey, mir ist letztes Mal einfach, ey, das glaubt mir auch keiner. Da war so eine Strecke, wo es bergauf geht, ne? Wo du niemals denkst, dass da ein Reh oder irgendwas in die Fresse springt. Müsst sich vorstellen, so eine ja, Autobahnauffahrt, ne? Wo so eine Brücke ist. Also auf der Brücke. Da müsst ihr vorstellen, du rechnest nicht damit, weil das ja eine Brücke ist. Und ich weiß nicht, wie es dieses Reh geschafft hat, aber das ist irgendwie auf diese Brücke drauf. So wie das Ding gerade. Ne. Und halt nach oben. Wo es richtig steil bergauf geht, ist dieses Ding hochgegangen und ist dann über die Straße gerannt. Und wäre ich halt ein bisschen früher gewesen, an dem Tag hätte ich das Ding 100 pro mitgenommen. Weil da rechnest du nicht mit, Alter. Das ist da einfach auf einer Brücke so ein Reh auf einmal von links spawnt, Alter. Und das ist dann auch wieder runter. Ich weiß nicht, ob es wirklich gesund wieder runtergekugelt ist. Keine Ahnung. Weil es ist halt echt steil gewesen. Keine Ahnung, wie das Reh das geschafft hat. Rehe sind jetzt ja nicht so unbedingt die besten Kletterer, denke ich mal. Aber es war schon schockierend. Einfach aus dem Nichts gespawnt, das Ding. Ja, bei mir ist auch schon echt schon öfters mal was vors Auto gelaufen. Ich habe immer bis jetzt anhalten können. Einmal ist meine Katze vors Auto gerannt. Einmal schon zweimal ein Hase oder sowas. Ja. Enten auch schon, alles gehabt. Aber immer sicher gefahren und nicht einmal irgendwas überfahren. Ey, das Schlimmste, was mir passieren könnte beim Autofahren, wäre wirklich einfach ein Tier überfahren. Vor allem das Schlimmste ist, glaube ich, eine Katze zu überfahren. Das will ich gar nicht, das will ich gar nicht dran denken. Deshalb, ich fahre immer, wenn ich in so einem Wohngebiet bin, sehr vorsichtig, weil ich ja selber Katzen habe, die draußen sind. Oh, was ist passiert? Guck mal. Entschuldigen Sie, könnten Sie ein bisschen Platz machen? Ich komme ja nicht vorbei. Sie versperren die Straße, man kommt mit dem Auto nicht vorbei. Ja, das ist jetzt so. Ach so, okay. Entschuldigung, ich wollte nicht. Sehen Sie nicht, dass da eine Person am Boden liegt? Nee, ich sehe hier. Ach so, ach, Entschuldigung, ich habe es nicht gesehen, wirklich nicht. Moment. Weil alles hier versperrt war, ich wusste nicht, dass hier, okay, alles klar. Okay, das ich mache mich wieder zum nettesten Menschen EU West. So, sollen wir jetzt noch Hupen anfangen? Sagen wir mal Hupen? Ne, das mache ich jetzt nicht, aber könnten sie mal mit dem Auto... Das Auto da vorne steht da wirklich unnötig. Oh, ich glaube, das ist Pizzeria, kann das sein? Oh, Ivan ruft an. Hallo? Hallo. Wie kannst du mal Matthew anrufen? Ja. Du hast mit irgendjemandem geredet wegen der vollautomatischen. Wegen irgendwie so war da was. Ich hab mit Matthew habe ich nicht drüber geredet. Also. Ja, irgendwie mit einem Zivilisten auf jeden Fall. Ach so, ja. Ich hab aber nicht gesagt, dass sie von mir ist. Ja, Matthew hat von mich gefragt. Oh, jetzt habe ich aufgelegt, das ist vielleicht besser so. Ach, warte! Ich muss jetzt mein Skateboard aufstellen. Hallo? Ja, Matthew hat nur mich gefragt, weil er will deine Nummer nicht rausgeben. Was ich gut finde. Ja, pass auf, ich kann dir Folgendes sagen. Ich war an dem Tag maskiert, ne? Ja. Und ich habe dem Bre meine Nummer gegeben. Aber ich hab ihm, andersrum. Er hat mir seine Nummer gegeben, so war das. Deshalb, er hat meine Nummer nicht. Ich habe nämlich gesagt, über AirDrop, über Katrin soll er mir seine Nummer senden. Vielleicht rufe ich ihn an, um mir auch sowas zu besorgen. Er hat aber weder meine Nummer, noch hat er mein Gesicht. Ja, ja, er sagt nur, er gibt nur nicht deine Nummer weiter. Ja. Dass du das mal vielleicht gerade klärst. Aber woher weiß er, dass ich das war? Weiß ich nicht.
Weil rein theoretisch geht das gar nicht. Ich war an dem Tag maskiert und ich habe nur seine Nummer und ich habe ihn auch nicht angeschrieben. Nein, nein, er hat nur nochmal, wie gesagt, lass das am besten vom Melfi erklären, ich will nichts Falsches sagen. Alles klar, okay. Ich ruf mal an. Tschüss. Jo, bis dann, ciao, ciao. Hä, weil ich hab über Airdrop, pass mal auf, über Airdrop hab ich ja seine Nummer bekommen, ne? Und ich habe ja meine Nummer nicht an ihn geairdroppt und ich habe gesagt, ich melde mich dann bei ihm, oder? So war es doch. Und ich war ja an dem Tag maskiert. Mit dem Motorradhelm war das, wisst ihr noch? Hä, das macht ja gar keinen Sinn. Also wenn er fragt nach Nummer, hä, aber wie... Oder hat er gefragt, ob irgendwie hier jemand... Ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich ruf mal an. Ich ruf mal den Matthew an. Jetzt geht's aber ab hier. Hallo. Servus. Guten Tag. Ich soll dich anrufen. Mhm. Jo. Kannst du dich dran erinnern? Ich weiß, um was es geht. Einen. Ja, ich kann mich an ihn erinnern, ja. Und ich weiß, um was es geht und was ist da passiert, was ist vorgefallen, sag mal. Nee, gar nichts vorgefallen. Er hat mich angerufen, ob ich den Kontakt herstellen könnte. Ich habe aber gesagt, ich mache das nicht so, dass ich quasi die Nummer von dir weitergebe. Ja. Deswegen wollte ich eigentlich Edin oder Ivan anrufen. Nur Edin geht nicht ans Telefon, er geht direkt in die Mailbox ran. Ey, aber um was ging es denn bezüglich Kontakt herstellen? Was hat er denn gesagt zu dir, wie er das herstellen will? Er hatte irgendwie mit dir hier auf dem Hof gesprochen. Ach, auf dem Hof gesprochen? Nee. Bei mir? Ja. Oder irgendwo mit dir hier gesprochen, keine Ahnung. Ja. So war die Aussage wegen irgendwas Vollautomatischem. Ne, pass mal auf. Das war an dem Tag, wo ich mit dem Motorrad unterwegs war, ne? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ist es der mit den, ich sag dir gleich, wer das ist. Wie heißt der nochmal? Ich hab ja seine Nummer. Ich hab ihn ja eingespielt. Tyrone. Tyrone, genau. Das war an dem Tag, wo ich zu dir gekommen bin und dir gesagt habe, ja, da kommt ja noch ein Kunde zu dir heute, weil den habe ich da getroffen an dem Tag. Ja, genau, ja. Genau, und pass mal auf, jetzt kommt die Pointe. Ich war an dem Tag maskiert und er hat meine Nummer nicht, ich habe nur seine bekommen. Und ich habe keine Ahnung, wo ich kommt. Ja, er hat irgendwas von Katrin geredet und genau, ich Katrin, halt, genau. Aber er hat... Ja, aber die habe ja nicht mal ich so bekommen, ja. Ich habe ja die Nummer von dir so einfach gespeichert. Ja, weil er hat meine Nummer nicht. Also er kann gar nicht wissen, wer ich bin, so, weißt du? Weil ich war maskiert und ich habe nur seine Nummer gegettet, weil ich habe gesagt, über Airdrop sendest du nur über Katrin deine Nummer und ich rufe dich dann an. Weil so wusste ich halt, da bin ich so safe, weißt du? Da kann mir nichts passieren. Ja, er hat halt auch gesagt Typen, also er, ja. Ja, er hat zu mir gesagt, ja, keine Ahnung. Ja gut, ich habe eine männliche Stimme, vielleicht nichts sagen. Nee, aber... Ja, ein Mädel bin ich nicht. Das hat man wohl gesehen, sonst hätte ich tatsächlich mal den Ballon schon aufgeblasen. Aber... Ja, was? Ja, was? Nee, aber pass auf, das Problem ist halt, also... Er ist jetzt nicht zu dir gegangen und hat gesagt, ja, hier von dem Herrn Rumpe, da... Nee. Ja, das ist ja alles easy. Er hat nur gesagt, die Katrin. Ja. Genau, hat er dich gefragt, okay. Ach so, ich weiß, warum er dich gefragt hat. Weil du warst am Telefon, als ich vor ihm stand und hab gesagt, ja, dann mach mal schnell was. Das könnte sein, ja. Ja, nee, deshalb ist er auch zu dir gekommen, verstehe schon. Das könnte sein. Weil er weiß, dass du meinen Kontakt haben musst, weil ich hab mit dir telefoniert vor seinen Augen und hab mit dir halt geredet und gesagt, ja, ich ruf jetzt auch Matthew mal an. Na gut, dann gibt's ein Bild, weil hat halt nach deiner Nummer gefragt und dann sage ich, die gebe ich nicht raus. Ach so. Die ja, auch bin nicht lebensmüde. Ja. Auch schlecht, wäre sehr schlecht, weil, ich habe bis jetzt ihm nicht gesagt, wer ich bin. Okay. Dann ist das, dann lassen wir das vielleicht auch so weiterlaufen und lassen da vielleicht direkt auch lieber einen Ivan oder Edin dann mit ihm reden. Dass du da komplett aus dem Ding bist, oder? Naja, du, weiß ja nicht, muss ja jetzt nicht so sein, aber ich habe gesagt, ich melde mich, sobald es soweit ist. Ich habe ja kein Problem mit, nur jetzt gerade schwer. Ich würde mich dann später bei ihm melden. Dann gebe ich es ihm so weiter. Wegen so dass du dich bei ihm meldest. Sag mal, bist du auch ein vollautomatisches Waffeleisen? Ich bin Mechaniker. Ich habe gehört, ihr liebt Waffeln. Schwer. Also, ich mag meine mit Schoko. Also, wenn ich Waffeln mit Schoko esse, das ist das Beste, was es gibt. Mhm. Ja, ich dachte, Mechaniker essen gerne Waffeln, wirklich, aber gut, dann halt nicht. Ja, bei mir ist es halt wirklich schwer. Ich habe auch gerade so einen Anwalt mit zwei so Deppen, die mir gestern in der Mechanikerwerkstatt richtig dumm gekommen sind und mir mit Mob gedroht haben und ach, hör auf. Ja, aber pass auf, schau mal, wenn du richtig geile Waffeln haben willst, wir haben so einen vollautomatischen Waffelmaker, da musst du nur noch die Waffeln reinmachen und der schießt sie automatisch raus. Das ist ja der Wahnsinn. Da denke ich mir, kann hast du Spaß. Kann ich dir auch mit Puderzucker und Erdbeer so? Alles ist möglich, in jeglichen Ausführungen. Krass.
Ja, aber da halte ich mich erstmal zurück, solange bis jetzt hier die Anzeige wegen Morddrohung und was weiß ich. Weil ich habe da zwei Stück angezeigt, die mir mit Mord gedroht haben, nur weil sie ihre Autos nicht schnell genug repariert bekommen haben. Ach so, sind das, ich dachte, die Anwälte haben dich bedroht. Nee, nee. Ach so, du da hast sind die Cops hinter mir her. Ach so, ja. Du hast Anwälte, die, weil du bedroht wurdest. Nee, nee, die haben einen Anwalt eingeschalten, weil ich den, ich habe einen VW-Bus und der war halt voll komplett am Rauchen, weil der Kühler am Arsch war. Ja. Und weil die mich auf dem Hof so dumm angeschrien haben, mir Scheißladen und Arschlöcher und was weiß ich, bin ich zurückgefahren, um denen was zu sagen, habe aber nichts gesehen, weil der Rauch war und habe dann das Auto gerammt und da machen sie jetzt einen riesen Auftritt. Die Frau wäre jetzt psychisch angeknackst, obwohl sie nicht mal im Auto gesessen. Ja, die waren nicht mal da an dem Tag. Ja, und dann haben sie mir mit Mord gedroht. Ich soll nicht glauben, dass ich da umsonst davon komme. Und dann habe ich die Polizei eingeschalten. Ach so. Und dann haben sie jetzt die Anwälte eingeschaltet, weil ich ja so ein böser Bube bin und denen die Auto gerammt habe. Was natürlich volle Absicht war. Ach, Kindergarten. Eieiei. Also da kannst du mir gerne mal die Namen sagen. Wenn die mal vor meiner Tür stehen, dann kriege ich die direkt raus. Die kommen mal nicht ins Haus. Ja, die sind sehr hinterfotzig. Ja, die kommen bei mir sicher nicht ins Haus. Eine Frau Martinez Sophie und ein, warte, ich habe mir die Namen aufgeschrieben auf dem Handy. Sven Smirnov. Warum muss ich mal gucken, kenne noch nie gehört. Mal fragen. Ja, keine Ahnung. Oh, mein Akku ist gleich leer, ich muss schnell einen Akku kaufen gehen. Alles klar, 5%. Gut. Du meldest dich beim Tyrone, ja, dann gebe ich ihm. Wenn es soweit ist, dass du was im Angebot hast, melde ich mich ja bei ihm. Der hat einen stabilen Eindruck gemacht. Also. Der ist, also wirklich, der braucht es auch nur zur Selbstverteidigung, weil der geht für mich ja jeden Tag in die Mine und auf die Ölplattform und wird sehr oft an der Mine oder an der Ölplattform überfallen. Deswegen braucht er jetzt was zur Selbstverteidigung. Also ich hab halt mit einem Ding ein bisschen geflext so, und dann hat er halt ja so ein bisschen gefragt, so weiß Bescheid. So. Ist ihm eine Beule gewachsen, ne? Mit der Waffe da. Ja. Ich glaube, das heißt drauf. Ja, ich glaube auch, ja. Heißes Gut, dann gebe ich ihm Bescheid, ja. Okay, jawohl. Alles klar, dann schönen Abend noch. Tschüssi. Ciao. Tschüssi. Mein Akku ist gleich leer, 5%. Ja, komm. Schnell Akku holen und dann rein in die Mine und rein ins Vergnügen. Alter, Fabio Wallner haut 1-7 raus, Bruder. Warum haust du zweimal raus? Ich lies doch vor, Alter. Der haut zweimal raus. Ja, haut zweimal zu 7 raus. Also bitte alle 7 im Chat, nicht so wichtig. Er spinnt. War ein leiser Zuschauer und schaue dich seitdem ich 24 bin. Hi, schaue dich schon seitdem ich 14 Jahre alt war und war nur ein leiser Zuschauer. Heute ist er ein lauter Zuschauer. Bist jetzt ein lauter Zuschauer? Ich finde das immer so süß, wenn die Leute schreiben, ich war schon ein leiser Zuschauer. Da stelle ich mir so wirklich vor, so jemand, der so in seinem Bett sitzt mit seinem Laptop oder mit seinem iPhone, er guckt da so ganz leise und heimlich meine Streams so zum Einschlafen in der Nacht. Ein leiser, stiller Zuschauer. Ich schaue mir das nur wegen dem ASMR-Content an. Nee, Kuss geht raus. Ey, danke. Ey, Fabio Wallner für 2x1:7. Da geht Kuss raus. Ein federtiger Federkuss. Jetzt bist du kein leiser Zuschauer mehr, habe ich das Gefühl. Du redest irgendwie. Oh nein, der Bug ist da. Och, zum Glück bin ich nicht irgendwo zu. Oh, das hätte jetzt blöd ausgehen können. Jo, das hätte jetzt richtig schweinisch ausgehen können. Einmal reconnect. Das hätte jetzt richtig in die Tonne gehen können, Leute. Dankeschön. Danke an den Chat. Der IC-Chat, der hat sich wieder aufgehängt. Ich weiß bis heute nicht, woran es liegt. Ich habe irgendwie das Gefühl, entweder. Nee, wobei, es kann nicht mein Kaspersky sein. Das müsste, wenn, dann irgendwas anderes sein, weil. Andel hat es ja auch und hat Andel auch Kaspersky? Muss ich mal fragen. Ja. Kuss an den Chat, der da geguckt hat. Jason Binger, danke fürs VIP-Werden auch. Dankeschön. Ken Blein. Danke, dass du den M5 genommen hast. Ist ein Traum. Der Wagen sowieso. Geistes Auto iOS. Wäre nicht so anfällig. Das verstehe ich eh nicht. Warum baut man so geile Autos, die dann so fette Motorräder haben und die gehen dann immer kaputt? Das macht mich so traurig einfach. Baut doch stabile Motoren, die Leistung haben. Man kriegt es doch hin. Man kann doch keiner erzählen, dass wir überlegen, auf den Mars zu fliegen, so. Wo du jahrelang in so einem Space Shuttle sitzt mit fetten Thrustern hinten dran. Und du schießt das Ding auf den Mond und auf den Mars, aber
Aber ein Motor mit viel Leistung hinzubekommen, der auch hält, das schaffen wir nicht. Warum wohl? Das ist ja das gleiche wie damals mit der Glühbirne. Wusstet ihr, dass damals Glühbirnen so gebaut wurden, dass die aber nicht kaputt gehen oder halt nur sehr selten kaputt gehen? Klar, dürft ihr raten, warum unsere Glühbirnen immer so schnell kaputt gehen. Ja, es gibt einen Grund, auch die LEDs. Also ich bin geplatzt, als ich herausgefunden habe, wie lange LEDs eigentlich halten, ne? LEDs halten sehr lang. Sehr, sehr lang. Eigentlich. Außer man baut was ein, dass das Ding kaputt geht. Ah, schön. Ey, habe ich euch schon eigentlich die beste Story EU West erzählt, Leute? Über meinen Fernseher, was da passiert ist? Habe ich das schon euch erzählt? Will mal wissen, ob ich das schon erzählt habe. Was wollte ich denn jetzt nochmal kaufen? Genau, einen Akku, ne? Wo ist denn der? Kein Akku. Ach, sag nicht, hier gibt es keinen Akku. Ach, bitte nicht. Bin ich im falschen Laden? Nö, oder? Ach, was aber einen Schaber kaufe ich mir. Das kaufe ich mir auf jeden Fall mal. Aber ich finde einen Akku nicht. Ich glaube, ich bewege im falschen Laden. Ach, warte, ich muss erstmal mein Ding anmachen. Habe ich euch nicht erzählt? Ja, erzähle ich euch gleich. Ist ziemlich. Die Story glaubt mir keiner, Alter. Die Story glaubt mir wirklich niemand, was da passiert ist. Richtig mystisch schon fast. Gut, ich weiß nicht, wo das Ladegerät. Ach, das macht mich jetzt fertig. Ich finde hier kein Ladekabel. Ich frage sonst den mal hier ganz nett. Oh ne, der ist weg. Der ist weg. Ich will ihn gar nicht überfallen. Ich will doch nur meine Maske ausziehen. Oh ne, jetzt fährt er weg. Meine Frage, wo kriegt man ein Ladekabel her? Am Handyladen. Genau. Ey, nur dort? Ja. Kacke, ich bin gerade alles bis nach oben gefahren. Egal, danke. Ich bin gerade alles hier hingefahren, weil ich dachte, im Walmart gibt es ein Ladekabel. Ja, gut, geht nicht. Mach ich später. Im App Store, ja. Im App Store lade ich mir eine App runter fürs Aufladen. Genauso ist es. Im Apple Store. Ist ja der iFood Store jetzt. Ne? Ist eigentlich mal der Apple Store. Jetzt kann ich aber direkt hier rüberfahren. Ich habe ja genug Stuff dabei, ne? Ich habe jetzt meine Spitzhacke. Sogar zwei Spitzhacken. Oh, nee. Warte, ich muss sagen, ich habe hier... Könnte mich nachher jemand vom Hauptplatz zum Nutzfahrzeughändler fahren? Jo, Mike, kann machen. Ey, hat den das gerade gar nicht gejuckt? Hatte das gerade gar nicht gejuckt, der wartet nur drauf, dass ich hier reinfahre, ne? Ich geh mal Warnblinker an. Der wartet nur drauf. So, jetzt starte ich mal wieder. Ich hoffe, der sitzt nicht. Chaos Nick. Oh, jetzt werde ich verfolgt. Oh nein, das war's. Der hat nur drauf gewartet, dass ich einen Fehler mache, ne? Hier ist nämlich 80 und hier davor sitzt wieder 30. Ey, der macht mich richtig nervös hinter mir. Ich habe nichts verbrochen. Ja, ich fahre ja schon dran, mein Gott. Hallo. Oh nee, der ist nicht angemeldet. Nein, ich glaube, der ist nicht angemeldet. So ein Dreck, ne? Ich habe den ja abgemeldet, weil der mir so viel Geld gezogen hat, oder? War das nicht so? Und jetzt habe ich ihn nicht angemeldet? Och nein, das kommt alles zurück. Ich bin so ein vergesslicher Bre. Ich hasse mich dafür. Vielleicht merkt das nicht. Aber ich glaube, er geht ja die Fahrzeugdaten durch. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht, ey. Ich sag einfach, ich habe den frisch gekauft. Ich sag ihm einfach, wir haben frisch gekauft. Er kann es ja nicht. Er ist das erste Mal nach Verkehrskontrolle. Ah, nee, du. Aber das hat er doch 100% nicht abgecheckt da hinten, oder? Er ist angemeldet. Nee, Agent Kalli, ich glaube, der ist nicht angemeldet. Auch wenn er das schreibt. Ich glaube, ich habe ihn abgemeldet. Ich bin mir sicher, ich habe ihn abgemeldet. Ich bin mir 100%ig sicher. Aber wir schauen mal. Alter, hier vielen Dank an ChaosNick 2005. Danke fürs nichts dazu schreiben, dass ich nichts vorlesen muss. Ich muss ja noch ein paar Sachen vorlesen, es tut mir sehr leid. Ich lese das gleich vor.
Hier, wir sind gerade in der Verkehrshalle, da geht das ja schnell, ne? No Modder, René und The Crazy Times VIP wurden. GG Koff 03, perfektes Timing, gerade von der Arbeit gekommen und jetzt Stream genießen. Kuss geht raus. Saskia auf dem geilen Stream, kann morgen aus dem Krankenhaus. Endlich liebe Grüße. Dann viel Spaß, dass du dich aus dem Krankenhaus raus bist. Kenn das. Das ist ganz schlimm im Krankenhaus immer, ne? Beim Krankenhausessen, das ist so ekelhaft, Alter. Ich glaube, du kriegst in jedem Gefängnis besseres Essen als im Krankenhaus. Lieblingspizza. Oh nein, was ist jetzt los? Ey Jungs, ich werde gerade umzingelt von zwei Fahrzeugen. Wie die Fahrzeuge, keine Ahnung. Hier bei Sandy Abfahrt. Bei den Türmen. Guten Tag. Ich bin auf dem Weg. Guten Tag. Ich bin meine Verkehrskontrolle. Ich bekomme einmal bitte den Führerschein. Jawohl. Der Rumpel, ich bin sofort wieder bei. Oh, ich habe noch eine Powerbank hier drin, schön. Alles gut, danke. Ich habe eine Powerbank im Auto. Das kam näher an. Nee, also ist es das normal, dass zwei Cops irgendwie einen anhalten mit einer normalen Verkehrsanhaltung? Vorne und hinten? Nee, eigentlich nicht. Ich habe gerade irgendwie Angst, dass ich was falsch gemacht habe. Ich habe nichts falsch gemacht. Abfahrt Sandy vom East Highway? Ja, weißt du, da wo diese Türme sind rechts. Diese, du weißt schon, wo der, diese Tank steht, diese Tanks. Wenn du beim Walmart vorbeifährst, Erdamart. Jo. Schwarzer X5 Richtung Palito. Ich hab keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Ja, meinst du, wo es zu diesem Kraftwerk geht, bei der Straße? Was hat er vielleicht gesucht? Mehrere Warum? Durch den schwarzen X5. Da kommen bestimmt gleich noch mehr. Ich gesucht? Nee. Jason, wo bist du? Ich bin gleich da. 5 Sekunden. Ja. 2. Stehst du auch noch Parkplatz oder? Nicht das Wüste. Hallo? Ist er noch da? Hallo? Ja. Habt ihr gerade gefragt für den Parkplatz? Ne, ich hab nur Kai gefragt, ob der im Parkplatz steht oder so. Achso, okay. So, Herr Rumpe. Den Führerschein kriegen Sie schon mal wieder zurück. Auf der aktuellen Grundlage, dass mehrere X5 hier aktuell Einwohner bzw. Zivilisten überfallen. Achso, war das Fahrzeug jetzt ein bisschen auffällig, dennoch waren zwei Personen im Fahrzeug. Also treffen Sie da nicht drauf zu. Okay, alles klar. Genau. Also von mir meinerseits nichts mehr vorzuwerfen. Ich wünsche Ihnen dann noch einen angenehmen restlichen Abend. Ich wünsche ebenfalls. Gut, tschüss. Alter, ich dachte ganz kurz, nehme ich mir jetzt mit. Alles gut. Die haben mich angehalten, weil sehr Felix 5 gerade überfallen. Ne? Ich dachte, jetzt ist Ende. Ich dachte, jetzt gehe ich in den Knast, weil sie hätte sein können, DNA oder irgendetwas, DNA-Spuren. Dies, das, Ananas. Nee, Alter. Einfach, weil viele X5 gerade überfallen. Aber was sind so viele Leute von X5? Ich hatte jetzt gerade einen Stift offen. Ich dachte, jetzt war es das. Vor allem, ich habe meine Glock 17 dabei, Leute. Ihr wisst, oder ist es meine 18er? Ne, ist die 17er noch. Die habe ich ja noch dabei. Ne? Stell dir mal vor, jetzt hier Untersuchung, weil dies, das, weiß ja nicht. Und auf einmal finden die meine Glock, dann wäre ich jetzt im Knast. Dann wäre ich, habe nämlich keinen Waffenschein, den muss man einen holen, ne? Rein theoretisch. Aber ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber ganz kurz dachte ich, jetzt ist aus. Ich dachte, und ich habe ein Ladegerät gefunden und Pilze. Und den Schaber hätte ich gar nicht kaufen müssen. Ich hätte eh alles im Auto gehabt. Ich hätte nur nachgucken müssen. Bin ja so blöd, ey. Ja, und der X5 ist angemeldet anscheinend, ja. Ich dachte, for real, ich habe den abgemeldet, Leute. Ich dachte halt, for real, it's no joke. Ich dachte, ich habe den ja damals, wo Dario mir den geschenkt hat, abgemeldet, ne? Weil ich dachte, ja, der X5, den fahre ich ja nicht. Aber, nee.
Oder hat er einen LKW gekauft? Was ein Macher. Guckt euch das an. Dafür sind LKW gut, weil die haben jetzt echt gut viel Kapazität. Und da kannst du echt fett Steine mit transportieren. Hätte ich auch gerne. Check, Ivan, ich bin auf dem Weg. Gebt euch das. Die ganzen Leute, die hier stehen mit ihren fetten LKWs. Ich habe da auch Bock drauf. Ah, aber ich kann es mir nicht leisten. Die kosten 100.000. Der Anhänger kostet auch nochmal 100.000. Ach nee. Ja, dann stehe ich hier auch noch was hin. Gerade ein Platz frei geworden, wie ich gerade sehe. Hoffentlich werden die überfallen an der Mine. Hab ich eigentlich Platz hinten? Eigentlich schon, ne? Hast du jetzt ernsthaft eine Mähdrescher gekauft, oder? Geil. Der Bre kommt. Oh, jetzt habe ich vergessen, das in die Mülltonne zu schmeißen. Komm rund im Licht. Wie viel Kilo hat denn das Ding? 800 Gramm. Alter, wenn jetzt. Andi hat ein Kennzeichen, darfst du sogar. 800 Gramm Platz? Ja, doch, geht sich aus. Zack. Habe ich genug Platz, nämlich echt. Ich habe voll vergessen, dass ich ihn dabei habe. Das wollte ich wegwerfen, stimmt. Den wollte ich wegschmeißen. So, mach ich mal hier die Grafikmod aus. Damit wir ein bisschen was sehen können. 58 drin, deswegen du brauchst eigentlich die restlichen zwei nicht. Ja, gut, stimmt. Ah, ein bisschen abbauen hier für die Tuning-Teile. Und Plastik brauchen wir auch. Ich will es heute auch mal ausprobieren. Plastik holen. So 10 Steine, das Geile ist, man kriegt ja 10 Steine, wenn man Lack hat. 10 Steindl. Skillcheck ist da. Träger, oder? Kaiser Xyn der Erste, danke für den Euro auch. Vielen Dank für den tollen Namen hier. Kaiser Xyn der Erste. Zack, Skillcheck. Ich hab durch. Oh, hier. Oh, das wird eng. Warum machst du jetzt weiter? Ich komm zum Stein, ich hin, mein Gott. Minecraft RP. Easy, das passt. 3 und 4. Ah ja, ich wollte euch was erzählen. Jetzt im Minen kann ich euch das geil erzählen. Also diese Story von meinem Fernseher, was passiert ist, ey, das ist so krass, dass das so passiert. So, also, ich fange damit mal an. Ihr wisst aus der Roomtour, was ich für einen Fernseher hatte, ne? Relativ größeren Fernseher so. Ich glaube, was 75 Zoll oder so. Jedenfalls ein großer Fernseher. Den habe ich damals geschenkt bekommen. Von meinem Dad. Der andere kann beginnen. Und. Das ist so dumm einfach, wenn, also das glaubt mir eh keiner. Aber das Ding ist mittlerweile 6-7 Jahre alt. Doch, ich glaube sogar 7 Jahre alt. Ist schon älter jetzt, das Gerät, ne? Und, boah, ich dachte, der haut mir jetzt halt drüber. Und, auf einmal ruft mich so mein Vater an und fragt mich halt so komplett random, ob ich einen Fernseher noch bräuchte in der Größe. Exakt die Größe, ne? Also gesagt, ja, vielleicht ein zweiter wäre nicht schlecht so, ne? Vielleicht für ein anderes Zimmer so, maybe einen zweiten Fernseher wäre schon nicht, schlecht, weil ich habe ja nur einen. Und er hat gesagt, ja, eigentlich bräuchte ich ihn ja nicht, ne? Also eigentlich hätte ich ihn ja nicht gebraucht, ich habe ja einen Fernseher gehabt. Und am selben Tag noch, am selben Tag, Leute, das glaubt mir keiner, fängt mein Fernseher an, komische Sachen zu machen. Und es war halt in der Nacht, ne? Und am nächsten Tag am Morgen war der kaputt. Das Panel war kaputt. Nach, ich glaube, 6,5, 7 Jahre. Dieses Timing einfach, das kannst du keinem erzählen. Als hätte dieser Fernseher einfach for real gewusst, dass ich einen neuen Fernseher angeboten bekommen habe und gesagt habe, oh gut, dann gehe ich mal manchmal aus. Der ist einfach kaputt gewesen. Panel kaputt. Komplette Rino. Alle mit Mähdrescher oder Traktor. Das glaubt mir keiner. Das ist ja wild. Wisst ihr, die ganzen 6,5 Jahre hätte der kaputt gehen können. Und genau an dem Tag, wo ich gefragt habe, brauchst du so einen Fernseher, geht der kaputt. Das kann nicht wahrsteinern. So dumm. Der hat mich einfach die ganze Zeit abgehört und nur darauf gewartet, dass er abgelöst wird. War so gefühlt Samsung. Nee, war ein LG. Das war ein LG-Fernseher. Hat relativ lang gehalten, muss ich aber sagen. Relativ. Dafür, weil die haben ja auch so ein Ablaufdatum, ne? Kannst du es schon fast draufkleben. Und jetzt habe ich ein Samsung habe ich bekommen.
Aber soundtechnisch war der LG viel besser. Ich habe jetzt eine Soundbar kaufen müssen für den Samsung. Weil, ey, Samsung, der Fernseher ist zwar geil und so. Auch insgesamt besser so. Geht das jetzt, ey. Aber Sound Much, wirklich. Also der LG vor 6,5 Jahren hatte so einen geilen Sound gehabt. Und jetzt habe ich halt eine Soundbar gekauft und unten hingestellt. Ey, trotzdem, das ist so dumm einfach, wenn du denkst, dass der könnte dir 6,5 Jahre die ganze Zeit eingehen, jeden Tag und genau an dem Tag geht er ein. Einfach dieses perfekte Timing. Das heißt, ich hatte zum Glück, also am nächsten Tag, wo der Fernseher kaputt ging, hat mein Vater den neuen Fernseher gebracht, so. Das war so das Ding. Der hat dann einfach vorbeigebracht. Das war einfach perfekt. Kein Tag ohne Fernseher. Ey, wo komme ich denn wieder raus, sag mal? Oh nein, ich habe mich wieder verlaufen. Och nö. Ich habe mich verlaufen in der Mine. Ich habe keinen Bock. Wo geht's hier raus? Das kann sein. Geht's hier raus? Ja, ne? Ja. Ja, hier geht's raus. Schweigende für den Fernseher. Er hat gute Taten vollbracht. Nur fürs Zocken war er nix. Der neue Fernseher ist besser mit dem Zocken. Da hast du nicht so Verzögerung. Also beim alten, da hatte ich so krasse Verzögerung immer. Mega auf hohem Niveau. So, ich lade mal ein. Ah, guck dir das an. Ein bisschen kann ich nur reinlagern, ne? Jawohl, ich hab Samen. Was hast du dir vor? Ich will mir heute Tuning-Teile herstellen und wenn nicht, hole ich mir einfach welche über einen Tuner. Ah, hier, passt schon. Aber ein bisschen muss ich abbauen. Mein Samsung-Fernseher funktioniert immer nach 8 Jahren, ja. Ey, aber weißt du, was ich dir sagen muss? No shit. Ich hab Acer-Bildschirme, ne? Die hab ich seit... Oh, wie alt war ich denn, als ich die geholt hab? Da war ich 15, glaube ich. 15 Jahre alt. Ich bin jetzt bald 27. Also das sind die bei mir auch auf der Website verlinkt sind. Die Bildschirme funktionieren immer noch einwandfrei. Ich habe keine Pixelfehler, ich habe keine Ausfälle, kein gar nichts. Ich hatte davor LG-Bildschirme, wo das Netzteil nach und nach kaputt gegangen ist. Und diese Acer-Bildschirme, no shit, keine Werbung zu Acer, ich werde dafür nicht bezahlt oder so. Ich habe die damals mit 15 gekauft. Die Dinger halten. Haben zwar nur 1080p, 144 Hertz so. Also die 1080p sind halt mau, ganz klar. Aber für Streamen, perfekt. Davon habe ich 3 Stück und alle 3 funktionieren bis heute. Einwandfrei. Also da muss ich ehrlich sagen, Acer, ihr habt Top-Qualität. Also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber diese Bildschirme sind der absolute Wahnsinn. Und Andel hat denselben. Und der läuft auch immer noch einwandfrei. Also ich glaube, das ist etwas, da muss ich euch ehrlich sagen, wenn ich wieder Bildschirme kaufe, dann bei Acer. Weil da weiß ich, die halten. Weil meine LGs sind direkt kaputt gegangen nach ein paar Jahren. Da weiß ich noch, da ist das Netzteil, da war so ein Netzteil dabei. Das hat dann angefangen rumzuspinnen. Und dann waren halt die Acer da, ne? Aber ich finde, so müsste man es machen, wenn man wirklich Marketing machen möchte. Macht einfach gute Qualität. Schaut, dass die Dinger lange halten. Und dann kauft man die Dinger auch wieder. Muss ja jetzt nicht ein Leben lang halten, ist ja, was ich meine, so, aber wenn die Dinger 20 Jahre halten, dann bleibst du der Marke treu und kaufst sie halt wieder. Mein Gott. Sollten vielleicht mehr Leute so machen. Ich weiß nicht, ist Acer immer noch so gut? Habt ihr auch Acer und ihr sagt, die halten lang? Ich weiß ja nicht, wie sie jetzt heutzutage sind. Ja, die Dinger sind jetzt halt auch schon alt, ne? Aber sie erfüllen ihren Zweck seit Jahren. So, zack. Deshalb, ich weiß mittlerweile echt, was ich gerne kaufe an Marken, wo ich weiß, das passt. Von der LG gibt es auch fast nichts mehr, okay. Oh, 27 ist schon alt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann sich schon fast im Rentnerclub anmelden. Ey, ich gehe auf die 30 zu. Das ist nicht normal. Ey, das ist so sad einfach. Die Zeit vergeht so schnell, das ist leider sad so. BenQ von 2008. Ja, die sollen ja auch gut sein, stimmt. Darf man auch nicht vergessen. BenQ gibt's auch. Ich habe es auch sogar überlegt, die zu holen statt Acer, ne? Zwei AOC nie Probleme gehabt, ja. Na gut. Ich schau gerade, wo spawnt noch ein bisschen Stein hier. Ich brauche Stein. Ah, hier!
Sind aber auch keine Probleme, jawohl. Ja gut, bezüglich Laptop, ne? Ich halte so ein bisschen von Laptop nichts. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Egal, welchen Laptop man kauft, die Dinger werden nach einer Zeit immer langsam. Ist das schon mal aufgefallen? Weiß jemand, woran das liegt? Machen die das mit Absicht so? Ich kenne mich ja mit PCs relativ gut aus. Ich baue auch meine PCs selber zusammen so. Und ich habe das Ding bei Stand-PCs, die werden nicht langsamer. Da könnte es höchstens sein, dass du irgendwie ein Virus oder was drauf hast oder irgendwas, was den PC langsamer macht. Aber wenn du den eigentlich komplett neu aufsetzt, läuft der auch wieder einwandfrei. Aber mir ist aufgefallen irgendwie, Laptops nach einer Zeit werden übelst langsam. Weiß nicht, ob das daran liegt, dass die nach einer Zeit zu heiß werden und dann runterdrosseln oder so. Aber ich habe so immer das Gefühl, dass die das mit Absicht irgendwie machen, dass die langsamer werden, so wie bei iPhones, wisst ihr? Dass du nach einer Zeit wieder einen neuen Laptop kaufst. Aber ich denke, so ein Desktop-PC stellst du dir hin, so ein Gaming-PC, der wird nicht langsam. Der bleibt immer gleich schnell. Wie gesagt, bei meiner Mom habe ich das so festgestellt. Die verwendet den halt wirklich nur für Bürozeug, den Laptop. Müsst ihr euch vorstellen, die gamet nicht gar nichts, das Ding wird auch nicht warm oder so. Die macht nur Bürozeug drauf und das Ding wird wirklich von Jahr zu Jahr langsamer. Und egal, ob du das Ding neu aufsetzt oder ob du da jetzt, ich weiß nicht, das Ding durchcleanst und sonst was, das Ding wird immer langsamer. Hat jemand eine Ahnung, wie man die Schaufel bei der Bahn? Ich verstehe das nicht. Ich komme da nicht drauf klar. Und dass bei Laptop so ein Ding ist. Auch keine Ahnung, Mann. Staub und Hitze, I guess. Ja, aber dass du da, also du kannst ja auch aussaugen, das Ding, ne? So ist ja nicht, aber es ist halt schon strange, ne? Ja, Inventar voll ist mir gerade auch aufgefallen. Danke. PC baue ich auch selber, was besser machen kann, auf jeden Fall. Man spart sich Geld. Und vor allem, man lernt ein bisschen was über die Technik dahinter. Das ist auch schön. Und das ist gar nicht so schwer. Also ich sag so, wer so ein Lego-Set zusammenbauen kann, so ein 18-Plus-Set, der kann eigentlich auch rein theoretisch einen PC zusammenbauen. Das ist eigentlich dasselbe. Ich habe damals auch mal so Angst davor gehabt, bis ich dann irgendwann mal, ich glaube, da war ich 14 oder 15, habe ich dann angefangen, meinen PC zu upgraden selber. Und dann habe ich irgendwann mal probiert, den selber zusammenzubauen. Und dann ist mir aufgefallen, das ist eigentlich wie so ein Lego-Set, weil du kannst fast nichts falsch machen. Das Einzige, was du falsch machen kannst, ist, dass du zum Beispiel den Power-Knopf oder den Reset-Knopf falsch anbindest. Das sind die einzigen Kabel, die du wirklich selber drauf tun musst auf diese einzelnen Steckverbindungen. Aber mehr kann dir eigentlich gar nicht passieren, außer du stellst dich blöd an und zum Beispiel bei AMD-CPUs kannst du die Pins verbiegen. Wobei ich bis heute nicht weiß, warum AMD so toll mit diesen Pins da unterwegs ist, weil die Dinger sind ja wirklich kacke. Wenn du da einmal irgendwie drankommst, ist das Ding kaputt. Deshalb schön Intel-CPUs kaufen, da ist das Problem nicht. Da kann ja nicht so viel schief gehen. Ich glaube, das Schlimmste, was dir passieren kann. Kaufst du so eine 1000 Euro teure CPU, möchtest sie reinstecke und dann fallen dir da die Pins ab. unangenehm. Oder du reißt einen RAM-Riegel raus, das ist auch ein ganz lustiger Moment, wenn du nicht weißt, wie die Dinger rausgehen. Du reißt dran und dann reißt das ganze Mainboard raus, das ist auch Anfängerfehler und lustig, wenn das passiert. Aber zum Glück bis jetzt alle PCs, die ich zusammengebaut haben, gebaut habe, die rennen bis heute noch. Das bin ich sehr stolz drauf. Das heißt, ich habe bis jetzt keinen Fehler gemacht. Noch. noch. Aber irgendwie, ich möchte irgendwann ja meinen PC neu machen, ne? Aber ich habe Angst davor, weil ich ganz genau weiß. Don't touch a running system, sagt man ja so schön. Und mein System rennt ja schön, so wie es jetzt gerade ist. Und wenn ich dann einen neuen PC mache, kann irgendwas anders sein. Eine Grafikkarte oder irgendwas, was nicht so ganz will. Ja, und dann hast du die Kacke am Dampfen, ne? Deshalb, ich zuzel diesen PC aus, bis er irgendwann kaputt ist, glaube ich. Oder bis GTA 6 rauskommt, dann muss ich den irgendwann upgraden, aber sonst ja, zufrieden damit. Hab mal eine AMD mal für 300 gekauft und direkt auf den Boden gefallen, RIP 300 Euro. Sei froh, dass das nur 300 Euro waren, weil aller CPUs geht aber teilweise bis 1000, 2000 Euro. Ja gut, 2000 Euro Server-CPUs, aber so. Ich habe damals für meine bezahlt 1200 irgendwas. Was war das nochmal? i9, 8000 irgendwas, glaube ich. Keine Ahnung mehr. Der ist schon so alt, ey, der funktioniert immer noch. Was ich angestellt habe, wisst ihr, was ich gemacht habe bei mir? Vor Jahren aber schon. Ich habe meine CPU genommen.
weil die übelst heiß geworden ist, weil ich die übertaktet habe, also damit sie mehr Dampf hat. Und dann habe ich einfach mir gedacht, okay, mir ist die CPU ein bisschen zu warm und da habe ich überlegt, was mache ich. Dann habe ich ein bisschen geguckt, dann habe ich gesehen, ah, da gibt es eine Anleitung, wie man die köpft. Und dann habe ich mir von der Bauer, wer den kennt, das ist so ein PC-Typ ist, habe ich mir damals so eine Köpfungsmaschine gekauft für, ich glaube, 40, 50 Euro, die ich nur einmal benutzt habe, weil ich ja nur einmal die CPU köpfen musste. Habe ich die halt gekauft, habe die CPU geköpft und habe dann Flüssigmetall reingemacht. Und das Ding läuft bis heute gut und kühl. Oh, Andrew ruft an. Hallo. Grüß Sie. Servus. Du? Ich habe da eine Aufgabe für euch. Lass Ryan meint, raten, ich kann mich... 1000 Metall? Eisen? Nö. Nicht? Na, das haben wir schon geklärt alles. Das ach so, ja. Geklärt. Okay. Ryan hat gemeint, ich kann mich mit Problemen jeglicher Art an euch wenden. Probleme jeglicher Art? Ja, natürlich. Es gibt Menschen, auch. Mit denen habe ich ein Problem, und zwar ein persönliches. Lass mich raten, es ist eine Dame und ein Mann. Ja. Ja. Wie kommst du darauf? Ach, sag mal mein Bauchgefühl. Und ich habe so das Gefühl, die haben jemanden bedroht, wenn es mich so richtig im Bauchgefühl krummelt. Du hast aber ein gutes Bauchgefühl. Hast das kann, am, es hast sein, das, kann es sein, hast dass die eine Mechaniker gehört? Haben die eine Mechaniker? Ich bin tatsächlich gerade in der Mine. Sag mal, können wir gegenseitig hell sehen? Also Wahnsinn. Ein Wahnsinn? Kann also, es sein, dass sie einen Mechaniker bedroht haben, weil irgendwie ein VW-Bus abgefackelt ist halt? Und er den nicht direkt repariert hat? Na, so habe ich die Geschichte nicht gehört. Da weiß ich vielleicht mehr als du. Ui, ui. Na, es war so, dass die Herrschaften äußerst respektlos waren. Sie haben gedroht, respektlos, ja. Und sie haben dann noch absichtlich einen Schaden auch noch hinterlassen. Also, was haben sie einmal Retourgang und dann mal schön rein. Ach so, ja, ja. Ja, ich weiß schon, um wen es sich handelt. Ich habe auch schon ein paar Namen im Kopf da, muss ich ja ehrlich sagen, da fällt mir ein bisschen was ein. Ist kein Problem. Ich wollte nichts sagen. Schau mal, ich wurde angerufen vorhin. Welche geht's denn dir? Na, ich weiß die Namen gerade nicht mehr, aber mich hat Matthew angerufen. Wegen einem ganz anderen Thema eigentlich. Und dann ist mir auf dieses Thema gekommen, dass da zwei Leute sehr ausfällig waren, sich beschwert haben und mit Anwalt gedroht haben. Ich habe schon sogar überlegt, sowas anzubieten, aber ich habe mir gedacht, ach, der erklärt das schon von selbst. Na, da war kein Anwalt. Die meinten, wir werden noch sehen, was wir davon haben und so. Ja, ja, und mir wurde gesagt, Morddrohungen. Genau sowas. Boah. Ja, Namen, Sophie, Martinez und Sven Smirnov. Okay, Smirnov. Warte, ich schreibe mir das mal kurz auf meine Notiz. Ist auch im Telefon, ja, ne? Ich bin am Telefon, ja. Jawohl, weil ich schreibe mal die Notiz. Hier ist die Dame. Sophie Martinez. Hey, die Trifki ist überfallen. Habe ich mir aufgeschrieben, ja. Falls ihr diese netten Herrschaften vielleicht zu einem Kaffee-Dinner eingeladen habt, wenn es versteht, was ich meine, dann kontaktiert es mich. Ich möchte selber mit denen einen Tee trinken. Das kriegen wir hin. Super, ich danke dir. Bitteschön. Passt. Ciao. Da war ein Auftrag, Leute. Geil. Ey, wie geil ist das denn? Ich bin einfach in der Mine. Also, ja, hier in der Mine. Und ich wusste ganz genau, wenn es geht. Dann gehe ich das gleich mal durch in der Mine. Ey, Jungs, Mädels, wir haben einen Auftrag. Wir müssen zwei Personen finden. Pass auf, also mich hat gerade hier der Herr vom Autos angerufen. Und zwar geht es da um zwei Personen, die sich anscheinend sehr, sehr schlecht dort aufgeführt haben und unter anderem Morddrohungen an die Mechaniker ausgestellt haben. Und der Herr der will jetzt, dass wir die zwei Personen ausfindig machen auf dem Kaffeekränzchen. Ja, das haben wir gestern schon alles erfahren, gut, ich bin tatsächlich. Da wird uns schon angedeutet hier in der Werkstatt.
Ja, und wir haben jetzt eigentlich das Go, dass wir die aufspüren sollen für einen Kaffeekränzchen. Ich glaube, das wäre ganz gut. Halt, ich würde hier noch fix. Ich bin mit Iva noch kurz in der Werkstatt. Wir machen hier fertig und dann. Ja, sonst treffen wir uns alle und dann schauen wir, was wir machen. Hast du einen Namen denn? Ich habe zwei Namen, ja. Ich würde die dann ansprechen, wenn wir uns treffen. Hast du auch Outfits? Ja, nö, ich werde dann aber nochmal fragen. Okay, alles klar. Jawohl. Perfekt. Ich würde sagen, so in 5 Minuten Gelände circa. Ja, machen wir 10 Minuten Gelände. Ich muss mit dem Mähdrescher fahren, dann wird es auch noch ein bisschen dauern. Ja, dann halt den Mähdrescher an, das ist gerade wichtig. Ich wollte gerade sagen, park ihn noch irgendwo und dann holt dich einer ab. Das ist wichtig. Kann dich einsammeln, wo bist du? Oh, ich bin schon wieder voll, upala. Hast du ein Feld? Haben Sie zu viel? Jo, ich mach mich auch an. Hey, bitte was? Was hast du gesagt? Haben Sie zufällig einen Stein? Wozu brauchen Sie genau einen Stein? Damit ich voll bin, dann habe ich perfekt voll. Funkcheck BMW, ich war irgendwie lost und habe meine Stummtaste am Funkgerät gehabt. Bin mal lieb, bin mal nett. Komm mal bitte in 10 Minuten zum Wird dir auch mal jemand einen Stein geschenkt. Warte, er zeigt mir den Weg zum Ausgang. Und auch was geantwortet, aber ich war halt lost. Zum Thema Meter, by the way, Anlad nicht gemetert. Das mit dem, das habe ich in der Mine gehört, das ist ein Meme von uns, weil die Leute, wenn sie jetzt, zuerst was immer, das habe ich im Hauptplatz gehört, ne? Wenn sie gemetert haben. Und dann kam irgendwann, habe ich beim Tauchen gehört. Und der neueste Joke ist, das habe ich in der Mine gehört. Das ist bei uns mittlerweile der Running Gag für Meter. Das ist das Schöne gerade dran. Oh, ich kenne mich mittlerweile aus in der Mine. Schön. Ich kenne mich aus. Weiß, wo ich lang muss. Ich weiß, wo ich lang muss. Oder ich glaube, ich bin voll, ne? Ja, das heißt. Hm, 30, ja, mehr geht nicht. Ja, bis 10 Minuten kriegen wir noch hin, dass wir das Ding verarbeitet bekommen, ne? Das kriegen wir noch hin, halbwegs. Mir mal. Keine Ahnung, gibt immer 13. Bearbeitung. Wie fährst du jetzt? Das ist der Sound, auf ich springe. Glaube ich auch. Ja, musst du schon schauen, was du suchst. Holt mich jemand an Sandy Parkplatz ab? Jo, bin gleich da. Ich hab den Verkehrsunterhalt. Oh, Verkehrsunterhalt ist schön. Und holt dich schon jemand, weil ich wäre um die Ecke. Ich bin auch fast da. Okay. Aber hier ist ein Verkehrsunterhalt tatsächlich sogar. Huch. Da fahre ich aber mal richtig wie gesenkt das auch hier vorbei. Hat doch keiner gesehen, ne? Was ist denn hier los? Upsi. Ey, das könnte der Herr Martinez sein. Martinez sei schon der Ding. Geht's Ihnen gut? Ja, alles gut. War doch Mechaniker. Oh, okay, alles klar. Ey, wir haben einfach die ersten zwei Aufträge bekommen. So ein bisschen Hitman-mäßig, aber ey, die packen wir ein. Und dann sollen die beim Auto aus mal zur Frage stellen, wenn wir die eingepackt bekommen. Ist ja die Frage, ne? Oder die eingepackt kriegen. Ich ruf mal an. Ich frag mal ganz kurz, ob sie wissen, wie die aussehen. Ich frag mal Matthew. Hallo? Hallo. Was ist auch gerade zur Steinwäsche? Ja. Bitte? Ja. Nee, ich wollte nur fragen, ob der zur Steinwäsche muss. Alles gut, ich bin schon wieder weg. Ist sie auch zur Steinwäsche? Ja. Da wurde er halt wirklich angehalten. So. Dann rufe ich nochmal hier.
Steuerdings-Ding an hier. Wo ist er denn? Matthew. Weil der muss ja wissen, wie die ausgesehen haben. Ich brauche unbedingt die. Ach nein, ich habe extra. Hoffentlich hebt er ab. Drück mir die Däumchen. Jawohl. Hallo? Ja? Ich habe eine Frage. Die zwei Personen da, die da so Aufstand gemacht haben, weißt du, wie die aussehen? Boah. Also bei ihr weiß ich, sie muss so rote, glatte Haare, relativ lang und eine sehr tiefe Stimme. Okay. Und er hat so, ja, ich sag fast schon so eine leicht piepsige Stimme. Ja, wie hat er denn ausgesehen? Sie meine ich. Boah. Wie also, gesagt, rote lange Haare, eine College-Jacke und High Heels. Ja. Also gestern zumindest. Und bei ihm kann ich es dir gerade gar nicht sagen, weil sie mir mit ihrer vorlauten Stimme halt echt alles genommen hat. Eine halbe Minute. Okay, also du hast keiner, auch nicht Haarschnitt oder so, wie der aussieht oder was anderes. Bei ihm. Warte mal, ich schau mal, ob ich den Kollegen von denen. Ich hab einen Kollegen. Ich probiere den mal anzurufen, dann rufe ich die Kleine mal an. Vielleicht haben die ja irgendwie auf Instagram oder sowas gepostet. Vielleicht findest du ein Bild oder so. Dann mache ich das als erstes und dann schaue ich. Ach, warte, ansonsten rufe ich den. Ja, ja, such du, ich such dann auch gleich mal über Insta, ob ich da was ausfindig machen kann. Ah, alles klar. Jawohl. Jawohl. Tschüssi. Tschüdü. Stimmt, Insta kann ich auch gucken. Vielleicht gleich, wenn ich hier in der Steinwäsche bin. Alter, die ganzen LKWs hier, Bruder. Jungs, muss doch nicht sein hier. Packen ja alles zu. Ich habe Mark nur auf eine Situation angesprochen. Passt. Gut, ich will mal wascheln. Ja. Wie gesagt, Jesse, schreibt mit Sophie nicht mehr. Macht keinen Sinn. Ah, hier, waschen wir. Gut. Geht ja nicht in mein Auto, Jungs. Eine Waffel dabei. Oh, Gold gefunden, die am Anfang. So macht man das. So, dann tue ich hier so waschen. Das passt doch. Dann gucke ich mal Instapick. Martinez. Ey, das sind meine Fußbilder. Schön. Also es ist denen, die ich folge, ne? Sehe ich hier nur. Ah, hier. Ehren. Das könnte sein, ne? Alter, Fabio. Kannst du bitte Andel Jumpscare? Nein, du bist der arme Andel. Ehren. Nee. Rothaarige Frau. Alter, vielen, vielen Dank für den 5. Alter. Roman Sutter. Rudel, gibt's bald Hoodies mit dem Hund an der Leine oder gibt's die nicht mehr? Ach, das meinst du? Nee, da kommt was Cooles. Pass auf, zu Ostern kommt ein ziemlich krass geiles Design. Ich lieg schon mal ein bisschen was. Es gibt hier, geht ja Sex Swipes, das Design. Und da kommt auch nochmal der Hund an der Leine, aber ich sag nicht zu viel, das sieht richtig geil aus. Kommt auf dem Merch, auch auf die Pullis drauf. Da werde ich dann fett ankündigen, sobald die draußen sind. Also der neue Merch. Der sieht mega aus. Wirklich mega. Da freue ich mich schon drauf, dass ich den bewerben kann. Und wer es nicht wusste, ich hab Merch-Store. Genau, könnt ihr gerne vorbeischauen. Da gibt's Merch. Alles drum und dran. Da gibt's auch mein Plüschtier. Also wer noch nicht wusste, ne? Hier vorbeiwuppeln. Genau, so ist es. Man muss nicht, man kann aber. Ne? Ja. Haben wir das auch. Also da kommt demnächst ein schönes Design, auf das ich mich sehr freue. 20, ach komm. Habe ich Platin gefunden? Ich habe wieder kein Platin, ne? Ach komm. Zum Kotzen. So ein Maximal-Button wäre ganz geil im Inventory, ne? Dass du einfach das Maximale automatisch überziehen könntest. Das wäre nice. Ja, wir suchen eine Frau mit roten Haaren und einen Typen, wo wir nicht wissen, wie der aussieht. Müssen wir uns ein bisschen durchgucken. Ich gucke hier gerade ein bisschen so Insta und so durch.
Weil wir haben da so viele Bilder einfach und wenn wir da Glück haben, finden wir die Dame. Was könnte die... Da ist sie! Hab sie gefunden! Hier, Sophie Martinez! Da ist sie! Schaut mal! Also ich kann hier irgendwie Screenshot machen, ne, vom Handy. Wie macht man das nochmal hier? Aber ich habe nur 3%, das ist schlecht. Wie mache ich nochmal hier Screenie? Muss irgendwas drücken. Nee. Irgendeine Tastenkombi muss ich da mal. Aber schau mal, das ist die Dame. So sieht sie aus. Und die müssen wir suchen. Sophie Martinez. Das ist aber ganz schön blöd, wenn die ihren echten Namen verwendet für ihr Instagram. Das ist ja wirklich blöd. Und vielleicht ist das da hinten der Typ, den wir suchen. Maybe. Aber das ist auf jeden Fall die Dame, die wir suchen. Die sieht schon ein bisschen psycho aus, ne? Okay, jetzt weiß ich, wie sie aussieht. Das ist schon mal sehr gut. Also vom Gesicht her würde ich sie direkt erkennen, glaube ich. Okay, mal gucken. Ne, die sieht auf jeden Fall nicht so aus. Oder das 96 Steine, oder? Die sieht auf jeden Fall nicht so aus. Okay, dann wissen wir Bescheid. Ich habe ihr Insta gefunden. Da können wir easy mitarbeiten. Seht ihr, man muss nur ein bisschen gucken. Stalking zahlt sich aus in irgendeiner Form. Das hört sich jetzt falsch an, aber ihr wisst, was ich meine. Hat sich schon ausgezahlt. Und jetzt müssen wir noch den Typen finden. Oh, wir können ja gucken, wer ihr followt, ne? Boah, dieses ganze Social Media auf RLU ist ja so schön. Ist halt wie in Real Life. Immer schön aufpassen, was ihr postet, Leute. Wessen Namen? Und liebe Grüße aus der Schweiz. Danke nochmal, Roman Zutter, Alter, für 100 Schweizer Franken. Da Gruß raus. Und Fabio Wallner, ich werde heute an nicht chancen, auf gar keinen Fall. Und hab dich auf meinem Tablet geschaut und mein Handy auch. Und das Tablet ist von Huawei. Mein Laptop ist auch von Huawei. Ich wurde innerhalb von einem Kilometer zweimal angehalten oder so. Sich Huawei mittlerweile irgendwie vom. Also die Handys sind aus dem Store raus, ne? Wegen Verdächtigung, dass da irgendwas drauf läuft. Ich bin einem Kollegen vorbeigefahren. Chat ganz wichtig unterwegs. Witzig unterwegs, was denn? Lauter Taste und ausschalten, Lul. Wollte er mich anhalten? Ja, aber wie macht das in-game? Keine Ahnung. Na, ich wurde noch nie angehalten. Mike. Hat jemand 9 Steine zufälligerweise? Ich hab 2 höchstens. Ich hab einen, wenn dann nur. Oder einen Moment kurz. Also, wir könnten zusammenlegen. Ja, komm. Ich bin mal so nett und gebe ihnen meine Steine. Kommen Sie mit. Oh, das ist aber lieb. Ich brauche nur 9. Ich habe nämlich nur noch einen dabei, das wäre sehr nett. Weil ich habe vorhin jemanden auch einen Stein von mir geschenkt. Als er einen benötigt hat. Man hilft, wo man kann. Ja, ich bin heute mal gut drauf. Das ist sehr lieb von Ihnen. Gibt es einen Grund, warum die Dame eine Maske aufhat? Ja, ich bin zu hässlich ohne Maske. Ach so. Das ist aber nicht schön. Das, das ist jetzt sehr unangenehm. Hier, bitteschön. Dankeschön. Das ist die Sound. Na gut, aber hart, aber fair, ne? Sie gibt's halt offen und ehrlich zu. Das ist aber zum Anwesen fahren. Ja, ich habe halt echt kein Platin gefunden. Ich frage mich, wie die Bres das ganze Platin da mal raussuchen. Ach, schau mal hier. Der Anhänger hat wieder seine größte Freude. Ja, wer ist ein Feini? Ja, wer ist ein Feini? Ja, wer ist denn ein Feini? Ja, du bist ein Feini. Ein ganz guter Feini bist du. Sorry. Finde ich irgendwie lustig, wenn das so aussieht. Anhänger und 5M. Besser geht's nicht. Gut, wir fahren. Schaut euch den Feini an. Er freut sich. Was ein Feini. Ein Wauzi, ein Bauzi. Forst hier eben sehr was schönes Stream noch. Damit kannst du einen neuen PC kaufen und vielleicht trinken beim Spar. Ah, trinken beim Spar. Alter, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich hab heute das erste Mal dieses neue Red Bull gesoffen. Das Pinke, ne? Wo alle geschrieben haben, das schmeckt nach Seife. Es schmeckt nach Seife. BZW, so wie ich mir Seife vorstelle, schmeckt's. Oder nee, kennt ihr? Ja gut, Spülmittel. Es schmeckt halt nach Spülmittel. Hab mir auch gedacht, Red Bull, das Kaktus Red Bull ist geil. Das blaue Red Bull ist auch geil. Die bringen ja geile Sorten raus, aber das. Also ein zweites Mal kaufe ich es mir nicht. Das schmeckt halt wirklich wie Seife. Marc, wie lange brauchst du noch circa? Ich brauche noch 3,6 Kilometer, bin ich da. Alles gut. By the way, ich habe die Person schon auf Instapick gefunden, ne? Die wir suchen, echt? Die eine. Werde ich dann aber gleich zeigen.
Schmeckt sauger. Ja, mir schmeckt es ehrlich gesagt nicht so. Ich bin da nicht so. Freddy auf Ehrenwert hat mir, schickt mir derzeit die neuen Dosen von Gönnerchi zu. Die werde ich auch dann verköstigen und schauen, wie die schmecken. Ich muss ehrlich sagen, dass das rote Gönnerchi schmeckt richtig geil. Also ich mag das, das mögen ja die meisten irgendwie nicht. Also mir schmeckt's. Ich bin gespannt, wie die neuen Sorten schmecken, weil das ja irgendein anderer Hersteller ist. Ich habe so das Gefühl tatsächlich, dass mir das das Cheesecake, Raspberry Cheesecake, am meisten schmecken wird, immerhin noch. Weil das irgendwie so was Einzigartiges hat am Flavor, ich weiß nicht. Aber was anderes, ne? Aber ich bin mal gespannt, wie die neuen Sorten schmecken, weil in Österreich gibt's sie noch nicht. Österreich braucht immer ein paar Monate, bis die bei uns ankommen. Warum auch immer. Ihr wisst, Österreich kommt alles immer ein bisschen später an. Ja. Aber, ja, dank Freddy, der mir das zuschickt, ne? Da geht Ehre raus an dieser Stelle. Werde ich das dann verköstigen und schauen, wie es schmeckt. Ich hoffe, die schmecken gut. Ohne die Holy Energy ist gesünder. Naja, gesund. Das ist heutzutage schon gesund. Weißt du, was ich derzeit trinke tatsächlich? Kennt ihr Powerade? Also das hier. Dieses Getränk hier. Hier ist Xerade, aber es ist ja Powerade, ne? Das trinke ich derzeit. Aber ohne Zucker. Mit Zero. Das gibt's nur in Deutschland, das musste ich mir liefern lassen, leider. Aber das Ding ist, denke ich mal, ein bisschen gesünder, als wenn du dauerhaft Energy saufst. Weil da ist halt, bis auf ein bisschen Farbstoff, ein bisschen Zitronensäure und Vitamin B ist da nicht viel drin. Das saufe ich derzeit am Stück und das ist schon mal ein bisschen besser als der andere Schmufu, den man da so zu sich nimmt. Es fühlt sich auf jeden Fall besser an. Immerhin kein Koffein drin. Darum geht's mir, ne? Was zuckerfreies ohne Koffein suche ich immer. Aber echt geil. Es schmeckt ein bisschen nach Wasser mit ein bisschen Geschmack, muss man sagen, ja. Das ist ganz geil. Kann ich jedem empfehlen. Hallo, was läuft, was läuft? Hallo. Ah, hat doch alle zusammen. Sag mal, hat jeder das Tattoo jetzt? Also sind wir alle tätowiert? Echt? Alle? Also fast glaub, alle, ja. Fast alle. Hat sich, Ryan hat sich das jetzt auch tätowieren lassen oder nicht? Das weiß ich nicht. Weil der war jetzt erst dagegen. Gut. Folgendes. Sind wir alle? Ich glaube, ne? Ich habe mir Notizen gemacht. Es geht um Folgendes. Also im Outdoors hat sich jemand ziemlich daneben benommen. Vor ein paar Tagen anscheinend und droht jetzt den Mechanikern sogar mit Mord und hast du nicht gesehen? Mir hat dann der Herr Konda telefonisch mich erreicht, als ich in der Mine war und hat dann halt eben gesagt, wir sollen die mal zu einem Dinner oder was einladen, mal Kaffee trinken gehen mit denen, dass die dann auch vorbeikommen können und fragen können, was da los ist. Und zwar sind das zwei Personen, nämlich Sven Smirov und Sophie Martinez. Problem ist, über ja, Sven, Martinez war der Name. Genau, und Sven Smirov habe ich leider nicht viel gefunden. Vielleicht findet ihr auf Insta-Pick irgendwas. Ich habe nur die Sophie Martinez gefunden. Kann es sein, dass es Smirnov heißt, wie der Wodka? Smirnov, oder ja. Smirnov, ja, ich habe ihn gefunden auf Insta, aber er hat keine Bilder drin. Okay, weil von der Frau Martinez findet man Bilder. Ja. Und da muss man halt gucken, weil ich habe auch gesehen, die hat ein Bild hochgeladen, wo ein Mann im Hintergrund zu sehen ist. Es könnte sogar sein, dass das der ist, den wir da suchen. Mhm. Wie heißt denn die Winzer? Ja, so wie sie heißt, Sophie Martinez. Ja, ach mit so, Unterstrich, ja, Sophie Unterstrich Martinez. Wenn du da guckst, das Bild, im Hintergrund sind so zwei Männer, glaube ich. Vielleicht ist der eine schon im Hintergrund, den wir suchen. Die habe ich schon gesehen. Ja, 100%. An der Steinwäsche total oft. An der Steinwäsche. Ach, das ist die Loste Uschi. Das ist die, wo ein Bademantel unter Rock als Rock anzieht, diesen Bademantel-Dings. Ja, ja. Ja, hey, dann wisst ihr schon, wer das ist. Das ist schon mal gut. Ja, und wenn man schon das habe ich auch schon gehört. Ach, ich hab ihn gefunden. Ja, S. Smirov ist das, ne? Ja. Also Sven Smirov, ja. Ja. Aber der hat nichts drin. Vielleicht aber der hat drei Follower. Ich guck mal durch. Alter, könnt ihr mal schauen. Guck mal durch, ob der den Leuten, den er folgt, ob der irgendwie Bilder mit dem zusammen hat. Sophie Martinez ist die erste. Oh, ich hätte angerufen. Hallo? Servus. Servus. Ich habe mit dem Kumpel von denen geschwätzt, der wird die jetzt kontaktieren. Ja. Und wird dann, ich hoffe, im Laufe der nächsten halben Stunde mir ein Selfie schicken mit den zweien drauf. Ich hab, dann schicke ich dir das weiter. Ich habe ein Bild von der Dame.
Habe ich gefunden über Insta. Aber von dem Herrn haben wir kein Bild. Keine Ahnung, wie der aussieht. Aber wir haben sein Insta gefunden. Okay, ja, ich probiere mal. Vielleicht hat er irgendwo ein Bild drauf, nur von ihm. Oh, Akku leer. Na, super. Er hat nur drei Follower. Brauchst du eine Powerbank oder hast du? Nee, ich habe noch eine. Zum Glück, ich habe die im Auto gefunden. Perfekt. Oh, nochmal Anrufe hier. Dazu, sowas gibt es mit Akku leer. Also ich dachte, beim Ernamart gibt es solche Akkus, ne? Dachte ich, ich fahre da mal hin. Ja, brauchst du eine Powerbank? Nee, ich habe jetzt zum Glück noch eine gefunden im Auto. Aber später brauche ich dann, glaube ich, noch eine. Ich rufe da nochmal an. Im Apple Shop sind welche. Ach, Anrufer ist beschäftigt, oder? Direkt sperren. Vielleicht auf gelbe Seite wäre was reingestellt, ne? Achso, da steht ja die Namen nicht dabei. Nein, nee, da steht nur die Nummer. Aber die Dame ist euch schon bekannt, ist schon mal gut. Mhm. Ja. Ich geh mal kurz telefonieren. Ich hab da eine Idee. Vielleicht drauf ausgestattet. Hallo, Akku ist leer gegangen. Kein Problem. Ich habe jetzt gerade die Info bekommen, dass sie jetzt gerade ein Bewerbungsgespräch bei den Stadtwerken hat. Es ist ein Kumpel dabei, hat es geheißen. Ich weiß aber nicht, ob es der Sohn noch ist. Ansonsten müsste sie halt irgendwie ausquetschen. Ja, oh, alles klar. Also jetzt gerade im Moment? Jetzt gerade aktuell, ja. Könntest du, ich weiß nicht, woher hast du die Info? Von einem Kumpel von denen. Könntest du diesem Kumpel sagen, der soll die da irgendwie hinhalten, irgendwie? Dass die da ein bisschen länger bleiben? Na gut, Bewerbungsgespräch wird nicht so kurz gehen. Alles klar, dann fahren wir da hin. Jawohl. Tschüss. So geht. Ey, wir müssen jetzt schnell machen. Die Frau, die Dame, ist im Bewerbungsgespräch bei den Stadtwerken. Wo sind die Stadtwerke und wo kommen wir hin? Sandy Airport. Sandy Airport, ja. Habt ihr alle Waffeln? Ja. Nope. So, wo fahr ich mit? Fahr ich bei euch mit. Jo, wir sind. Kommst du mit? Das muss jetzt ziemlich schnell gehen, bevor die mit der Bewerbung fertig sind. Noch einer? Nein. Sag mal, wo sind deine ganzen Scheiben? Oh, wer fragt mich? Mir hat irgendwer in der Mine die Scheiben weggetreten, Alter. Das passiert, ne? Behinderter Lachsnacken, Alter. Auf geht's! Lachsnacken. Ja, ich erinnere mich da immer dran, weil ich einen Lachs in der Tasche habe. An dem Handschuhfach müsste er liegen. In der Tasche? Na, guck mal, im Handschuhfach. Handschuhfach, also mal nachgucken, du. Da ist kein Lachs drin. Okay, dann habe ich ihn wieder in der Tasche. So, echt schön machen, aufgeräumt. Ey, sollen wir auf die alle warten, bevor wir da reinstürmen? Ja, wäre besser, ja. Na, hoffentlich holen die nicht die Cops. Ich hab schon gesagt, wir können ja einen Mähdrescher ranbinden und freiwillig mitfahren lassen übers Feld. Den Sven Bobby. Auch gleich. Ich dachte, die Bremsen wären besser von dem Auto. Ihr seid ja alle wohl bewaffnet. Also ich schon. Ich hab eine Waffe in Hand. Ich deute das mal als ja, weil ich weiß nicht, ob die Stadtwerke bewaffnet sind. Mein Gott, was ist denn das? Ja, muss schon Auto fahren werden, ne? Ja, ich merke schon. Vorsicht, Vorsicht. Ach, soll er sich wieder aufregen? Also. Oh, das, ja. Nicht gut, maskiert und. Ach, ja, aber er fährt weiter, ignoriert uns komplett. Kannst du keinem erzählen? Er hat sich so gedacht, ja, heute keinen Bock drauf. Ich glaube, das war der mich eben angehalten hat. Jetzt können wir diese Chase-Musik anmachen. Das ist, weil wir sind da. Ja, wir sind jetzt auch da. Auch da. Kann einer checken, ob vorne offen ist? Ja. Ist offen. Anders rein, oder? Ja, safe, oder? Hier. Die Hände nach oben. Hände hoch. Alle die Hände hoch. Alle die Hände hoch. Ey, wir suchen hier einen Sven Martinez. Oder Sven, wie heißt der? Sophie Martinez. Sophie Martinez und Sven Smirnov. Ja,
Wo ist Sven? Wo ist Sven? Bin ich. Wo? Perfekt. Der Rote? Ja. Lass mal meinen Ausweis zeigen noch. Zeig mir mal deinen Ausweis. Und du, das ging aber schnell. Ja. Huch! Was ist denn jetzt los? Findest du Klappe, Alter, da hinten. Sie haben damit nichts zu tun. Jo, ja. Sven Smirnov. Sophie Martinez. Ja, gleich wieder, vielleicht. Bitteschön. Hat jemand Handschellen dabei für die? Leider nein. Nee. Ich durchsuch den Herrn mal eben. Ich durchsuch den auch mal hier. Ja. Er hat selber Handschellen dabei. Ach, das passt ja. Perfekt. Aber. Die leihen wir uns mal kurz aus. Lass mich mal raus, ich höre sie reden. Lass mich mal raus, lass mich mal raus. Ja, lass raus, komm. Hey, lass mich los. Ja, komm mal von dem Tisch runter. Sind Cops da? Negativ, noch nichts in Sicht. Dann lass schon abhauen, komm. Draußen ist alles clear. Draußen ist alles clear, ja. Wo rein? Setz einen bei mir. Ihr setzt unseren Raptor. Alles klar, am besten wir verpissen uns jetzt irgendwo hin mit denen, wo die uns nicht finden. Oh, Junge. Digga. Oh. Das ist so behindert. Ey, mach mal schnell jetzt. Ich sitze hinten drin. Setz ihn in den Kronen. Setz ihn in den Kronen, ja. Setz bei mir hier. Jetzt haut schnell ab, da ist ein Schuss gewesen, komm, schnell. Da ist noch jemand. Hier, spring rein. Andere Seite. Mach schnell. Nein, jetzt, komm, links, 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 links. Andere Seite. Links, oh nee, jetzt wieder rechts, bleib jetzt rechts. Bleib da, steig ein, komm, wir fahren. Also diesmal muss das schnell, echt schneller gehen, Jungs. Ja, weil da besetzt war, Mann. Links, rechts, links, so, rechts. Kann ich dir mal anrufen, dass wir beide haben, oder? Ja. Dann machen wir das mal. Holen wir uns unser Ding ab. Hallo? Gute Neuigkeiten, wir haben beide. Wo wollen wir uns treffen? Sehr schön, ich bin gerade im Stress. Bis wann? Wie lange könntest du die noch hinhalten? Wir haben so ein Auto, also können wir mit denen einen kleinen Ausflug machen, weiß nicht. Bin mit denen? Ja. Ich würde noch gerne einen Deal schwertig abschließen und das machen und dann würde ich. Ja, aber wo wollen wir uns treffen? Sag einen Treffpunkt. Sag du mir einen Treffpunkt, du weißt besser, wo man sowas machen kann. Mm, sie sollten es halt nicht wissen. Stehkaffee. Ja, vielleicht im Diner am West Highway? Nein, das ist. Ist das zu auffällig? Ja. Okay, lass mich überlegen. Sind ein Keller oder so? Ein Keller, boah. Ja. Fällt mir jetzt gerade nichts spontan ein. Weißt du was, wir suchen einen Ort, ich ruf dich dann an. Ja, danke. Ja, okay, tschüss. Also folgendes, ich habe gerade telefoniert, die brauchen noch ein bisschen. Also der Connor braucht da ein bisschen was. Und wir sind dein Tank. Wir müssen irgendwo hinfahren, wo wir dann ungestört sind. Wie wär's denn, wenn wir den Paletto den halben nach hinten nehmen? Und das neue Viertel. Nee, das ist zu. Da fahren so viele Cops lang. Aber im Hafengebiet so ein Ding, da kannst du. Musst du kurz gucken, wo. Wie ist denn dein Tank? Halb voll. Also der Mine ist voll. Schau mal. Ey, was ist, wenn wir alte Mine fahren? Entweder da oder am Hafen. Da kommt man die alte Mine noch rein, ja? Vielleicht, weil dort wird jetzt keiner sein, oder? Wo waren? Ja, keine Ahnung, da musst du suchen. Da ist halt nur das Samenfeld in der Nähe, ne? Ansonsten hinten, Moment. Dann markier mal. Das ist aber nur ein ganz Stück weg. Ja. Ja, das was? Was ist denn da? Dorthin? Ja, das was? Was ist das? Ich weiß nicht, das ist. Ist das nicht eh immer abgeriegelt? Ist nicht scheiße, wenn wir dorthin fahren? Da vorne rechts ist gleich ein Kopf. Warte mal. Wir könnten dort reinfahren, ne? Sollen wir dorthin fahren? Genau, man kann die Autos drin verstecken und dann gehen wir runter in den Keller. Ja, pass auf, wir fahren jetzt Richtung Atomkraftwerk.
Müssen wir ausmachen, weil da hinten steht ein Kopf. Habt ihr gehört, wir fahren Atomkraftwerk, wir verstecken uns da drin. Jo, alles klar. Ich hätte noch einen Benzinkanister, falls es knapp werden sollte irgendwie. Noch haben wir halb, einen halben Tank. Okay. Geil. Aber ist doch auch mal schön, sowas zu machen, ne? Ich hab nur langsam immer mein Essen leer. Ah. Also macht ihr immer was zu essen dabei, sonst müsste ich mir was holen. Ja, ich kann dann grillen, wenn wir da sind. Ah, top. Bau mal einen Grill da drin auf. Ja, ich kann dir Pommes machen. Barbecue-Party. Ich kann dir Pommes machen und ein schönes Hühnchen. So ein richtiger Broiler. Jo, Marc, guck mal ins Ding. Wo denn? Anschaffer. Ach, warte. Ah, geil. Lass ja in der Mitte hier so ein Fach. Dankeschön. Ah, ja. Dieser billig. Krieg mal Pickel von, wenn du das isst. Ja, da kriegst du keinen Pickel ich von. Ich denke, ich kann dir noch eins rein. Ist ein bisschen was, dankeschön. Sandwich, oder? Mhm. Die sind total fettig, ey. Boah, geil. Aber es stillt den Hunger. Halbwegs, ja. Oh, ist das schon unsere erste Geiselnahme? Also, ich hatte schon eine Geisel, aber nicht so eine. Eine Auftragsgeisel. Boah, hasse ich das so langsam zu fahren. Weil ich will auch nicht ja, Gas geben. Wo seid ihr, wenn ihr reinkommt? Rechts oder links? Wie meinen? Rechts oder links drin, Atomkraftwerk? Wir würden, glaube ich, bis nach hinten durchfahren. Da kann, weißt du, da wo die Garage ist. In die Garage dann rein? Ja, würde ich schon sagen, oder? Ja. Da fliegt nämlich öfter mal der Aaron, glaube ich, drüber. Ja, aber da hast du ja halt die Garage, da passen auch genug Autos rein, also so 4, 5 bestimmt. Ist, glaube ich, eine gute Idee gewesen, da reinzufahren. Naja, nachdem ja nun mein Fluchtplan letztens ein bisschen gescheitert ist, ja. Wo bist du denn geflüchtet? Ja, du hast doch meinen Boot nie gefunden. Oh mein Gott, ja, aber ey, wir sind ja nicht gescheitert, wir sind weggekommen. Ja, aber Ivan und Marco, gell? Ja, ist ja, die waren, ja. Aber die haben auch die ganze Zeit durchgefunkt, sie wissen nicht, wohin, wo jetzt das Backup ist und alles. Ja, weil der Fluchtplan ist absolut geil, das Boot ist echt gut und die Cops kommen dann hinterher. Man muss aber halt wissen, wo das Boot ist, ne? Ja, klar. Du musst mir unbedingt den Spot mal zeigen, genau, weil ich war so verwirrt. Ey, wären wir dort ausgestiegen, wir wären irgendwo hingerannt. Wette ich was mit dir. Wir wären einfach irgendwo vor allem ins Klo. Wart ihr schon richtig und dann seid ihr direkt dort umgelenkt. Ja, ich habe halt gedacht dort, aber weißt du, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort falsch langlaufe, ist sehr hoch. Ich hab mir gedacht, nee, das riskiere ich jetzt nicht. Ja, das stimmt, weil wenn du da. Ja, das stimmt. Ja, du kommst da, wenn du mit dem Auto gut reinfährst, kannst du das dicht machen, da kommt die nie rein. Dann kannst du hinter durchrennen, direkt aufs Boot und Abfahrt. Abfahrt. Ja, dann rufe ich den. Oh, die haben angebaut, oder? Kann das sein? Mann, hä, wo denn? Hier links? Ist das schon immer so? Was denn? Der Kühlturm? Der siehst du doch von der Autobahn dran vorbei, fährst die ganze Zeit schon, ne? Der ragt doch bis in die Stadt rein. Lol. Ja, ich auch nicht. Perfekt. Ach ja. Ich check mal aus. Auch Handschellen kann nur der. Bis zur ersten Durchgangstür safe. Lebt nicht ab, soll er später anrufen. Bis zur zweiten Durchgangstür ebenfalls safe. Ist das schön, ne? Dass wir die so schnell gefunden haben. Ich hätte gedacht, wir müssten das erstmal stundenlang suchen. Und einfach ein Kumpel hat die anscheinend verpfiffen. Dass das so schnell geht, Leute. Top. Ach nee, hier gibt's gar nicht durch. Ja. Top Infos. Top Informationen. Ui, das wird lustig. Das wird schön. Na, ruf da an. So. Hi. Hi. Pass mal auf, wir sind jetzt gerade beim Atomkraftwerk hinten in den Garagen drin. Weißt du, wo die ist, die Garage? Ja, weiß ich.
Wir stehen da mit ein paar Autos. Am besten du rufst an, bevor du aufkreuzt. Einfach anrufen und dann wissen wir Bescheid. Okay. Wir setzen die da mal hin und warten auf euch einfach. Auf die. Okay, ich brauche noch ein paar Minütchen. Muss den Deal da noch schnell fertig machen. 5 Minuten, 10 Minuten? Bisschen 20, 25. Ein bisschen knapp. Ja, es ist gerade das Timing schlecht. Mhm. Ich muss die Autos nämlich ausliefern. Ja, und wir wollen die Person da hinten loswerden, weißt du? Ja, klar. Ich kann nämlich die Aufgabe keine anderen gerade geben. Ich muss die Autos selber überschreiben. Oh. Ja, also das spielen wir mit denen ein bisschen. Ja, ihr seid die Besten. Danke. Ciao. Da kriege ich aber einen Payout, wenn ich mit denen spielen muss. Ey, ich krieg da bezahlt von dem. Irgendwas muss er mir in die Schuld stecken. Zur Information, mir wurde gerade über Telefon gesagt, so 15, 20 Minuten noch, wir müssen mit dem ein bisschen spielen. Ich hoffe, wir bekommen da gut bezahlt für. Ja, wir haben gerade noch Probleme, das Paket hier rauszukriegen. Wirklich so weit rein? Okay. Achso, seid ihr noch im Auto hinten? Nicht eingeschissen oder so. Warte, ich komm. Seid ihr im Auto hinten? Genau. Wie hol ich da raus? Geht ja schnell. Ich weiß, wo es lang geht. Achso. Ich hab mich verirrt. Ich hoffe, ich gehe richtig, ne? Ich glaub schon, ja. Du bist ein verwirrend hier. So verwinkelt hier. For real jetzt. Das ist alles schon hier lang gegangen. Ach du Kacke. Der Fahrstuhl hier ist ausgefallen. Wo steckt ihr denn drin? Hallo, hinterm Fahrersitze. Ich glaube, die wollten unten zu so einem Becken. Ich hab sie halt rein, weißt du, und ich krieg sie nicht raus. Naja. Aber so. Bitteschön. Ja. Ja, easier geht's doch nicht, oder? Geht doch einfach. Wo war jetzt das Problem? Einfach über die Scheiben, die sind eh kaputt. Einfach rausheben. Gibt oder nichts auch. Zu wenig Kraft. Boah. Gut, dann nimmst du mal mit nach hinten. Ich hoffe, du kriegst dich jetzt gegriffen. Ja, ja. Auf einmal sind die so ruhig. Ja, mal durch die Scheibe ziehen, dann geht das schon, Leute. Einmal durch die Scheibe mit der Dame. Ja, der Herr Andel, der braucht noch seine 15 bis 20 Minuten. Schlechtes Timing. Aber wer hätte wissen können, dass das so schnell geht? Das ist der Sound auf die Spende. Ich glaube, wir hätten 100 pro, also hätten wir die Info nicht bekommen, wo die sich gerade rumtreiben, hätten so lange gesucht. Ich glaube, als allererstes hätte ich gesucht bei der Steinwäsche die ganze Zeit. Hätte ich einfach gechillt. Das ist der Sound auf die Spende. So, raus geht's. Jetzt wie rein geht's in die Stube. Das ist der perfekte Ort hier. Ey, wir hätten die Zelle hier sperren können. Umdrehen auf die Knie. So, da fährt noch. Ja, die Dame kommt die noch. Die anderen beiden und die zweite Begleitung. Kann ich dann ein Foto machen fürs Fotoalbum? Natürlich, wenn du willst. Ja, mach ich mal ein Foto vom Fotoalbum hier. Schön. Hat jemand eine Kneifzange dabei? Der kleine Finger, der gefällt mir. Den will ich haben. Aber vielleicht liegt hier irgendwo einer in der Schublade. Ja, ich glaube, da gucke ich mal. Noch eine Spitzhacke dabei. Wenn du genug zielst. Ich habe ein Skalpell. Ja, das ist ganz schön. Oh, eine Wasserpumpenzange, die ist auch perfekt. Was ist denn eine Wasserpumpenzange? Ach, du meinst eine Rohrzange? Ja. Ah, eine Wasserpumpenzange. Gib mir mal deine linke Hand hier hin. Oh. Will denn irgendwer was fragen, oder? Ja, eigentlich warten wir ja erstmal, bis da Fragen kommen, weil die Person, die Fragen hat, die kommt ja hier gleich. Ach so. Dann müssen wir noch ein bisschen warten und mit ein bisschen spielen. Ich weiß nicht, vielleicht, Mensch, ärger dich nicht.
auch wenn sie gerade verärgert sind. Ich werde für russisch Roulette. Ich stelle mich mal hier draußen. Hast du einen Revolver dabei? Bei jedem Verlieren verliert er einen Finger. Ach so, ich dachte, du hast einen Revolver dabei, jetzt bin ich traurig. Nein, leider nicht. Hallo. Los, geh mal da nach hinten. Hallo. Weiß denn jemand ein Rätsel? Ich könnte ihr mal fragen, ob sie wissen, warum sie hier sind. Das wäre mal interessant, ne? Oh ja, und bei der falschen Antwort kriege ich einen Finger. Na, warum sind sie hier? Weil ich scheiße die Porter bei dem Mechaniker. Und sie, warum sind sie hier? Weil wir den Mechaniker angezeigt haben, weil er uns in die Karre reingefahren ist. Das klären wir heute, oder? Ich würde sagen, das wird heute geklärt hier in diesem Ort. Wie, wo, was wir hier machen. Oder? Seid ihr auch dafür, dass man das erklärt? Ich bin nur dafür, wenn ich wieder hier lebend rauskomme. Der Witz war gut. Dann gehe ich mal kurz auf Toilette. Ich halte das einfach nicht aus. Dauer sind so nervig, vor allem, ey, das ist jedes Mal, wenn ich das Handy in die Hand nehme, ne, ist es aufgefallen? Das liegt am Phone. Ihr habt es gerade gesehen, wir müssen nur drauf kommen, wie, wo, was, weil es ist immer, wenn ich im Phone drin bin, stuck das, ne? Jetzt werde ich mir nochmal einen Stream angucken. Jetzt war ich wieder auf Dauer, ich muss nur rein, Alter. Ich darf das Phone nicht verwenden. Weil ich schau mal schnell, wann es bei mir gestuckt war, lass mich mal gucken. Das müssen wir echt fixen, ne? Wobei, wenn es am Phone ist, ist es schwer zu fixen. Aber rein da! Das war wirklich, weil ich ein Foto gemacht habe, ne? Da habe ich ein Foto gemacht und da mal Dauer senden. Na klar! Na klar ist das vom Phone aus. Weil da war nichts Dauer. Es ist, wenn ich das Telefon benutze. Nach dem Telefonieren, ja? Oder? Erstmal Chat vorlesen, echt. Hotkey neu belegen, fix das, echt. Oh, das kann sein. Vielleicht ist ein Hotkey auf dem Ding. Wenn du ein Foto machst, glaube ich. Ey, ich glaube, daran liegt's. 100 Pro. Ich probier's mal. Daran wird's liegen. Aber probieren, ja. Ich will mal hier flüstern, flüster. Phone, Foto machen, machen wir Foto hier. Und ich bin stuck. Sobald ich Foto machen möchte. Das ist es. Schaut mal. Sobald ich Foto mache. That's it. I found it. Let me see. N wie Neutron. E, X, E, F, E, G, F, E. Where's N? I'm searching for N. K, Q, B, H, X, M. No, it's N. B, F, G, E, X, E, G, Z, X, U, E, R. Ich tue gerade die Leute rein, die gerade reinkommen. L, E, hä? I don't know, aber es ist... Aber ey, das, ihr habt ja gerade gesehen, ich habe es gerade probiert, ne? Das liegt am Foto machen. Also irgendwie, es hat was mit dem Phone zu tun. That's it. So, ich lese mal die Donis vor. Das liegt wirklich am Foto machen. Weil mir ist ja letztes Mal auch aufgefallen, als ich ein Foto von Chandel gemacht habe, ne? Da war es ja auch. Das ist es. Und da geht ja online, muss ich mal gucken. Ja, das ist. Ich denke mir die ganze Zeit, warum stuck das immer? Woran liegt es? Das heißt, ich darf keine Fotos mehr machen. Oh, Kacke. Oh. Ich habe kurz Tastenbelegung geguckt, ob es daran liegt. So.
Saskia vorhin, Krankenhausessen ist besser geworden, also bei mir in Basel. Ach so, ja, stimmt, die Schweizer. Aber mein Schweizer Krankenhäuser, die haben sicher das beste Essen EU West. Kannst du mich Saskia und Duca grüßen? Viel Spaß noch, ich grüße Saskia und Duca, jawohl. Julian Trambu, danke für 90 Cent auch. Drachenfeuer Saskia und der eine, der immer zur Kette zu gehen. Dann würde ich mir einen täglichen Furzkanner abholen, ja, dann kannst du gerne haben. Danke an das richtige Foto. Dark Angel Akira, danke für den André. Kenn dich von früher, bist der Beste. Kannst du Kai Donner 2156 und mich grüßen? Kai Donner und André, grüß mal. Rubbellos Glück, Abend. Wusste gar nicht, dass du live bist, da ich nichts gepostet hast. Ja, Bruder, Insta ist down. Ist Insta wieder online? Ist Insta online? Dann können wir da posten, dass das gerade live ist, ne? Mach mal das mal schnell, oder? Warte mal. So, ich mach jetzt so eine Story. Insta-Story, ihr seid live dabei. Aufgepasst. Hier so. Aber wie mache ich das hier? Hier. Jungs, Mädels, wir sind live. Schaut vorbei. Insta war vorhin down. Jetzt aber. Wir streamen schon seit 2 Stunden. So. Da muss ich jetzt noch den Stream verlinken. So, den verlinkt mal jetzt. Der wird jetzt verlinkt. Teilen. Ihr wisst ja, ich erarbeite mir die Tuning-Teile. Die besorge ich mir da durch diese Aktion. Ich werde einfach den Autohausverkäufer ganz nett fragen, ob er das machen kann. So, Link, fertig. Ja. Yeah. Und hier ein fetter Link. So, teilen. Jetzt geht ja wieder Insta. Gut. Schön, dass Insta wieder funktioniert. Nehme ich mir eine Waffe in die Hand und diesmal keine Bilder mehr machen. Wichtig und richtig. Da bin ich wieder. Alles klar. Ja, das ist das Problem. Ich kann nicht so gut Rätsel raten. Aber macht ihr noch immer Raterunde? Ja, also der Herr hat die rechte Hand jetzt verätzt und die Dame hat links ihren kleinen Finger gerade verloren, weil sie mich angelogen hat und weil er einfach ein Idiot ist. Mehr. Ah, schön. Hier musst du mal hier im Reagenzglas gucken, da liegt der kleine Finger drin, das blubbert schön. Wir könnten dir ja mal Bepanthen geben zum Drauftun, ich habe noch eine dabei. Aber warte mal, ich habe noch 2 Stück, aber die benutze ich jetzt selber. Ich will mir selber schön draufschmieren jetzt auf meine noch Finger. Mm, schau mal, wie schön. Nochmal auf die Finger drauf, guck. Mm. Kühlend. Kühlend ist immer gut. Ich glaube, bei den Herren muss Härtemaßnahmen führen, weil Ätzen tut mir ja nicht weh. Ja, es wundert mich, da die halbe Hand hat ein Loch und er macht keinen Mucks. Sag mal, ist irgendwer ganz vorne am Eingang positioniert? Ich habe eine Idee. Ich glaube nicht, ne? Sieht nicht so aus, ne? Dann werde ich das abchecken. Gesehen? Ich check das ab. Alles klar. Da bin ich nämlich der Erste, der drauf geht an dieser Stelle. Wenn wir gestürmt werden, nicht der Erste, der einfachste den Abgang macht. Wir machen heute Abgang und dann kann auch keiner kommen, weil ich alleine gehe. Da sehe ich mich heute. Funktioniert auf anderen Servern. Okay, einfach nochmal endplacen, sagst du. Das schaue ich mir an, Tastaturbelegung, sagst du, GTA, ne, und dann nochmal hier bei N zum Sprechen drücken, hier nochmal sekundär N, ne? Sekundär meinst du, statt primär. Und das soll ja fix sein? Also das soll ja fix sein. Soll ich es mal ausprobieren? Ich traue mich irgendwie nicht, aber ich probiere es mal. Warum truste ich überhaupt noch? Warum habe ich so viel Trust in euch? Das funktioniert nicht. Warum truste ich? Warum truste ich auch? Ich hab beliebt, Leute. Ich hab beliebt, dass es funktioniert. Vielleicht da allgemein noch? Nee, jetzt macht ja auch keinen Sinn. Und da online, ne? Ich hab halt getrustet, aber irgendwie. Ich probiere mal mit Interaktionsmenü zugewiesen, ist mir egal. Ja, mach mal.
Oh nee, oder? Jetzt habe ich es komplett kaputt gemacht. Nein. Bin nur, ja, ist okay. Ja, dann. Ach. Irgendwas anderes. Ja, das Problem ist, ich glaube, das allgemeine Problem an dieser Stelle ist ja, das große Ganze ist ja wirklich das. Oder ich will aussehen erst. Ich will aussehen da. Jetzt bin ich komplett im Arsch. Gebiete, ha? Das ist ja wirklich unter aller Sau. Das ist, guck mal. Ach so, jetzt habe ich das unter. Ach, wirklich jetzt? Kann ich das irgendwie neu. Ah, hier. So. Env. Und jetzt, M. Ja, ich habe jetzt alles kaputt gemacht an dieser Stelle, gell? Ja, ist alles hin. Jetzt ist alles hin. Jetzt ist alles gestrichen. Alles gestrichen ist. Ja, ist okay. Es ist okay, ist das. Jo, geh bitte. Es funktioniert nichts. Leute, ihr habt alles hingemacht. Ich komm wirklich nicht mehr raus, ne? Ich habe jetzt Error des Todes. Also ich höre nie wieder auf den Chat. Ich darf nicht mehr auf den Chat hören. Das ist ganz schlechte Sache. Ich werde nie wieder auf den Chat hören heute. Bitte, wir nie mehr wieder, Alter. Ist immer, wenn ich auf den Chat höre und irgendwas einstelle, wo mir der Chat sagt, ja, stell das doch so ein, dann stelle ich das so ein, zerschießt es mir einfach ganz GTA. Das kann doch nicht sein. Ja, Enter neu belegen. Ja, wollte ich gerade, geht nicht. Das Problem ist, Enter ist jetzt so belegt, dass jetzt gar nichts mehr geht. Weil er sich überschrieben hat, der Bre. Ach, Leute. Das ist der Sound of a Spende. Bei mir hat sich einfach jetzt komplett die ganze Tastenbelegung. Ich kann jetzt nicht mal mehr Enter drücken. So, vielleicht jetzt nochmal hier. Kann ich hier noch eine Tastenbelegung einstellen? Nee, ne? Nee. Nee. Ich muss tatsächlich reinscheuen hier in den Server. Jo, ich krieg das schon hin. Kriegen wir alles hin. Ich lese da mal vor. Ach, zum Glück Andel braucht er ein bisschen, bis er herkommt. Das passt schon. In irgendeiner Form. Das habe ich noch sehr viel nicht vorgelesen. Tut mir sehr leid. Skillke Lieblingspizza. Oh. Schinkenpizza mit Salami und mit Pfefferoni. Oh ja. Beste Pizza. Benjamin Voskamp, hoffe, du hattest einen schönen Tag auf jeden Fall. Eine wunderschöne Tag noch heute. The Crazy Time, hey, ich fahre morgen früh wieder zur Schule, das Stream motiviert mich extrem. Vielen Dank und schönen Stream und Dankeschön. Vor 2 Stunden und ich lese es jetzt vor. Ey, ich bin dann so mad, dass die ganze Tasten, jetzt 100% die ganze Tastensteuerung im Arsch. Ich kann jetzt sicher nichts mehr einstellen. Kann ich überhaupt hier jetzt noch Enter drücken? Das ist jetzt die Frage. Ja, kann ich, okay. Das ist schon mal gut. Oh, ich glaube, es hat sich alles resettet. Zum Glück, Alter. Es hat sich resettet, Leute. Ja, gut, ich kann wieder normal reden. Ich kann wieder normal reden. Super, super. Ba, 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 ba. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich kann wieder reden und es funktioniert. Und ich werde nie wieder das Handy aufmachen in der Zwischenzeit. Check, ich bin wieder da. Check. Ach, zum Glück, Alter. Stell dir vor, ich hätte jetzt hier reingeschissen. Dass einfach gar nichts mehr ging. Das wär's doch jetzt gewesen. Oh, jetzt endlich Anruf. Hallo? Hallo, wir kommen jetzt. Ja, ich komme nach vorne. Alles klar. Ja, wir sind gerade noch Highway. Wir fahren gleich ab. Jawohl. Von ihrer Großfamilie ausgestoßen wurde. Oh nee, ich bin falsch gelaufen. Ach komm. Das glaubt mir doch niemand. Ich bin gerade falsch gelaufen. Zur Information, die kommen jetzt. Ja, ich bin am Eingang. Ich führe sie hinter dann, wenn sie da sind. Ja, ich komme ja auch zum Eingang hoch. Aber das ist Bescheid, du wirst nicht drauf schießen. Das sind die, die da kommen. Ganz geil, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da für diesen wunderschönen Stream heute. Ich komme auch wieder nicht zum Vorlesen, das freut mich, weil ich hier wieder nur rennen darf. So, The Crazy Time, ich fahre morgen, das haben wir vorgelesen. Danke nochmal an The Crazy Time, Kuss geht raus.
Kaisix und der Erste, danke mal für den Euro und vorgelesen. Ihr GAG, danke fürs CP werden. Dankeschön. Danke, danke. Ja. Hallo, ist sie da? Brav. Ja, hat sie nicht reintraut, gell? Armes kleines Ding. Ja, bitte. Ja, wir kocheln. Wir kocheln. Du, ich stream dir noch eine sehr große Weile. Oder mach dir eine Kleinigkeit. Wir haben doch so viel da. Wir haben Joghurt. Wir haben Milchbrötchen. Also das Hunger. Ja gut, dann weiß nicht. Dann kocht ja was, okay? Einfach kocht ja mal was, egal. Ja, dann bin ich sehr mad. Bitte, ich will jetzt hier EP machen, bitteschön. Okay, hau sie rein. Welches Lied gibt es denn hier alles? So, das hier. Das nehmen wir. So. BMX Walker, danke für den Euro auch. Tyler. Bin frisch 16 geworden und wollte fragen, ob man mit einer GTX 79 drauf spielen kann. Gehen schon, ja. Ist halt nicht die beste Grafikkarte da draußen, aber es würde gehen, ja. Heute Juwelier so. Nee, Alter, jetzt viel geiler, Alter. Jetzt gibt es hier gleich Radieschen da drin. Aufgemachte Radieschen. Nee, ich freue mich gerade auf dieses RP hier, weil wir höchstwahrscheinlich jetzt was gut beim Autohaus nochmal haben, weil wir die jetzt aufgefunden haben. Schalldämpfer einstecken. Warte, wir einstecken? Ein Schalldämpfer. Tatsächlich ist das nicht mal meiner. Das müsste die Waffel von Ding sein. Hallo. Ja, super. Komm rein. Er wollte nur sagen, das ist die Waffe von Ivan, muss das sein. Ah, okay. Weil ich hatte damals die 18er und habe eine 17er gebraucht und ja, da ist sein Schalldämpfer drauf. Okay. Ich wollte gerade sagen, park bloß so, dass man das Kennzeichen nicht sieht. Servus. Ah, das ging so schnell. Es ist unglaublich. Hey, die Tipps! Also einmal rein gepasst, und einmal ja. Raus. Hm, was? Hat es mit dem Tipp gepasst, ja? Ja, voll. Volle Kanne. Ach, hast du die Tipps gegeben? Ach, schön. Man erkennt dich ja gar nicht unter dem Helm. Ja, gell? Das sieht man doch gar nicht, wer da drunter ist. Jedenfalls, wir haben sie bekommen. Ich glaube, einer hat eine verätzte Hand und einer hat einen Finger abgeschnitten bekommen. Ich weiß nicht genau, was die gemacht haben, dass es jetzt passiert ist, aber es ist einfach passiert gerade eben. Es ist ein Unfall, Arbeitsunfall. Ja, der eine hat auch kein Auge mehr. Ui. Es war, glaube ich, ein Arbeitsunfall, ne? Möglich. Er hat gesagt, er kommt aus Russland, da war es schlimmer und jetzt hat er kein Auge mehr. Eieiei. Aber die das waren wirklich am Bewerbungsgespräch machen da drin. Die waren gerade mittendrin. Bin einfach rein. Und was ein Zufall, dass der Herr da auch daneben war direkt. Das war so ein Zufall. Ich habe zuerst Sven Ramirez aus Versehen gesagt, weil ich die beiden Namen wieder durcheinander bekommen habe. Aber da hat sich jemand angesprochen gefühlt. Der musste gleich sagen, das ist nicht mein Name. Hier längs. Wir sind ein bisschen weiter hinten. Das will da unsere Ruhe haben. Ne? So müssen wir nur hier längs. Schade, dass der Fahrstuhl kaputt ist. Früher gab es unten ein schönes Säurebecken. Ach so, da war ein Becken? Ja, unten ist ein Becken. Ach so, das kommt. Die ganzen Chemikalien, die nicht mehr gebraucht wurden, hier in dem Labor, haben sie dort reingeschüttet. Ich glaube, hier geht's lang, ja. Wir machen was, wollt ihr reden? Wollt ihr reden oder sollen wir selber? Nee, redet ihr. Wir haben jetzt extra auf euch gewartet, weil ich gedacht habe, ihr sollt reden, oder? Wir haben sie ja nur hergebracht. Ja, Ohren haben sie ja noch, nur das Auge fehlt halt. Bitte schön, hier der rote Raum, der Red Room, viel Spaß dabei. Hallo. Erinnert mich gerade so ein bisschen an darke Zeiten. Euer Besuch ist da. Oh, endlich dürfen sie geschlagen werden, die Idioten. Oh wei. Also ihr müsst wissen, der Rothaarige, der kommt aus Russland, hat für die russische Regierung gearbeitet, kann aber kein Wort Russisch. Das interessiert mich einen Scheißdreck, was der macht hier. Das ist seine Gattin oder was? Noch sein Auge. Das ist seit zwei Tagen seine Freundin. Schön. Können wir ihm das Auge nicht zum Essen geben, eventuell? Oder? Haben wir die Option? Sind offen, es liegt da.
Das könnt ihr gerne essen, das habe ich da rausgeschoben. Sie haben sie große Fresse geschoben, so wie man es von Sinnen kennt. Jetzt werden sie Kannibale. Anfang, ja. Und jetzt? Dann haben sie ein bisschen was verloren, jetzt sind sie auf einmal ganz still. Vergiss die verätzte Hand nicht. Oh wei. Ach stimmt, die habe ich fast vergessen. Ach, wie konnte denn der Arbeitsunfall passieren? Ja, ich habe geguckt, was hier für Sachen stehen und das ist mir aus Versehen umgekippt. Ah, stimmt, in der Mine, ne? Bisschen tollpatschig. Das ist okay. Ja. Die Armen. Ich habe gehört, ihr habt Freunde des Hauses beleidigt und Morddrohungen ausgesprochen. Ihr beiden. Stimmt, finde ich. Was? Bitte? Also wollen Sie unsere Freunde jetzt als Lügner darstellen, oder sehe ich das falsch? Darf ich kurz das einwerfen? Der Herr rechts hat vorhin gemeint, dass ihm jemand reingefahren ist und deshalb sich beschwert wurde. Die Story kenne ich anders. Also da ist mir wurde berichtet, dass das Auto sehr gequalmt hat und er nach hinten nichts gesehen hat. Oh wei. Also dann wurde mir erzählt, da wurden heftigste Drohungen dann ausgesprochen. Na? Ich hatte ihn nur gefragt, warum er Leute bevorzugt, die weniger warten. Das war nicht meine Frage, was ist mit der Drohung? Da habe ich nicht zugesagt. Nein. Nicht? Ich habe ihn ganz normal gefragt, was das soll, warum er Leute bevorzugt, die kürzer warten. Mehr habe ich nicht gemacht. Und dann bin ich gefahren. Sie meinen, diese Geschichte ist erfunden? Stellst du jetzt meine Leute? Stellst du jetzt da meine Freundin in Frage, oder was? Glaubst du nicht, dass die wissen, was du von dir gibst? Meinst du, das sind Lügner? Interessant war eigentlich, dass beide vorhin noch gesagt haben, sie wissen, warum sie hier sind. Sophie, wie war nochmal die Antwort? Ich weiß bei Mechanik gebaut habe, aber ich sag dazu, ich war in einem frühesten Ausnahmezustand dann. Such dich zurück, ich hab keine Zeit. Und jetzt sagt ihr auf einmal, ihr habt keine Scheiße gebaut. Ich gebe zu, dass ich Scheiße gebaut habe. Aber ich kann mir nicht mal an jeden Wort genau erinnern, weil ich genau dann in einen höchsten Ausnahmezustand gefallen bin. Ja, dann erklär mir mal deine Ausnahme. Was hast du vorne gegeben? Ich weiß es nicht mehr, weil ich einfach da in diesem Moment eine Schockreaktion hatte und dann einfach. Komm mal, nimm mal da hinten in die Ecke. Ich glaube, ich muss dir noch ein bisschen auf Gedanken helfen. Kann die mal jemand aufnehmen da hinten hin? Ja. Noch dazu wurde uns ja heute berichtet, dass die Mechaniker schon aufgelauert wird und geschaut wird, wer im Auto sitzt, ne? Von den Zweien da? Was seid ihr? Wissen wir nicht, aber die Freunde von uns haben berichtet, dass schon heute mehrere Mechanikerschlepper beobachtet wurden und geschaut wurde, wer da sitzt. Könnt ihr dazu was sagen? Habt ihr da wen in Auftrag gegeben? Kommt das von euch? Ich bin kurz vor dem Gespräch jetzt auch gesagt gerade. Ich auch. Das heißt, es kommt nicht von euch? Nein. Und ich sag mal so, die Morddrohungen sind ja auch bei euch im Funk durchgegangen, ne? Weil die Mechaniker haben auch in eurem Funk gelauscht. Vielleicht auch, wenn jemand von euren Leuten den Mechanikern was gesteckt haben. Schon komisch, ne? Deine Freundin bedeutet dir was, oder? Nee, tut sie nicht, hat er schon gesagt. Hat er schon gesagt, ist ihm egal. Ui. Juckt dir nicht. Ui. Andersrum sieht es aber anders aus. Mhm. Ah, so. Wer bedeutet dir was? Pass mal auf, das sagt er gerade nur, um cool zu spielen, ja? Der will ihr Leben schützen, merkst du nicht selber? Naja. Das würden die doch nicht alles zusammen machen, oder? Dreh mal zu mir. Dreh dich um zu dem im blauen Kapuzenpullover. So. Also sie darf doch gern zuschauen, oder Sophie? Guck doch zu. Ja. Schau mal. Oder geht mal ein bisschen hinter die Absperrung. Schau mal, fällt dir jetzt vielleicht ein, was du da irgendwie von dir gibst? Ich habe tatsächlich niemanden beleidigt oder sonst irgendwas. Halt's Maul jetzt. Fällt dir was ein? Nö. Ja. Glaubst du, er lügt? Wird dir was sein? Nee.
Was seid ihr für eine Truppe? Ganz normale Leute, die einfach arbeiten gehen wollen. Und die schieben dann so große Fresse. Ich habe nie irgendwie eine Morddrohung oder sonst irgendwas ausgesprochen. Echt? Was war denn bei dem Funk? Ich kann es nicht bestätigen. Ah ja. Wait a second, hat jetzt von euch zwei nur sie einen Morddrohung ausgesprochen? Oder niemand? Also laut der Information, die an die Mechaniker gelangen ist und dann wiederum zu uns, muss die Dame im Funk gesagt haben, er soll aufpassen, wenn er Feierabend macht, dass er dann nicht fehlt. Warum steht der jetzt da? Du, Sophie! Ich finde es schade, ich kann mir das nicht mehr erinnern, weil ich genau da in der Fahrstuhl war und einfach an mich nichts mehr erinnere. Dann haut man sowas raus, oder was? Das ist geil. Die Mechaniker stehen unter unserem Schutz. Nicht mehr. Schön für sie. Die Lügengeschichten hören echt nicht auf. Meister Blaupulli, verhalte mal deines Amtes. Nein, ich schlag keine Frauen. Das darf die Dame da erledigen. Okay. Ach, wundervoll. Aber mal mit Ausdruck, ja, Sophie, bitte. Ja, ich hätte noch mal trotzdem gerne eine Antwort drauf. Was war denn deine Scheiße, die du gebaut hast, wortwörtlich, von der du gesprochen hast? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern und schlag mir einfach doch. Das ist so scheiße von dir, wirklich. Erinnerst du dich an gar nichts mehr? Weil vorhin klang das anders. Wirklich? Ich kann mich nichts mehr erinnern. Ganz sicher. Ja. Was löst es in dir aus? Ja. Ups. Was löst es in dir aus gerade? Kannst du nochmal Tschüss sagen, wenn du willst? Ich würde ihn jetzt stehen lassen. Lass ihn doch stehen. Irgendwo hinbinden, da irgendwo? Ja, das wäre ganz lustig, oder? Schau mal nach dem Notfallarmband. Hat jemand einen Sack dabei? Das Notfallarmband, gut. Weil ich mal so auffinden tun wir den sowieso mal, hier, wenn da das. Notfallarmband, Timer, 10 Minuten, oder? Ein bisschen manipulieren. Ja. Naja, brauchst du ja nicht. So, wir hauen ja gleich ab. Wir hauen jetzt ab. Aber ist die Frage, soll man den jetzt hier einfach stehen lassen? Weil ich meine, ich glaube, der hat so gar nicht so viel dafür gekonnt. Weil anscheinend hat er sie die ganze Scheiße verursacht. Ja. Ich meine, er musste es ja im Funk mitgehört haben. Er war ja dabei. Mitgehangen, mitgefangen. Einfach daneben. Von den Mechanikern. Mitgehangen, mitgefangen. Hat jemand einen Sack dabei? Wer von euch kann denn sehr gut schießen? Ich glaube, der braucht zwei große Zehen weniger zum Laufen. So. Nee. Nicht? Er hat schon ein Auge weniger. Das ist richtig, ich hatte ein Auge. Wie war das? Weniger. Ist Russe, oder? Der hält das doch locker aus. Nee, ist er nicht. Hat jemand einen Benzinkanister da? Achso, er ist nicht. Urlaub gemacht. Ja, dann mach ich mal ein bisschen Benzin und wir zünden an und schauen, was passiert. Ui, jetzt wird Spaß. Ein bisschen Lagerfeuer. Ja, schön, schön. Die ganzen Chemikalien da drin machen es auch ein bisschen besser und angenehmer. Ich eure Namen noch einmal irgendwo in der Nähe von dort sehen. Das war der Vorgeschmack, das sage ich euch. Nächstes Mal nicht so große Fresse schieben. Darf ich? Klar, ja, danke. Liebensgewürzigen Freuden. Fuego, fuego. Hola, de mires, fuego. Raus dann, bevor da noch irgendwer der Feuer. Dann gehen wir mal, ne? Der Grill ist angeschmissen. Geht's raus? Also, die haben davor echt rausgehauen, dass sie was gesagt haben und jetzt, wo wir da waren, kam nichts mehr. Genau. Ja, lass aber schnell raus, bevor ihr wer kommt. Wir wollen doch hier nur abhauen. Ja. Jetzt aber schnell. Nicht, dass die ganze Bude gleich hier abfackelt. Wie kommen wir hier raus, Mann? Ich hab keine Ahnung. Ich war hier noch nie, Alter. Immer der Menge nach. Ja, super. Okay. Solange das funktioniert, warum nicht? Au! Ja, bis jetzt sieht's gut aus. Keine Sackgasse an sich. Hier um die Nadelöhr und dann sind wir da. Jetzt ist es da. Sein Armband nicht so schnell auslöst, wir müssen hier weg. Ist doch egal, wann die Armbänder auslösen, wir können ja jederzeit hier weg, oder? Und ich darf mal Auto fahren, schön. Ja, immer gerne. Wir werden uns jetzt schön überschlagen, da sehe ich uns. Nein, Marc, lass das. Ja, warum nicht? Lass das. Na doch. Machen wir. Sind alle im Auto? Wenn ich mich überschlagen will, fahre ich Looping unten auf der Kirmes. Ja. Ah, endlich wieder Licht. Ja. Ah, das war doch was Schönes. So fühlt man sich wohl. Wurde ganz schön warm da drin, ha?
Ja, auf einmal. Ja. Also. Und stickig. Ja. Eine richtige Geruchsexplosion. Ich glaube, die Frau hat jetzt auch ihre Nase verloren oder so. Ich denke mal. Sollten wir die Masken ausziehen, oder? Ich denke mal, ja. Noch. Also, bis auf, dass es ein Krankenwagen noch durchrast, der vielleicht irgendwas stimmt. Sehen könnte. Ich würde noch ein bisschen warten. Ja. Weil wir auf der Autobahn sind, können wir abziehen. Genau, ja. Ich würde auch jetzt immer gerade durchfahren hier. Ah, ja, stimmt, machen wir so. Jetzt können wir. Ja, denke ich auch. Ah, schön. Ach ja. Das war heute meine schön erste Hinrichtung seit langem. Aber der, da muss ich jetzt mal was nachfragen beim Autohaus. Ja, hier müssen wir jetzt schon mal zurückgeben dafür. Ich gleich mal anrufen. Firmenwagen, die Hälfte billiger. Nee, nicht das. Ich will mal im 5 tunen. Achso, ein kostenloses Tune. Naja, ich hab jetzt da Geld für ausgegeben hier. Tunen die auch mehr Drescher? Alter. Das ist eine gute Frage. Das wäre aber dann die Idee fürs nächste Mal. Wir stellen die das nächste Mal ins Weizenfeld und dann, naja, verarbeiten wir die zu Weizen und anschließend schön ins Brot. Ich könnte mir vorstellen, der Stadtwerke-Typ hat da die Cops gerufen. Glaube ich auch, ja. Fahren wir Gelände oder wo? Ich fahr gerade Gelände. Ja, ja. Ein schöner Wagen. Hat jetzt irgendjemand das im Punkt verstanden? Es wurde gefragt, ob wir zum Gelände fahren. Nee, der Letzte, der was gesagt hat. Upsala. Gar nicht gesehen gerade. Nee, wenn sonst was im Funk, habe ich nicht gehört. Ich habe auch nichts gehört. Der letzte Funkspruch, der kam kaum durch. Ich habe nur gemeint, dass ich mir was zu essen hole. Ah, okay, das war sehr leise. Oh, muss ich aber auch. Oh nee, jetzt wurde ich geblitzt. Ich habe extra geguckt, dass ich langsam fahre. Haben wir zu Hause noch was? Nee, ne? Ja, wenn du kurz hier anhältst, dann kann ich auch grillen. Aber musst du länger satt. Jawohl, dann grillen wir schnell eine Runde. Ich bin immer hungrig nach solchen Hinrichtungen. Fühl dich. Baust du dir schnell den Grill auf? Kann ich dir meinen Lachs geben? Ach, schön. Ah, Leute, war das nicht gerade schön? Das hat jetzt wirklich Spaß gemacht. Ich habe Andel noch nie so matt im RP gesehen als Autosverkäufer, oder? Nein, Mann, komm. Bis auch wenn ich mal ins Autohaus piss, aber sonst. Alles, aber kein Lachs. Der war doch nie so ernst. Gerne ein Like da lassen und vergesst nicht, abonnieren ist kostenlos. Mal gut geknallt. Ja, einfach mal rein. Wenn ihr mehr so Content sehen wollt, wo Andel uns anheuert, ja. Genau. Wie oft wird das schon passieren? Ganz ekelhaft. Dann rufe ich mal an. Jo. Hallo. Ey, das war mega, danke euch. Bitteschön, ich hoffe, es hat gemundet. Ich hätte nur eine Frage. Ja. So rein aus Respekt, wäre es möglich, dass ich heute meinen M5 bei euch abstelle und den voll bekomme? Können wir machen. Für ein bisschen Trinkgeld wäre das möglich? Nur mein M5, mehr nicht. Ja, machen wir. Machen wir, danke. Dann komme ich heute noch vorbei. Easy. Danke, ciao. Ciao. Das war ein schneller Deal. Ja, so kann man seine Tuning-Teile natürlich auch legal erholen. Ich wollte heute eigentlich craften, aber ich dachte mir so, hä, ich kann ja, wir haben jetzt, die eine Hand wäscht die andere. Ein bisschen Trinkgeld. Mark. Machen Sie es mit deinem BMW? Ja. Also, ich habe gesagt, für ein bisschen Trinkgeld, so ein bisschen als Dankeschön, ne? Bis ich den mal voll bekomme, weil ich habe nicht so viel Geld gerade. Ja. Das ist so eine Sache. Nee, weil das kostet ja, was kostet 20.000 eigentlich, wenn du vorher machst? Ja, so ungefähr. Ja, passt. Weil ich habe jetzt 11.000 noch auf Kralle. Oha. Das ist nicht so gut. Oh, danke. Ehrenwert.
So, wer wollte jetzt Lachs? Ich mach's erstmal Pommes, ha? Das ist schon los, ja. Ja, ich sehe. Ich habe auch gleich was zu trinken kaufen. Oh nee, mein X-Ray ist abgelaufen. Ach kacke, das hat so viel gekostet. Schon die nächste Grillparty. So, X-Ray zweimal kaufen. Und ein Rubel los, ne? Das ist wichtig. Ey, wenn ich jetzt mal 10.000 gewinne, das wäre mega geil. 2,5 wäre auch nice. Noch eine Banane, komm. Oh nein, das war so knapp. War richtig knapp, komm, einmal noch, die Sucht kickt. Ah, 800, komm, lecko mio. Ey, das Letzte, das Allerletzte, ich schwöre es auf alles, dass das Letzte ist heute. Danach werde ich nichts mehr machen. Ach komm. Ich hasse Drobellose so sehr manchmal. Wieder nur 800 und wieder verloren. Ich muss jetzt einen 10er gewinnen, komm. Bitte. Ach, wieder 800er. Oh, nee. Wieder 800. Na, immer mal gewonnen, aber trotzdem 800. Ich krieg das 10er. Oh, 2,5. Ach, komm. Okay, eins noch. Ich verspreche es jetzt wirklich. Danach lasse ich es. Ich habe jetzt bei 7 irgendwas. Ich hatte so viel Geld gerade. Ah. 10er, komm. Dann kriege ich 17.000. Taui, komm. Warum habe ich keinen Luck heute? Was soll denn das? Ich habe doch so viel Geld jetzt da reingeballert. Ich habe jetzt 5.000 Dollar. Ich hab eh so wenig Geld. Och, komm. Och, endlich. Ja, danke, Bruder. Danke. Und jetzt das allerletzte, dann bin ich bei 7.000, das Glückszahl 7. Ach, ja. Oh, bitte. Nee. Oh. So, das soll erstmal halten. Danke. Ich hatte es, Leute, ich hatte es. Ich hätte nur noch den Win mit nach Hause nehmen müssen. Ich kotze im Strahl, Alter. Ich hab den 10.000 gehabt, ich hab aber nicht gewonnen. Ich habe gerade 5.000 Dollar verzockt. Das ist nicht gut. Ich habe eh so wenig Geld. Ich hasse mich dafür. Ich believe. Komm einmal noch, bitte. Ich war beim 10.000er. Bitte. Komm. 10.000, bitte. Okay, 5.000. Wenn ich damit rauskomme, dann ist... Ja! Weil ich believed habe. Ich hab believed. Ich hab mein Geld zurückbekommen. Hä? Oh, ich hab mein Geld zurückbekommen. Alles gut. Oha. Ja. 5.000. Oh, auf Kralle. Oh, ist das schön. So. Puh. Oh, knapp. Oh, jetzt darf ich es aber wirklich. Ich hab aber believed. Ich wollte hier nicht mit Minus rausgehen. Jetzt habe ich ein bisschen Minus gemacht. Jemand ein Lagerfeuer? Nee, danke. Da verbrennt man sich doch nur, hä? Aha. Wer kauft sich ein Lagerfeuer? Wow. Mein Grill kann ich nicht lassen. Du hast deinen Pfannenwender vergessen. Ach, warte, ich nehme noch mal kurz was mit. Ja. Der kauft sich einen. So, nehme ich nochmal hier das X-Ray Blue. Jetzt ist doch mehr Rubel los, oder? Nee, ich habe jetzt nur was zu trinken noch gekauft. Für später. Ach so, okay. Lass mich mal fahren. Ja, aber. Hallo. Die Putzilei. Ja, war no joke. Hä? Wenn du anbauen bist oder so, ja. Oh. Und du hast extrem Hunger, ja, und hast so ein paar Grillhähnchen dabei. Ich muss kurz tanken fahren, der Wagen ist leer. Kommen wir mal zum Gelände vor, gell? Ja, auf jeden Fall, wenn du anbauen gehst oder irgendwas. Ich meine, du hast extrem Hunger. Und Grill oder ist ein Lagerfeuer optimal. Optimal! Ja, aber es ist, also wenn du dich halt anbrennst, ne? Dann tut's weh.
Ja, deswegen habe ich den Grill mir gekauft. Das kann mit dem Grill nicht passieren. Oh, jetzt habe ich eine gute Hinrichtungsmethode. Einfach so ein Lagerfeuer mitnehmen überall. Einfach die Leute anzünden damit. Ja, stimmt. Okay. Auf den Scheiterhaufen. Oh, ich muss mal ganz kurz ans Handy. Ich sehe schon kommen, unser neuer Blattort ist der Scheiterhaufen. Sehe ich mich. So. Da sehe ich mich auf dem Scheiterhaufen. Hexe. Oh, was mir gerade auffällt, ich habe meinen. Ach, kacke, ich habe meinen M5 oben geparkt. Ein Palito. Aber ja. Ich fahre kurz da. Ich kann das Auto dann wieder mitnehmen. Ja, machen wir das so. Ja, soll ich jemanden wegbringen gleich schnell oder soll ich jetzt schnell rüberfahren und ihr fahrt dann nochmal? Ich müsste halt echt nach Palito meinen M5 abholen. Der steht halt oben. Ja. Okay. Da meint er schnell. Danke. Ja, ja. Das macht mich immer so fertig mit den mit der Garage, dass es so weit oben ist einfach. Hm. Wäre echt cool, wenn wir da irgendwo eine Garage hätten, wo wir einfach alles reinparken und fertig ist. Ja, das wäre nice. Huch! Fake-Bike einfach am Start. Schön in die Tür tanken, ja. Shadow, wie viel kostet ein Hund und könntest du dann kaufen? Wie viel ein Hund kostet? Wo geht's denn hin? Palito. Ah. Ein Hund kostet so viel, wie er dir wert ist, oder? Jo. Warum? Was haben die denn? Haben die Stress? Die wollten auf dich schießen. Hä, warum? Ich habe nichts gemacht. Keine Ahnung. Bin ich mal raufgefahren oder so? Oh. Oh nee. Ganz Boot rausgegangen, abgesoffen. Oha. Ey, ich höre, der M5 ist echt geil. Der fährt 300 ohne Tuning. Was? Ja. Vier Sitze? Ja, ich habe bezahlt 120.000. Der hat halt vier Sitze so frei. Der einzige Nachteil, der hat noch 5 Kilo Kofferraum, also nur. Warum auch immer. Okay. Das soll sicher nicht so, aber er fährt schnell. Er fährt wirklich 300 ohne Tuning. Stell dir mal vor, mit Tuning, wie das Ding abgeht. Alter. Aber er limitet halt bei 300, ne? Mehr geht da nicht. Ach so, okay. Krass. Aber halt trotzdem, du kommst mit dem Ding übelst voran auch. Er hat ein Mega-Handling. Okay. Also für eine Limousine, musst du dir vorstellen, geht er echt gut um die Kurve. Was ist das für einer? Ja, M5 E60. Gebrauchtwagenhändler. Aha. Wie teuer ist denn der? 120.000. Ah, verdammt, hätte ich mir doch bloß keinen Mähdrescher gekauft. Ja, der gute alte Mähdresche. Ja, aber dafür kann ich jetzt LSD-Pilze anpflanzen, das ist doch geil. Na, immerhin etwas. Rentiert sich das eigentlich? Was jetzt? Ja, die Pilze anbauen. Ja, keine Ahnung. Also ich könnte mir heute erst leisten. Ach so. Ach, Hirsch. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die verkaufen soll, wenn ich ehrlich bin. Boah. Da muss ich ehrlich sagen, auch keine Ahnung. Pilze. Geh mal zu einer Oma und fragst, ob sie ein paar Pilze kaufen will. Die Arme. Die denkt sich auch Fliegenpilze. Die macht dann so ein schönes Champignon-Omelette hier. Und ich meine, den RP ist so geil. Aber da ist ja irgendwo Blitzer, ne? Muss ich aufpassen. Ja. Ich hatte gerade einen Voice-Crack während dem Lachen. Ja, Alter. Heute ist kein guter Tag. Ich zeige euch den mal. Also beim Auspacken seht ihr gleich, was für ein Auto das ist. Das ist der mit dem V10 drin. Der hat also so diesen Formel 1 Sound, weißt du? Mhm. Ist halt das erste richtige Auto, das ich so gekauft habe, was mal abgeht. Danke fürs Auto, weil es kommt da. Da ist er. Aber der sieht geil aus. Ja, und der fährt wirklich geil, also besser geht's nicht. Den muss ich mir mal merken, ja. Du bist ein bisschen kaputt. Ich weiß, ja, ich fahr jetzt ja eh in die Werkstatt damit. Jo. Ja, den mal ein bisschen auffrisieren, ein bisschen tiefer legen, du weißt. Und warte, da muss ich ja hier auch noch was machen, guck. Hier vorne alles runter, ne?
einen Namen raus. Und dann den hier. Ja. So fahre ich jetzt. So muss das. Gut. Das ist geil. Da bin ich mal unterwegs, ne? Jo, viel Spaß. Vielleicht hören wir uns noch gleich. Ja, easy. So, ab geht's zur Werkstatt, ne? Einmal Free Tuning für Makrumpe. Boah, fühle ich, ne? So, jetzt in Real Life in einem M5 sitzen. Mit V10. Das ist ein Traum, oder? Das ist Traum. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wäre dieser Motor nicht so kacke, dass er so viel Probleme macht, würde ich mir wirklich so ein Ding mal kaufen wollen. Das Einzige, was mich abschreckt, ist der Motor. Ach, und was mich natürlich... Die Versicherung. Pilze, wenn das LSD fertig ist, los wäre. Die Versicherung. Die kostet auch sehr viel. Das ist dann auch nicht wert. Negativ. Ja, wir reden später. Das ist das Leben. Jack, danke. Das ist das Leben. Hallöchen. Hallo. Jetzt auch Hallöchen gesagt. Hallöchen. Hallo. Ich bin's, die Katrin. Ja, das ist ein mega Traumwagen. Und der Sound ist echt so geil. Ja, wäre er irgendwie versicherungstechnisch bei uns in Österreich leistbar, plus wäre es irgendwann mal so, dass das Ding einen schönen Motor hat. Ey, aber... No joke, ich hätte for real erstmal wirklich... Oh, da ruft mich wer an. Hallo? Servus, wann kommst du vorbei? Ich fahr gerade runter. Ah, perfekt. Bis gleich. Bis gleich, tschüss. Ich will mir ja for real jetzt übelst gern so ein GTR holen. R34 haben wir so ein bisschen abgeschminkt, weil die Preise einfach zu teuer sind für das Auto. Und im Rechtslenker. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Oder ja, klarkomme schon, aber... Es ist oft chillig, dann hast du auch kein Navi und so drin. Oder was heißt Navi, das ist halt so ein kleines Display hast du drin. Ich weiß nicht mal, ob der Navi hat, R34. Dachte ich mir so, irgendwann mal ein GTR R35 in Real Life besitzen. Das ist schon ein Träumchen dann. So ein Facelift. Boah. Aber halt leider das Problem Österreich mit der Motorversicherung, die Motorsteuer, die wir haben, die ihr schön Deutschen ja nicht habt. Das Ding ist jährlich mit Abgaben, also wenn ihr Vollkasko versichert, mit motorbezogene Steuer zahlst du 5.000, 6.000 Euro im Jahr dafür. Nur Versicherung, Vollkasko mit motorbezogene Steuer, also das ist halt, das turnt ab, das turnt richtig ab. Dann musst du auch bedenken, ein GTR muss ja gewartet werden, da mal 2.000 Euro bremsen, 3.000 Euro bremsen, hier mal Ölwechsel nach so und so viel Kilometer, Der nimmt dich aus. Das vergessen so viele. So Autos, so teure Autos, da musst du echt Kohle haben. Oder du lebst in Deutschland, wo alles günstig ist, wenn es um die Versicherung und so geht. Also ich glaube, wäre ich in Deutschland, hätte ich ein fettes Auto. So ein M3 oder ein GTR oder sowas. In Deutschland ist es gerade noch so leistbar. Gerade noch, ne? Ja, die Rückfahrkammer, soll ich mal, die würde ich gerne ausmachen, ja. Die muss ich noch rausmachen, ja. Die kann man deaktivieren, die Rückfahrkamera, ne? Voll geil, dass die mitgeht. Die funktioniert, ja. Die funktioniert wirklich. Also schaut mal, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, guck mal, in der Mitte die Rückfahrkamera. Und ich kann sehen, ja, seht ihr? Wie weit, guck, ich an der Mauer bin. Und jetzt bin ich, oh, jetzt bin ich dran gefahren. Ja, egal, ihr seht's, aber es funktioniert, ne? Verkehrsanhaltung, ich glaube sogar fast Federschein. Ist schon geil gemacht. Ist halt eigentlich ein Spiegel, der da oben ist, man sieht die Autos leider da hinten nicht. Sagst du gerade günstig? Alter, Deutschland, ihr wisst gar nicht, wie krass Deutschland günstig ist im Vergleich zu anderen Ländern, wenn es um Autos geht. For real. Ich glaube, Deutschland ist autopreistechnisch eines der günstigsten Länder. Das Einzige, was ihr in Deutschland habt, ist der Sprit. Der ist teurer als bei uns und insgesamt in Deutschland ist der Sprit sehr teuer. Aber sonst, was du in Deutschland zahlen musst für ein Auto, ey, es gibt Länder, da musst du fetten Aufschlag, zum Beispiel, da gibt es so Reichensteuer, ne, in manchen Ländern, wo du dann für einen ganz normalen AMG 300.000, 400.000 Euro zahlen musst. Ist kein Witz jetzt, es gibt Länder, die das machen. Weil mir fällt gerade nicht ein, welches Land das genau macht, aber es gibt Länder, die machen das.
Und in Österreich zahlen wir zum Beispiel auch nur Nova aufs Auto. Das heißt, wenn bei euch ein Auto 70.000 kostet, Liste, kostet der bei uns 80.000, 85.000 Liste. Bei uns zahlst du immer 10.000, 15.000 Euro mehr drauf, so ungefähr, kommt immer auf den Preis halt an, ne? Boah, Alter, was ist mit dem los? Das heißt, Deutsche haben es im Land, wenn es ums Auto geht, echt gut. Und schaut mal, Gebrauchtwagen, Deutschland gegen Österreich. In Deutschland immer günstiger. Und nach Österreich kannst du gar keine Autos richtig importieren, ohne Nova zu zahlen. Das heißt, wenn wir importieren wollen aus Deutschland, müssen wir dann auch wieder diese 10.000, 15.000 Euro, was auch immer, da drauf zahlen, je nachdem, wie der Preis ist. Na? Das ist halt schon eine Kacke, Österreich. Genau, Dänemark, 150% Steuern aufs Auto oder was, ja, siehst du. Also die Deutschen wissen gar nicht, dass das wirklich das Autoland ist. Dann noch die unlimitierte Autobahnstrecke. Also für Autoverrückte ist, glaube ich, Deutschland Platz 1, würde ich was sagen, ne? Wenn es jetzt rein ums Auto geht. Digi, Polen, Polen. Ja gut, da kriegst du halt immer ein geklautes Auto, so, ne? So. Nee, Polen ist Polen wirklich geil, was Autos angeht. Stimmt, das Einzige, was in Deutschland kacke ist, ist Polizei und TÜV und so. Das habe ich ganz vergessen. Wegen Autoland. Dann doch nicht so geil auf Platz 1. Bei Polen ist da, glaube ich, ganz gechillt, wenn es ums Auto geht, ne? Wenn es so um Tuning und so weiter geht. Huch, da warten sie schon. Stimmt, Tuning habe ich voll vergessen. Ja, da vergisst man Deutschland ganz schnell. Da ist selbst Österreich bei ein paar Sachen chilliger. Pickel ist saustreng. Schon, ja, aber es kommt immer drauf an, wo du Pickel machen lässt. Das ist halt das Ding. In Österreich, muss ich sagen, wenn du jemanden, oder wen du kennst, ist aber jetzt nicht so, aber wenn du Pickel machen möchtest, kriegst du in Österreich irgendeinen Typen, der dir einfach das abstempelt und gut ist. In Deutschland ist das nicht so easy, glaube ich, mit TÜV. Weil da brauchst du wie so einen TÜV-Prüfer. Und bei uns ist so, da gibt es auch freie Werkstätten, die dir Pickel geben einfach. Die dürfen das jetzt zwar nicht, aber es gibt immer wieder so Ausnahmen oder so gezielt paar Ausnahmen. Die machen ab und zu was sie eigentlich nicht dürfen, ne? Aber ja. Deutschland ist leider tuningtechnisch unter aller Sau. Österreich auch so, aber ich finde, Österreich sind ein paar Sachen ein bisschen chilliger drauf. Kommt immer drauf an, wo man gerade wohnt. Warum reist du nicht nach Deutschland? Ich muss dir ehrlich sagen, nur fürs Auto, ja, sonst nicht. Servus. Hallo, ich bin's. Ellbogen aus dem Fenster wie ein Gangster. Du, ich bin die ganze Herfahrt so gefahren. Weißt du, wie schön das ist mit dem V10? Ist geil, ne? Ist die Klimaanlage ausgefallen. Steck natürlich an, gell? Du, ne, meine Rückfahrkamera ist stecken geblieben. Die kannst du gleich mal anschauen. Ah, ja. Ja, ja. Schick. Automatisch einparken auch nicht mehr drin, ne? Der ist Baujahr 2.5 Anfang, 2.6. Das ist ja der Scherz daran. Ne, 2.6 war das, 2.6. Ja, Rückfahr. Das ist ja der Joke. Ja, aber du könntest ja sowas einbauen, rein theoretisch, oder? Autonomes Fahren in das. Ja, bau mir ein. Easy. Wo soll ich ihn hinstellen? Da hinten in die freie Hebebühne rein. Jawohl. Jetzt ist wieder meine Scheibe oben. Das verstehe ich nicht. Was ist mit meiner Scheibe los? Die Scheiben wollen heute nicht. Ich habe einen neuen Bug gefunden. Scheiben spawnen von selber wieder. So, ab in die Hebebühne. Oh, guck mal, hier ist der Gallardo, den ich mir mal angucken wollte. Kann ich gleich mal fragen, wie schnell der fährt. Boah, guck mal hier, der Gallardo. Den wollte ich mir zuerst kaufen, ne? Da habe ich mir gedacht, nö. Die X5 gehen alle gut weg, warum auch immer. Der hat einen Fehler, guck mal. So. Betrag haben wir schon gedeckt, dann gehen wir tunen. Mhm. Jawohl. Du, war Reparatur, was hast du mit dem Auto gemacht? Tatsächlich bin ich heute gefahren und da war ein Radfahrer im Weg. Okay. Machst du mir mal auf, bitte? Nee, der bleibt zu. Gut. Soll ich schon Teile vorbereiten? Wenn du willst. Voll, ne? Einmal volle Kanone. Ja. Alles, was geht, machst du rein. Ey, aber ihr macht wirklich alles rein, gell? Ja, sicher. Geil, sehr geil. Das heißt, Radar. Volle auf Fahrwerk, ganz runter. Alles auf maximal und alles, was geht, reinpacken. Mach mal. Soll ich auf dich warten oder kommst du dann runter? Na, du kannst schon so mal runterfahren. Also, Radar war da mit eingebaut, Leute. Ja, Noskit, alles drin in dem Wagen. Ey, der wird so abgehen, der geht 300. Leute, das reicht doch. Der geht 300, ich freue mich so. Ich freue mich gerade so auf das Auto. Oder wenn wir noch ein bisschen optisch machen.
Oh, der hat einen geilen Sound, ne? Gehen wir nach vorne und chill mal und schauen mir da ein bisschen die Autos an. Guck mal hier. Ein DeLorean und ein Badge. Was ich krass finde, dass ich finde das so krass, was Hobbs mit diesem Auto gemacht hat, dass da Wappet hinten so schön draufsteht. Hobbs hat das Logo selber designt, ne? Sieht geil aus. Aber hat ein paar Schrauben abbekommen. Ach ja, das geht doch. Man mag, wann kommt denn eigentlich da? Wann kommt denn der richtige M5? Ja, welcher denn? Ja, der neue. Der neue? Ja, der neue. Der ganz neue. Der ganz neue. Der G80. Wenn ich Geld hab. Oh. Ja gut, in die Mine rein, oder? Ja, rein in die Mine. Ich hab gehört, in der Mine findet man immer den Weg, zum Glück. Ich hab wieder Aluminium, ja. Kupfer, Smaragd, ich hab alles dabei wieder. Muss ich heute noch schmelzen fahren. In der Mine bei euch beworben? Noch nicht tatsächlich, aber es kommt bald. Okay, stark. Hm. Ich geh tunen, damit einmal da was weitergeht. Jawohl. Ich guck's nochmal an. Müsste jetzt auf dem Set. Ach, das Auto ist schon schön, ne? Ja, macht Spaß. Sag mal, wie viel fährt denn der nochmal, der Wagen? 2,50. Genau, ja, das geht doch für den. Das passt doch. Das kann sein. Ne? Fährt sich auch recht nett. Im Gelände ist er auch mega. Ja, Mann. Ganz vorne, warte nicht, komm vor. Jupp. Ja, für diese Form ist geil. Da kann man gut was draus machen. G80, also M5, habe ich mir gerade auch gedacht. G80 ist M3. Ich glaube, Andel meinte den M3. Und er hat sich eigentlich, glaube ich, vertan, weil ich will ja den M3 wieder haben. Ja. Der G80 M5. Andel Autohausverkäufer. Das kannst du zusammencutten. Einfach Andel der Autohausverkäufer. Einen G80 M5 bitte. Aber der, ich finde irgendwie, der Benz hat irgendwie auch was, ne? Ist, glaube ich, ein neuerer CL. Oder? Ist das nicht ein CL irgendwas? Ja, CL65 wusste es, ja. Benefactor natürlich. Mit V12, steht sogar dran. Schaut schon geil aus. Vom letzten Mal haben sie sich doch für ein anderes Auto entschieden. Ja, ich habe sie nicht mehr gefunden, ich bin zu ihnen gefahren. Ich hatte einen von ihren Kollegen meine Nummer gegeben, falls irgendwas ist. Ja, ich habe gewartet draußen am Parkplatz, weil ich dann das Auto gekauft hatte und irgendwie waren sie nicht mehr da. Ich habe da, glaube ich, 5 Minuten herumgewartet. Ich glaube, sie waren Autos angucken. Nee, ich war schon weg. Ich war wieder in der Mine. Ich habe ihren Kollegen die Nummer gegeben, falls sie was sagen wollen zu mir. Deswegen ja, wie gesagt, ich wusste jetzt nicht, dass sie weg waren, weil ich habe auf sie gewartet so. Ja. Aber schauen Sie, sehen Sie das Auto da hinten? Schwarze, ja, ja. Auto, da, das ist jetzt meins, das habe ich gekauft an dem Tag. Ja, ich habe ihn dementsprechend auf. Ich habe ihn schon verkauft gekriegt, alles gut. Ja, aber wissen Sie auch warum? Weil der schnell ist. Handling ist top, 4 Sitze und schnell. Ich kenne das Auto schon, ja. Ich habe jemanden, der das fährt, das auch. Da bin ich auch schon gefahren. Und dann dachte ich mir so, ich hab kurz überlegt, ob ich doch nochmal zu Ihnen kommen soll. Und da habe ich überlegt und mir gedacht, bei Probefahrt so, Ja, aber geil, abgeholt hat mich die 4 Sitze, ja. Weil das halt alltagstauglich ist und der andere halt nicht so. Da kann ich auch ein bisschen mehr reinpacken. Der hat ganze 5 Kilo Platz hinten. Tatsächlich nur 5. Warum auch immer. Ja, aber sonst ist es ein tolles Auto. Ja. Ein sehr gutes Auto. Ein sehr schnelles Auto. Also, der ist sogar schneller geworden. Ich bin letztes Mal gefahren. 260, glaube ich. 265. Auf gerade Strecke ohne Tuning. Boah, und ich glaube, der fährt mit Tuning so 300. Und heute bin ich 300 damit gefahren. Natürlich auf abgesperrter Teststrecke. Ja, ja, klar. Und da ging der halt seine 300 ohne Tuning und jetzt lasse ich den voll tunen, dann hat er so ein bisschen mehr Traktion und alles und dann geht der weg. Das gleiche ist tatsächlich auch mit dem R33. Ja. Der ist auch irgendwie wunderbar, also sehr viel schneller geworden. Mach jetzt das Tor finden, ja? Jo, sehr viel schneller geworden. Ich habe den verkauft heute und der hat den auch Probe gefahren, natürlich auch auf abgeschwerter Teststrecke und der ist mit meinem Chip 4 Tuning, ist 260. Ja, und jetzt, das wie viel fährt er jetzt? Weiß ich nicht, der hat den ja jetzt gekauft und hat den wahrscheinlich getuned. Weiß ich nicht. Boah. Ich find's krass, dass ich damit jetzt ohne Tuning 300 gefahren bin. Ich habe anscheinend nur einfahren müssen. Aber ich muss es eben meine Materialien verkaufen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ebenfalls, tschüss. Random. Ich geh jetzt meine Materialien. Weißt du, er will Smalltalk mit mir führen und so. Ich geh jetzt meine Materialien verkaufen. Danke für nichts. Ah, oh, der BMW, der da steht, der ist schön. Guck dir den an, wie schick. Wie schick er da steht. Ein kleiner Haifisch, oder? Guck dir das an. Die Haifischschnauze.
Da haben sie noch schöne Autos gebaut. Habt ihr den neuen M5 gesehen? Den ganz neuen? Also, der ja rauskommt, so ein BCW insgesamt, der 5er BMW, der neue. Schon wild die Karre. Hm, was? Schon wild die Karre. Ja, ein Haifisch. Der musst du so in der Farbe machen. Wie so ein Haifisch halt aussieht, so grau. Ey, der ist so hässlich, der neue. Das ist so ein hässliches Auto, das sagt selbst ich. Auch die Rückleuchten. Ich weiß nicht, was die haben sich irgendwie gedacht, so, ich mache jetzt eine Mercedes E63 Rückleuchte oder was das war, so eine alte. Und ich mache vorne einfach die komplett dümmste Scheinwerferform, die es gibt, dass ich aussehe wie ein Billo-Auto. Nee, das geht gar nicht. Der neue 5er ist sowas von grässlich. Ich hab wirklich schon Sorgen gehabt, als sie mit dieser riesen Niere beim M4 damals gekommen sind und M3. Aber der M5, der toppt alles. Das ist der hässlichste BMW seit langem, glaube ich. Wirklich mit Abstand. Ja, ich guck einmal in den Rückspiegel. Einmal in meinem Leben. Was passiert? So, ihr Mofa ist fertig. Yeah. Da denke ich mir halt, ey, das Ikonische am BMW sind ja diese Ringe immer gewesen, ne? Und jetzt hast du einfach nur so vier Schlitzis vorne und das sieht halt kacke aus, keine Ahnung. Das macht das ganze Auto kaputt. Und hier einmal die Rechnung. Mir helfen, wenn sie so ziellos hier im Herd. Ich gucke mir die Autos gerade an. Die interessieren mich so ein bisschen, weil ich überlege, was ich mir so alles kaufe in Zukunft. Also ziellos renne ich nicht rum. Was wäre denn so eine Idee von Fahrzeugen? Tschüss. Also ich hab jetzt eine Limousine gekauft. Das nächste wird natürlich, ist wahrscheinlich was Sportliches. So Sportcoupé, Supersport. Ja, passt doch dann auch. Ja, mal schauen. So ein Mercedes? Ja, den guck ich mir gerade an, aber ich weiß nicht, gehört Ihnen der Mercedes da? Nein, ist irgendwem. Achso, aber wissen Sie, wie schnell so das Ding fährt so? Boah, schätzungsweise. Also Sie schätzen es. Ja, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, ich würde sagen 260. Ich würde sagen 280. Hm. Ja, der geht's auch. Ui, super, wo steht er denn? Ah, da. Ja. Auch repariert und alles fein gemacht? Ja, repariert auch. Ich schau mal in den Motorraum rein, das will ich mal angucken. Natürlich. Was da alles drin ist jetzt. Also wir haben verbaut Chip auf voller Stufe, wir haben Rennsportgetriebe, wir haben ein Turbo-Kit reingemacht, ja. Wir haben in Fahrwerk, haben wir das Sportfahrwerk und die Keramikbremsen. Na? Gucken wir mal rein. Schnurrt wie ein Kätzchen. Ah. Das sah von weitem komisch aus. Ja, aber da fehlen ja noch zwei Sachen. Was denn? Ja, gucken Sie mal rein. Also der ist voll getuned. Ja. Ja. Schauen Sie mal rein ins Auto. Da können wir noch ein bisschen was anstecken an dem Ding. Ist es meistens noch so oder was? Ja, haben Sie sowas nicht? Natürlich. Und das, gut, aber das ist jetzt nicht, das ist bei uns nicht Volltuning, das ist quasi Zusatz. Ach so, ja, ich dachte, ich habe gesagt, mach alles voll, was geht, mach alles rein, was du hast. Ach so, weil die das sind Zusatzoptionen. Ach so, kostet das extra. Das kostet extra, ja. Ach, ich dachte, du machst voll, jetzt bin ich traurig. Was kostet so ein Ding? Ja, ich mach's aufs Haus, weil du es bist. Ui, das ist lieb. Danke. Aber eigentlich ja, tun wir dann nur so die Grundmaßnahmen. Das ist ja ein Zusatz schon. Kannst du mal so eine Box einbauen? So was für eine Box? So eine Peep-Box. Habt ihr sowas? Ach so. Ja, das auch noch. Ich dachte, du machst ihn voll. Oh, wei. Oh, ja, wei. Mach doch alles rein, der natürlich. Der hat das auch. Das sieht doch ganz aus. Er sagt doch, er macht voll. Ich sag, er macht alles, was geht. Da hat der Gacht was gefehlt. Wurde fast abgezockt hier. Ey, sag mal. Ey. Okay, ich gehe da mal ein Stück zurück. Hey, was denn? Was denn, fragst du? Ja. Weißt du, wo du gerade stehst? Nein, bei mir gar nichts. Lass mich, vielleicht habe ich doch noch Kopfschmerzen. Lass mich kurz das Auto ein bisschen hier wegfahren. Nee, hier steht bei Original da. Okay, dann tut es mir leid. Hä, hey, aber Original. Original? Warte mal. Bei mir steht das Auto im Frauen- und Einpark, meine Damen und Herren.
Nee, warte. Da steht denn so ein Kran. Wo sind die Feministen? Wo sind sie denn? Ich zeig euch das. Boah, die steht im halben Werkzeugschrank. Hä, wie denn? Bei mir ist da nichts. Ja, du willst nur das sehen, was du willst. Das ist das Problem. Ivan sieht jetzt auch, was ich will, Mann. Das du hast rückwärts ein Schweißgerät zum Kofferraum, ey. Hä, hey, da ist gar nichts. Da ist ein Motorkran jetzt, der steckt in deinem Lenkrad drin. Ich wette nicht, oh nein. Huch. Hilfe. Jetzt auch weg hier. Oh, jetzt auch weg. Uiuiuiui. Oh, zum Glück. Maximal 200. Achtung. Da drauf auf die Rampe. Marc, ich schick dir mal das Foto. Ja, das stimmt. Deine hat halt das geile Bodykit. Ja, bitte. Weil da ist wirklich gar nichts. Ja, das ist nichts. Ich hab den halt tief, weiße Unterbodenbeleuchtung. Vielleicht brauche ich eine neue Brille, das kann sein. Ich hab die auch schon ewig hier. Achso, vielleicht hat das schon mal rumgeschoben so. Die Traktionskontrolle ist schon mal reingefahren mit voller Wucht. Weil er da so viel. Oder ich hab mir die Augen mit meinen Kontaktlinsen kaputt gemacht. Das kann natürlich auch sein. Danke. Ey, du hast aber gerade nichts von der Säure abbekommen, oder? Ich? Eingeatmet nur. Oder er. Ach so, oh mein Gott, ja. Ja, da ist aber. Da ist halt wirklich nichts mehr. Ne? Ja, da ist nichts, ist so, ja, sag ich ja. Ja, ich hab noch einen Termin. Ja. Also, da steht immer noch ein Motorkran, ein Schweißgerät und ein Marschlauto. Kann Rodeus also, ja, passiert. Ja, aber ich kann es bestätigen bei ihr. Komm. Was soll ich sagen? Ja. Mann, das ist halt, ja. Wenn ihr dran seid, dann kriegt ihr auch boah. Euer Tür. Oder oh, okay. Ja. Boah, ey, boah. Oh, mein Fuß, aua. Boah. Boah. Was Kuh steht da drauf? Kurama. Was, da stand Kuh? Ich sag mal, ist jetzt voll random, hat jemand von euch ein Kennzeichen? So ein Wunschkennzeichen? Leider keins. Ich nicht. Ja. Ich weiß, Honda, oder? Wo bist du denn? Ja, warte, wer hat eins? Hast du eins? Ich hab im Lager. Rahmsoße. Ja, bitte eins. Gerne eins hergeben. Einfach, ich brauch nur eins für später, fürs Auto. Ich muss mal kurz vorleppen, dann kriegst du eins. Komm, dann warte. Danke. Im Lager, wie viel haben wir denn im Lager? Ne, ich habe in meinem privaten Spind habe ich noch eins. Ach so. Das warte ich einfach. Okay. Weil ich hätte so gerne mal ein Wunschkennzeichen. Ich habe bis jetzt auf keinem. Wobei das eine von Dario habe ich ein Wunschkennzeichen drauf, aber sonst auf keinem. Weil wir zu faul dafür uns zu holen. Ja, ich habe die überall drauf. Die sind ganz schön teuer geworden, die Dinger. Was kostet eins? $5,000. Das tut weh. Ja. Das tut richtig weh. Ja, und wenn du dir halt ein Kennzeichen sichern möchtest, so wie ich es gemacht habe, brauchst du da drei Stück für. Was hältst du von meinem Kennzeichen? Wie drei Stück? Na, ich habe für den M5 habe ich das Kennzeichen, habe ich mir schon vorher gesichert, dass es nicht weg ist. Ach so. Das war auch mit dem 7er drauf. Und dann musste ich das halt erst auf dem 7er drauf tun. Dann musste ich ja am 7er das Kennzeichen wieder neu ändern. Und dann musste ich da noch ein Kennzeichen drauf tun. Das macht in Summe drei Stück. Das war teuer. Okay, ja, das ist $15,000. Ja. Nicht wenig. Miau. Ja, da rennt er. Also ich frage, ob er mir den voll macht. Er sagt ja. Ich sag, bau alles ein, was geht. Dann habe ich gesagt hier so, ja, wo ist das Nitro-Kit, wo ist der Kasten? Jetzt bau da so mal ein. Hast du einen schönen Invana? Ja, hast du Invana mit reinsetzen lassen? Ja, ich habe gesagt, kannst du mir so eine Box einbauen? Er meinte, so ein Bipi-Box, habe ich gesagt. Und er hat gesagt, ja, okay, weil du es bist. Easy. Das Ding ist schon geil. Die eine Hand wäscht heute die andere. Ja, wenn hier kein Kran für Motoren steht, wie kann ich das dann machen? Also, ich funk gar nicht. Ich bin so lost heute. Ich sollte einfach in mein Bett gehen, ehrlich. Also bei mir machst du da einfach gar nichts. Also du, keine Ahnung, bist Zauberer. Hast du von meinen Pilzen geklaut? Alter, wie ist das denn schön? Das, das war gut jetzt. Ich hatte noch keine, ne? Bist du sicher? Ja. Oh nein, nein. Ich steig einmal mit der Krücke aufs Motorrad, ne? Da viel Spaß. Ey, das ist bei mir gestern mit dem RTW vom Tor, vom Dings. Ich will kein Pilz, bitte. Karl. Danke an einen japanischen Namen, den ich aussprechen kann, für 23,90 und für 26 Likes. Also, geht kurz raus. Warm für einen Pilz. Was für ein Pilz? Fußpilz? Was?
Diese Betonung, oh mein Gott. Er hat mir Pilz mit seinen Samen gegeben, auch schön. Marc, willst du eine Erdbeere haben? Oh ja. Da hab ich jetzt Bock drauf auf eine Erdbeere. Ich geb dir mal... Dankeschön. Was sind die her, die Erdbeere? Erna. Da gibt's auch Ananas, Kirschen. Ach so, danke. Alles. Und danke fürs Kennzeichen. Willst du was dafür? Ich hab gehört, die kosten 5000. Ach Quatsch. Ja, er möchte nie was dafür. Ich hab genug Geld. Nix fertig, die Schüssel. Dankeschön. Jetzt schau ich nochmal rein. Pass auf. Schau rein, ich steh sogar neben. Uch! Du hast sie sogar poliert. Einmal. Warte. Oh nein, jetzt. Komm mal rein, ja. Ich glaube, ich muss echt schlafen. Iva war gerade einfach ein Geist bei mir. Ah, mal gucken. Ist wohl alles drin und Tatsache, alles drin, was geht. Na bitte. Sogar die Grabigbremse. Super. Auf mich ist Verlass. Ja gut, dann kriegst du ein kleines Trinkgeld von mir. Braucht dir mal einen Jay, vielleicht hilft das. Meinst du? Oh, ich weiß nicht. Ich denke mir klein, aber fein, aber nicht alles auf einmal ausgeben, ne? Chefe? Danke dir. Hau ich hier die Firmenkasse, teile ich dann auf. Bitte, ja, bitte, tu mir den Gefallen. Dann mal die Bank an, wie ich einen Dollar zerlegen kann. So machen wir das. Es gibt sowas, das nennt sich Cent. Gut, Hast du zufällig einen dabei? Ich lass mich kurz gucken. Ich hätte sogar eine Idee. Schau mal. Da. Nimmst das Kupfererz, tust das einschmelzen und dann machst du einen eigenen kleinen Cent draus. Was hältst du denn davon? Super, ich habe eh gerade 6 Kupferbahnen da in meiner Tasche. Also, super, okay, ne? Bitte. Super. Funktioniert. Ja. Super, Mama, ich danke dir. Ich danke auch. Tschüssi. Tschüssi. Das war schon noch meine Rechnung für meine Reparatur. Was brauchst du? Ich will mein Auto abholen, eine Rechnung brauche ich dafür noch. Ach so. Du bist schon wieder so leise. Ach verdammt, warum heute? Ich weiß nicht, redet ihr bei euch auch so leise? Naja. Übelst. Ganz schlimm. Ich weiß aber nicht, warum. Ja, weiß nicht, vielleicht angeschlagen. Du flüsterst immer. Du bist immer leise. Oh Mann, Rodeo, ey. Jetzt bin ich aber gespannt, funktioniert das Teil? Natürlich ist es. Ey, lass mich raten, eine NOS-Flasche kostet 5000. Ja. Ja, natürlich. Boah, aber der E60 ist ja auch schön, ne? Den muss man auch noch dazu. Ey, der ist so schnell. Ey, ich muss jetzt echt mal Probe fahren, wie schnell der jetzt ist. Was hast du gezahlt für den? Waren es jetzt 120 oder 150? Eins von beiden. 120, 150.000, irgendwie sowas. Neu halt, ne? Also gebraucht, neu. Mhm. Und jetzt habe ich ihn volltunen lassen und der ist ohne Tuning 300 gefahren. Ja, ich finde, der hat von allen die schönsten Frontscheinwerfer mit den schönsten Einschleiß. Oh ja. Vor allem mit dem Eyeliner drüber, das sieht so sexy aus. Ich würde mir noch gerne so schwarze Nieren einbauen lassen, das muss ich noch machen. Oha, da zahlt jemand 99 Millionen. Für was? Hier steht Suche, Kunststoff, Menge egal. Und hat dann für 99 Millionen? Ja, also fast 100 Millionen. Krass. So, die Frage, was mache ich als Kennzeichen drauf? Oh, bitte sei da. Das kannst du hier nicht machen, du musst dafür zur Zulassung fahren. Ja, stimmt. Das geht ja hier nicht. Gut, dann wisst ihr, wo ihr mich findet. Ja, viel Spaß, gell? Zur Zulassungsstelle, dankeschön. Ich hoffe, ich fahre das Ding jetzt nicht zu Schrott. Na, hoffe ich auch. Hoffen wir mal alle. Huch. Guck mal, CL500 hat jetzt mit radiert. Ey, der Lack sieht jetzt aus wie der echte, ne? Guck. Oha. Durch den Perleffekt-Lack, den neuen, den wir haben. Ey, sieht das krass geil aus. Das muss ich mir angucken. Oha, sieht jetzt echt poliert aus, ne? Wie die Folie. Also die Platinfolie, die er drauf hatte, ne? Krass. Fühl ich anders. Wild. Einfach Platinfolie im Auto. Oh, ich muss tanken. Mann, jetzt will ich auch so ein Auto haben. Dann kann ich wieder radieren. Mann, ey. Was ist für ein Baujahr der BMW? Das müsste 2006 sein. Also 2005 war das Chassis. Und meistens ein Jahr später kommt ja der M raus. Schlagt mich tot. Ich glaube, es müsste 2006 sein für den M5.
2005 kam das Chassis E60 raus. Also ich weiß halt bei BMW, dass sie es immer mit ein Jahr Verzug den M bringen. Meistens zumindest. Aber E60 ist eines der schönsten Autos, die BMW, glaube ich, gebaut hat. Von M5 vor allem her. Chef, aber muss ja auch tanken. Ja, ja, ist, ja, alles gut. Der frisst. Tankler, oder wie? Du, V10 frisst halt, sorry. Der echt schon 2003 kam der normale. Holy moly. Okay, 2003 kam der normale. Und dann 2005, 2007 schreibt da jemand. E60 M5 2005, okay. Und E60 kam 2003 schon, ey, ich bin ja schon komplett durch. Ja, aber das gestern markiert, dass ich gestern in der Mine war, ja, ne? Ja. Ey, wisst ihr, was ich mich erinnere? Wo der Wagen so als erstes so zu sehen war, der E60, also das Modell, das war bei Sido, mein Block, da ist der E60 gefahren, ne? In Silber, ohne M-Paket aber. Und da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass das, glaube ich, war das sogar ein Vorführwagen oder irgendwas? Der war da ganz neu. Weil eines der neuesten Modelle, die halt damals rausgekommen sind. Und dann kommt das hin, weil. Warte, mein Block 2003 war, lass mich kurz gucken. Sido, mein Block. Release. Ne, das war 2004. Okay, der war mal nichts gesagt. Weil der war halt damals ganz neu und ich weiß auch, als er damit geflext hat, einfach mit einem 5er BMW. Ohne M-Paket, also heutzutage. Du wirst dafür ausgelacht in Rap-Musik-Videos, wenn du mit einem ganz normalen, stinknormalen 5er BMW ohne Ding kommst. Hatte damals ganz andere Zeit gewesen. Heutzutage brauchst du, was brauchst du heute in Musikvideo, um geil zu sein? Lambo oder sowas. Ja, irgendwie schon, ne? Die Zeiten haben sich verändert. Leider. Aber ja, mein Blog war das. Okay, ab selber in den 60 Baujahr 2004. Ich dachte halt wirklich, der kam erst 2005 raus, ne? Der erste kann 2-3, okay. Radar-Warn-Engine, sollen wir mal probieren? Machen wir das mal, Funktion. Ach, schau mal, der Kopf. Ich fahr mal näher dem Kopf ran. Das Krasse ist ja, wir können auch Kopf-Autos detekten, aber das müssen wir unbedingt rausnehmen. Schaut mal, ich komme jetzt näher. Da hinten ist eine Radarfalle. Die detektet er auch, weil sie blaue Fahrzeuge sind. Also alles, was irgendwie Funkstrahlung abgibt, kann man auch sagen. Also alles, was Wellen abgibt. Jetzt fahre ich da mal weg. Irgendwo sollte er ausgehen, wenn nichts mehr in der Nähe ist. Aber es ist hier. Jetzt ist er aus. Das heißt, da hinten, wenn ich jetzt wieder nach hinten fahre, wo wieder Autos stehen vom PD oder so, ist ja, da geht er langsam wieder an. Da hinten ist anscheinend irgendwo ein PD da. Jo, ist halt so, da kannst du halt Cop-Autos damit detekten. Und das ist etwas, was ich etwas zu OP finde. Ich muss noch einstellen, dass es erst funktioniert, wenn der PD-ler sein Auto mit Radar einschaltet. Weil derzeit kannst du jedes PD-Auto damit detekten, ne? Was natürlich irgendwie kacke ist in dem Fall. Weil das ist halt overpowered, Alter. Ich mache nochmal aus. Sollte ich mich gleich nicht mehr im Punkt melden, dann bin ich wahrscheinlich gestorben. Hä, warum? Ja, ich brauche ja gerade ein bisschen Offroad und es ist echt nicht, ja, einfach. Oh mein Gott, ist das wirklich nicht vergeben? Boah, bitte sagt, ich werde dieselbe Idee zur selben Zeit. Ey, nur dass ihr Bescheid wisst, nicht, dass ihr dann... Krass, das geht eigentlich immer noch frei. Ja! Ich hätte jetzt alles gehört, dass das irgendwas sich gesnackt hat. Ist das geil. Ja, so muss das. Was hat er sich drauf gemacht? Irgendeins. Ja, super. Ist das nice. Ich habe noch das Boss-Kennzeichen bekommen. Ich bin happy. Ich wollte extra vorher nicht sagen und streamen, was ich mir drauf mache. Ich wusste schon ganz genau, was ich mir drauf mache. So. Jetzt erstmal tunen. Ja, bei welchem? Alter, ist das teuer. Nee. Das ist jetzt die Frage. Bleibt das eigentlich, wenn ich jetzt hier rausgehe? Ist das ein Bug? Wartet mal.
Bananen, alles klar, guter Preis. Eine Scheibentönung einfach gratis gerade bekommen, geil. Super. Kann er mich dann jetzt einparken, dass er das nicht speichert, ne? Ich schau mir das mal kurz an. Was passiert, wenn ich jetzt den einparke? Weil ich habe die Scheibentönung jetzt nicht gekauft, ne? Habe ich gerade einen Bug gefunden. Da muss das ja immer schon so gewesen sein. Aber theoretisch dürfte er es nicht speichern in der Garage. Rein theoretisch, ich schau mal. Also wenn ich das jetzt gratis bekommen habe, neuer Bugfix, Alter. Gratis Scheibentür, ich habe gerade $1600 gespart dadurch. Ist das eigentlich Abuse? Ist das eigentlich so gewollt? Schau mal. Ich muss gucken, nee, er speichert es, oder? Er speichert es nicht, das ist gut, super. Alles gut, Leute, er speichert es nicht. Ist einfach ein Bug, der auftritt. Aber wisst ihr, was sein könnte? Das teste ich jetzt nochmal. Wenn ich das Auto reinstelle, Scheibentönung mache, die nicht bezahle und dann ein anderes Tuning-Teil dran baue. Dann sollte er das Auto so speichern, glaube ich. Wir probieren es mal. Let's test it. Wir müssen es ja testen, damit wir es fixen können in Zukunft. Ich glaube, so kannst du es umgehen. Du gehst das hier hin, ne? Machst jetzt... Hier, mache ich jetzt die Scheibentönung. Dann kaufe ich die nicht. Jetzt kaufe ich aber... Anbauteile... Ne, ich möchte... Oh, das kostet aber viel. Ja, dann kaufe ich den Grill, der muss schwarz, finde ich. Ich finde, der Grill, der muss schwarz, oder? Sieht so richtig bad aus. Für 5... Ach komm, kostet halt. Ah, der Anbauteile? Stimmt, hab ich vergessen, wegen Spoiler. Ja, geil. Was ist das eigentlich? Ach, das ist die Rückfahrkamera, ne? Ja. Gut, die mache ich aus. Jetzt ist die Frage, hat das gespeichert oder nicht? Jetzt packen wir das Ding nochmal ein. Boah, sieht das geil aus mit den... Ich glaube, ich lasse sogar die Felgen dran. Ich finde, die Felgen passen so geil zu dem Auto. Ich fühle das voll. So, probieren wir es mal. Also, wenn ich jetzt die Scheiben gratis bekommen habe, dann weiß ich, was ich demnächst fixen muss. Und wäre cool, wenn die Garage es nicht speichern würde, aber es theoretisch, also rein im Kopf, müsste das funktionieren. Weil er hat jetzt ja mein Tuning-Telefon gespeichert. Ich glaube, da steht wer weg. Ja, super. Toll gemacht, Jungs. Ne, er speichert es wirklich nicht. Oha. Oha. Okay, alles gut. Also er speichert es wirklich erst, genau, wenn ich es kaufe. Krass. Das ist geil. Okay, alles gut. Also kein Bug, Leute. Also schon irgendwie ein Bug, aber nur halber Bug. Weil das Auto wird nicht gespeichert. Das ist gut. Oh, zum Glück, ich dachte schon, müssen wir irgendwas fixen. Das heißt, ich kann da zwar mit einer gehöhnten Scheibe rumfahren, aber ich muss sie ja eigentlich trotzdem kaufen, dass sie bleibt. That's okay. Das ist okay. Scheibentönung. Wie nehme ich denn eine 1? Kostet halt auch nicht so viel, kostet ja nicht die Welt. Zur Lackierung primär. Jetzt nehmen wir mal die ganze Chameleon-Lackierung an, ne? Da haut's dir die Augen weg. Aber das hier war der Wagen, der Platinwagen vorhin. Boah, ey, eigentlich in. No joke. In Grau sieht der auch böse aus. Ist denn da so ein Grau, was ich suche? Sowas? Nee. Ja, da muss ich einen Perleffekt dran machen. Mike, bist du sicher? Aber der sieht in Grau wirklich böse aus. Hast, weil jetzt ist plus 91, das wären dann $200 im Plus gewesen. Ja, was, ja, wir... weil ich noch mit ja, moin, violette Bremsbacken. Ryan geredet habe und Ryan hat noch über die rot gesagt, machen, ja. Ein theoretisch rot, aber... Nee, ich lasse die schwarz, sieht geil aus. Perlack. Es waren 823 für Banane. Aber ich glaube, ich lasse ihn schwarz. Es kostet jetzt auch nichts. Wenn ich ihn schwarz lasse, muss ja nicht viel machen. Motorblock. Ich muss nur so viel vorlesen heute, das wird lustig. Anbauteile, Auspuff. 7000 für so einen. Nee, lasse ich Standard. Das ist ja auch Standard. Das müssen wir noch schwarz machen. Hier, die Seiten, ne? Aber eigentlich gibt doch keine 7000 dafür jetzt aus.
So Grill lasse ich Standard. Also habe ich ja gekauft. Oh. Guck mal hier, ich kann die Blackouten. Ich kann das Chrom wegmachen in. Ey, da, ich heb Geld. Das muss ich machen, ich muss Geld abheben. Oder ich spare. Nee, wisst ihr was, ich mach das später mal. Ich spare das mir an. Wobei vorne, All Black muss der Wagen halt werden, finde ich. Bis auf der Auspuff, den lasse ich so, glaube ich. Das sieht ganz gut aus, wenn er chrom ist. Und die Felgen lasse ich auch, die passen zum Auto. Aber ey, das vorne muss ich machen. Ach nee, da gibt's gar keinen Bankomaten. Ich dachte, da gibt's einen Bankomaten drin. Mensch, ey. Wo ist der nächste Bankomat hier, du? War mir sicher, dass da mal ein Bankomat drin war. Hä? Ach, das war das alte MLO. Ah, stimmt. Da hatten wir ja das von Gaps damals noch drin. Der hatte da einen Bankomaten drin stehen. Jetzt habe ich es wieder im Schädel, ja. Ah, ist jetzt ja die Bank. Ich verstehe nicht. So, nee, schnell. Aber ich muss in meinem Blut. Wie viel Geld habe ich denn auf dem Konto? Oh Mann, ist das mau. Vom Verarbeiten komme ich ja nochmal zum Anwesen. Nee, ich kann es mir nicht leisten. Ja. Ich kann es mir nicht leisten, Leute. Ja, ich geh mal zu Steinschmelze, ne? Ich geh mal schmelzen. Boah, der Wagen ist geil. Gib euch mal, wie schnell der ist. Wie schnell der einfach beschleunigt. Brauchst du den jetzt, Spotter, oder hast du? Das ist so krass. Ich bin nicht bei ihm. So. Ich mach nochmal hier. Dann boah, der fährt da durch. Ich mach nochmal hier an. Die Funktion. Ich am Anwesen bei euch und rauch nee, wo waren das denn nochmal? Radar war noch? Zack, an ist er. Irgendwo hier ist ein Radar in der Nähe. Ah, hier oben auf der Autobahn, ne? Der geht über uns, glaube ich. Ja, hier ist weiter kein Kopf, ne? Ey, so kann man rein theoretisch übelst gut rasen jetzt, weil es passiert ja nichts. So. Oh, da habe ich ja jetzt sehr viel zu tun. Die ganzen Stuff erstmal reinbringen. Ah, schau, habe ich beim Brennen erwischt. Guten Tag, die Herren. Guten Tag. So, Eisen maximal erstellen. So, jetzt kann ich endlich mal ein bisschen vorlesen, weil jetzt muss ich nicht viel machen, außer blöd rumstehen und in die Ecke gucken. Tro 30, ich hatte gestern Geburtstag, das ist meine erste Spende, dann alles Gute an Tro 30. Sorry, dass ich jetzt das vorlese. Aluminium herstellen, maximal, ja. Anker, bitte grüß meinen Freund Christian. PS, was hältst du von Peugeot? Das habe ich vorgelesen, komischerweise. Kommst du jetzt eigentlich weiter Mino oder kommst du mit Amber oder Kron? B-Max Walker, danke für den Euro, ne? Vielen, vielen Dank. So, Kupfer, maximal 14. Oder müssen wir 42 Sekunden warten? So, Fabio Wallners VIP, und Dankeschön. Ich liebe Red Bull, bist der beste YouTuber. Kuss geht zurück. Ken Blind, danke, dass du einen M5 genommen hast. Ist dein Traum, das haben wir sogar vorgelesen, ne? Karl Heinz auch noch, dankeschön. Und Jason Bingers VIP gewonnen und haut raus, bist der beste, dankeschön. Hemaxion nochmal mit 2 Euro, danke dafür. Kaufnix 2005, haut 50 Euro, das haben wir sogar vorgelesen. Gut. Fabian Breu, Dark Angel, Akira und der eine, der immer zeugt, sind VIP geworden. Rubbellos Glückabend, wusste gar nicht, dass du live bist oder nicht gepostet hast. Genau, das habe ich jetzt vorhin gepostet. Das ist zum Glück. André, kennst du mich von früher, bist der Beste. Kai Donner 2156, mich grüßen. Das haben wir sogar auch vorgelesen, ne? Ja, ich bin wieder komplett Lostarino. Silber, Alter. Silber habe ich heute viel mit dabei, komischerweise. Drachenfeuer ist VIP geworden, danke dafür. Saskia, das war vorgelesen. Julian
Trambohor 90 Cent aus. Dankeschön dafür. Forst TM, Maron, Felix, Maiko, Manuel und SVHE. Ist VIP geworden. Danke dafür auch. Was haben wir vorgelesen? Kurze Frage. Macht man das in Österreich eigentlich auch so, dass man zum Beispiel fegen muss, wenn man mit 30 nicht verheiratet ist? Das war teilweise noch Tradition. Fegen? Meinst du, fegen mit 30? Ich habe noch nie gehört. Nee, keine Ahnung. Dass du mit 30 verheiratet bist, musst du fegen. Das ist Tradition. Lieber Chat, kennt das jemand? Fegen, wenn man mit 30 noch nicht verheiratet ist? Noch nie gehört. Fegen mit 30. Da sitzt du, da bist du wirklich eine Einfall und fegst da, oder was? Hä? Verstehe ich gerade nicht. Gut. Mit zwei Philips, 273 Volt. Kann ich nicht beklagen. Gut, ja. Was 273V heißen, ich denke 273 Volt, was ist das für eine komische Voltangabe? Okay. Einfach lost. Ich will da lost. Ich habe vorgeschlagen, mit Cisco eine Supra zu geben, der eine, der immer zockt. Ey, Bruder, das ist so lang her. Aber ich hab Cisco schon eingeladen, also irgendwann machen wir uns mal was aus. So, er hat mich auch schon gefragt, dann auf RLO kann. Und irgendwann machen wir wieder zusammen was. Vielleicht streame ich da sogar. Und mach ein bisschen, hauen auf dem einen auf den Putz. Geht ja eigentlich fast nur, wenn wir Admin on Duty sind, ne? Klar, die Treppe vom Rathaus. Aber das ist doch eher etwas, was man am Dorf macht, oder? Das ist nicht sowas, was die Leute in der Stadt machen, schätze ich mal. Weil ich sag mal, bei uns auf dem Dorf hast du ja auch andere Traditionen als in der Stadt. Hört sich aber eher so an, wenn du das Rathaus fegen musst, eher nach Tradition für Leute, die auf dem Land leben, ne? In der Stadt macht das doch keiner. Gehst einfach ins Rathaus von der Stadt so. Das ist mega weird einfach. Okay, also muss vom Rathaus fegen. Krass. Hat noch nie gesehen. Noch nie gehört davon. Check mal gerne aktiv ans Autos auf Google Maps ab. Ich weiß, ey, das ist ja so krass, was da alles die Leute geschrieben haben. Das ist ja offiziell jetzt eingetragen als Andels Autohaus. Junggesellenabschied heißt das. Nee, Junggesellenabschied ist was anderes. Das haben wir auch. Junggesellenabschied ist, wenn du kurz vorm Heiraten bist, meistens ja. Einen Tag davor und dann haust du einen auf den Dötz. Er meinte, wenn du 30 Jahre nicht verheiratet bist. Also nach 30 Jahren. Aber nur, also wenn man mit 30 unverheiratet ist, genau. Also, ist ja schon fertig. Aber kannte ich jetzt nicht. Bin ich da eh fertig. Kannst du mich bitte kratzen, kurz linke Pfote? Nein. Leute, ich werde mich jetzt auf eine halbe Stunde hinlegen. Dann. Jawohl, tschüssi. Ich bin jetzt Schmerzen. Was ist Control gerne? Ja, aber ey. Wenn Cisco einen Tag da ist, ich finde das mal funny. Einfach nur, weil der Server dann kurze Zeit im Ausnahmezustand ist und wir das nie haben. Die Leute sind das nicht gewohnt. Und wir machen da einmal einen auf den Dötz, einmal einen Spaß, machen wir uns raus und dann war es das auch wieder. Ist mal ganz funny, mal für eine Abwechslung, mal auf den Dötz hauen. Bist du Unterösterreicher? Nein, nein, nein. Ich bin tatsächlich Steirer. Steirer mit polnischen Wurzeln aus beiden Seiten. Vater und Mutter. Oh, da darf ich gar nicht fahren, ne? Hier drauf. Auf den Schienen, upala. Erstmal Klassenbucheintrag dafür, ne? Dass ich gerade auf den Schienen halb gefahren bin. Wo steht das auf Google Maps über anderes Autos? Ach, wenn du nach LA guckst, wo das Autos in Real Life steht. Also, da ist eigentlich eine Toilette. Und da hat es mich dazu zerrissen und irgendwann haben die Leute das gemacht und sind auf Google gegangen, Bewertungen. Und haben diese Toilette zu anderes Autos umbenannt und haben dort dann halt kräftig Posts abgegeben. Was nicht allzu ohne war. Ja, so viel dazu. Da ging die Luzi ganz schön ab. Kennst du Ramsau am Dachstein? Ja, kenne ich. War ich sogar schon. Steirapur ist very good, very, very good from Hollywood, ja. Oh, Polizei. Wo? Ah, nee, das ist das Radar oben. Boah, ist das fies. Das Gerät ist halt echt fies. Vor allem, wenn man rein theoretisch damit illegalen Stuff macht, ne? Und du kannst einen Kopf damit orten. Das heißt, das müssen wir echt rauspatchen. Wollte ich eigentlich noch rauspatchen vor 3.0, ich habe nur vergessen, dass es das noch immer macht mit den Polizeiautos, weil ich habe noch keine Lösung gefunden, wie ich das mache, dass der Wagen nur scannt, wenn das PD ihre Radardinger anhat.
Ja, darum geht's ja, ne? Darum geht's ja. Aber rein theopraktisch, ich teste das mal aus, ich raste das mal auf der Autobahn damit. Und schau mal, ob ich irgendwo einen Kopf dann im Dings hab. Und schau mal, wie sehr mich das jetzt saved vor PD. Probieren wir es mal. Aber zuerst muss ich hier erstmal alle Scheiben runter beim Fahrzeug. Aha. Also da vorne ist Radar für alle, deshalb. Mal alle runter. E-Elbow. Und schau mal, da vorne ist ja die Radarfalle. Geht in beide Richtungen. Guck mal hier. Da fahre ich jetzt einmal dran vorbei. Und sobald das Ding wieder schneller ist, weiß ich, dass entweder vor mir PD ist oder eine Radarfalle. Schauen wir mal, wir rasen mal. Da vorne ist ja gleich ein Radar, ne? Das müsste ja gleich piepen. Bisschen spät. Bisschen spät gepiept. Also ja, weil da erst das Radar auslöst, ja, deshalb. Weil der in die andere Richtung geht. Ist irgendwie realistisch. Ist in Real Life genauso. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo einen Pediler finden, der hier steht mit seiner Radarpistole. Boah, Alter, das Ding geht so ab. Oh mein Gott. Das ist der Sound auf die Spende. Ich leg mich hinter heute Nacht zusammen. Irgendwo da ist ein Pediler, ne? Ja. Andere Richtung ist wahrscheinlich. Irgendwo ist ein Pediler. Da steht sonst kein Radar. Wollen wir mal return? Warte, ich turn mich mal. Oder die sind am Knast. Das kann auch sein. Schauen wir mal. Irgendwo steht hier ein Pediler. 100 Pro. Oder am Knast. Die rasen ja alle. Ah, hier, ja. Guck mal. Da unten. Irgendwo da unten steht ein PD-Auto. Ja, ist ja klar, ist ja das Gefängnis, ne? Aber trotzdem krass, dass er das detected so weit. Irgendwie PD-Auto. Ja, da unten steht eins, guck. Ja, da ist schon zwei. Ja, da gehen sie rum. Also Marshall-Autos sind das, keine PD-Autos. Ja, ich hab volle Kanne abgebremst gerade. Holy moly. Ich dachte ganz kurz, hier steht einer. So, probieren wir es nochmal. Ja, da das so weit geht, ist das ja wirklich legit echt assi. Lassen wir mal durch. Hohoho. Dieser Wagen ist mega. Ich fühl's. Ich fühl's, Leute. Boah, man kann jetzt mit linker Maustaste endlich bewegen, ohne dass man sich die ganze Zeit abschnallt. Ganz vergessen. Schaut mal, wie smooth ich jetzt lenken kann. In so einem Simulator. Und auf 300, ab geht's. Das Ding schiebt. Das schiebt ganz anders. Geil. Und ich komme damit gut um die Kurve auch. Und vier Sitzplätze, Leute. Was willst du mehr? Das Ding schiebt. Bin noch da. Ich phrase gerade über die Autobahn. Achso. Müssen wir ein neues Baby austesten. Achso, warte, ich guck's mir gleich an, sorry. Ja, alles gut. Kein Stress. Alter. Da vorne ist ja irgendwo Radar, ne? Sollte er gleich wieder schreien. Ja, hier. Da vorne steht's, guck. Also ich muss sagen, das Gerät ist nützlich. Das ist wirklich nützlich. Handling ist eine 11 von 10. Oh ja. Ich glaube, ich bin schon lange nicht mehr so ein geiles Auto gefahren. Ob hier ein PD-Auto steht, mal gleich merken. Nö, hier steht keiner. Oh mein Gott. Boah, war das knapp. Da standen wir auf der Straße, ne? Gerade eben. Ich sehe mich schon die ganze Zeit nur noch rasen mit der Kiste. Und mit Radarwarner. Das fühlt sich so geil an.
Radarwarner und Rasen und Noss haben wir ja auch nur eingebaut. Ey, ich brauche unbedingt eine Noss-Flasche. Fall der Fälle baue ich das Ding ein und bin weg. Beim in der Stadt einmal durchzünden, das Ding ist weg. Vier Sitze. Das wird mein neues Getaway-Fahrzeug für Bankräuber. Ich seh's kommen. Dann werde ich mir aber so Bänder werde ich mir ins Handschuhfach legen, glaube ich. Ist ja so Abklebebänder werde ich mir holen. Damit das Ding auch so. Jetzt muss ich aber mal gucken. Ah, BMW schreibt, ja. Ich fahr mal rechts ran. Warnblinker anmachen. Gucken wir mal. Mark, verfolgen die dich auf dem Highway? Wüsste ich jetzt nicht, nee. Warum? Also ich war auf dem West Highway gerade. Achso, ja, auf dem East Highway gerade. Sirenen bis zum Tod umfallen sind. Oh, zum Glück nicht mehr. Ich hab dir gerade auch mal eine kurze Nachricht geschickt, dass du meine Nummer hast. Hab geantwortet. Top. Jason Miller, hast du Bock, ein bisschen mit dem Moped Leute hochzunehmen? Heute nicht mehr, aber vielleicht Mittwoch, also morgen. Leute auf Motorrad Hops nehmen, da sehe ich mich morgen. Ja, morgen würde ich nämlich gerne mit der Crew, wenn wir alle da sind, richtig Scheiße bauen. Morgen hauen wir richtig auf den Dötz. Wir haben maximal 300 abgeriegelt. Wir haben das wie folgt gemacht auf 3.0. Die Autos haben ja das Problem auch mit Bumps und so weiter, ne? Und dass wir die Fahrzeuge besser handeln können, haben wir die Fahrzeuge unterschiedlich abgeriegelt, auf die Fahrzeugklassen angepasst. Das heißt, wir riegeln Autos ab, dass du nicht bumpen kannst, weil das Problem ist, in GTA, ist jetzt ein großes Thema, der mehr FPS hat, fährt auch schneller. Das ist natürlich unfair gegenüber die Leute, die einen schlechteren PC haben, ganz klar, weil mehr FPS heißt gleich, du bist schneller. Ist leider zu verschulden, dank der GTA Engine dürft ihr euch auch beim GTA Online Modus beschweren, das ist nämlich genauso. Deshalb haben wir gesagt, wir begrenzen Fahrzeugklassen auf, ich sag mal, realistische Geschwindigkeiten. Das heißt, dann hast du einen 300 km/h Limiter drin. Und es ist auch in einer Hinsicht realistisch, weil wir hatten das Problem, wenn du 300 gefahren bist und dann hast du Noss reingeschmissen, bist du dann oft 400 oder was gefahren, was halt irgendwie unrealistisch war, weil Nitro macht nichts an der Endgeschwindigkeit, sondern nur in die Beschleunigung. Das heißt, Endgeschwindigkeit bleibt bei Nitro ja eigentlich gleich. Für die, die es nicht wussten, Fun Fact, es hilft nur beschleunigungstechnisch und nicht endgeschwindigkeitstechnisch. Und deshalb haben wir gesagt, ja komm, wir limitieren die Sachen, dann können wir die Autos besser balancen und fairer machen. Dass man sagt, es geht wirklich darum, wer besser fahren kann. Ne? Und nicht mehr darum, wer mehr FPS hat. Und ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Also ich mag das mit den Limiter tatsächlich, weil da komme ich auf die 300. Und jemand anderes kommt halt auch noch auf die 300. Dann gibt es das nicht mit, ich habe 200 FPS und bin dann schneller als du, so auf die Art und Weise. Ne? Ist halt so. Oh nee. Hab wieder so einen komischen Dings. So, No Name, hallo Xion, denke, dass du alle zwei Tage live bist. Lenkt mich sehr ab. Also danke, dass du alle zwei Tage live bist. Mein Kater ist gestern verstorben. Oh, der Arme. Boah, darüber will ich gar nicht nachdenken, wenn sowas passiert. Nee, dann auf jeden Fall alles Gute. Mein Lieber, dass du die Zeit überstehst. Ganz schlimm. Aber was sagt, Das ist der Sound auf die Spende. Wo wird Eisen ungefähr gehandelt? Also schreibt mal im Chat, wie ihr das findet, dann ist es fair, ne? Ja, es ist halt fairer als davor. 130 ungefähr. Der M5V10 fährt doch schneller als 300. Ja, aber wir balancen die Autos halt so, weißt du, Limousinen sind auf 300 gelimitet jetzt, ne? Kann sogar sein, dass du eine Limousine fährst und die fährt halt keine 300, darum geht's halt. Weil das ja in einem Ding drin ist. Hey Kurt, denkst du, dass Shandong bald mal streamt? Ja, CR7 Go, sie wird bald mal streamen. Ich kann dir das schon mal sagen. Apropos Google Maps, irgendwer hat bei Ikea Graz bei Bewertung ein Bild von dir hochgeladen. Ich war das nicht, bitte Furz. Ah, das muss ich jetzt mal gucken. Jesse, das gucke ich mir jetzt aber an. Standort geschickt hier, falls irgendwas sein sollte, damit ihr wisst, wo ich bin. Alles klar, Google Bewertung. Wie kommst du auf das? Hä? Wie random ist das bitte? Ah, ich verstehe. Ich schau mal kurz, ob das stimmt. Ey, aber wie random ist das bitte von dir, dass da ein Bild drin ist dann?
Schauen wir mal hier, unter Reviews, da sind 9600 Reviews, da finde ich doch niemals was. Ach, die Google-Reviews sind bei mir sowieso kaputt gerade. Ja, super, sehe ich nichts. Sind bei euch die Google-Reviews auch kaputt? Ich kann die mir nicht mehr anklicken und angucken. Schade, hätte ich jetzt gern gesehen, einfach dieses Dosh-Face da drin. Aluxion, danke, dass du alle zwei Tage, also das war vorgelesen. Sandro, Arm, wie geht's dir? Ab wie vielen Jahren kann man sich auf RLO bewerben? Wie wär's mit einer Staatsbank zum Einwilligung vom Auto? Habe gerade was aus dem Shop bestellt. Auch einen guten Stream. Der Server ist ab 16 und Bewerbung ist dann, wenn die Phase wieder offen ist. Und ey, heute mache ich nichts mehr. Ich bin ja auch schon wieder kurz vor 4 Stunden, ihr wisst Bescheid. Wie lange warst du heute noch? Meine Streams gehen immer maximal 4 Stunden. Hab ich auch erklärt, warum. Einfach, dass ich mir Sachen besser einteilen kann, dann kann ich heute noch was angehen. Wisst ihr, der Server, der fixt sich nicht von alleine. Das hört jetzt spannend an, ist aber so. Man muss da selber Hand dran anlegen. Da muss man viel machen. Oh, guck mal hier. Wenn jetzt also mein Auto langsam mal einparken und die Sachen vorlesen, die noch übrig sind. Und mich dann verpieseln. Auch wenn ich jetzt noch Bock hätte. Also ich hätte übelst Bock, jetzt noch weiter zu streamen. Aber ich muss das in meinen Kopf kriegen, dass ich weiß, dass wenn ich längere Zeit streame, also so, da hänge ich wieder 7-8 Stunden drin. Und das möchte ich halt nicht mehr, ne? Dass ich mir die Sachen einteilen kann. Aber dafür versuche ich ja öfters zu streamen. Das ist ja das Gute, Leute. Weil der Grund ist ja nicht, dass ich weniger streame. Das ist ja nicht der Hintergrund. Ich möchte ja so gesehen gleich viel streamen, nur aufgeteilter, ne? Dass man sagt, man streamt halt keine 8 Stunden, dafür streame ich halt öfters. Das ist halt mein Plan so. Wenn nicht sogar irgendwann mal daily, da habe ich richtig Bock eigentlich drauf, aber also mal schauen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich möchte keine 8 Stunden mehr machen, damit ich die Zeit besser einteilen kann, dass ich nicht bis 1 Uhr Mitternacht streame. Oh, schaut, da wäre ich jetzt wieder durchgefahren durchs Radar. Ich liebe dieses Ding. Nehmen wir uns mal eine Dame mit. Oh, wenn das Gysi sieht, ne? Wenn das Gysi sieht, uiuiuiui. Ich nehme sie nur mit zum Hauptplatz. Das ist die Dame, die hat einen Uber bestellt. Ich bin Uber-Fahrer geworden. Denkt jetzt nichts Falsches. Denkt jetzt bitte nichts Falsches. Ich bin Uber-Fahrer geworden und bringe die Dame nur zum Hauptplatz. Mehr läuft da nicht. So, ja. Meinst du es gut? Wie geht's? Traveling Benny, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch, lieber Benny. CR7 Go, danke für 42. Datulien. Reich GTX 6. Ich glaube nicht. Das ist nicht so die beste Grafikkarte. GTX 1660. Hört sich, ist glaube ich eine Laptop-Grafikkarte, ne? Ist glaube ich nicht so gut. Leonard Official, danke fürs Sip werden. Ich bin bekloppt, vergiss morgen die A7-Besprechung nicht. Nee, stimmt, und morgen wird ja auch wieder ein Stream. Dürft nicht vergessen, ich probiere ja wirklich öfters doppelt zu streamen und so, ne? Das ist ja das Ding. Dafür halt keine 8-Stunden-Streams, dafür öfters. Hast du 1-7-Kennzeichen noch drauf? Auf den Wagen nicht, da bleibt jetzt der Boss. Ach schau. Irgendwo und nirgendwo ist hier ein Kopf. Oder? Ist hier irgendwo ein Kopf? Ich höre sie reden. Jetzt wird es gleich ganz viel Pieps machen. Von euch kriegt hier keiner mit dem Motorrad, oder? Also ich bin's nicht. Oder ist ganz in der Nähe, was da stinkt's. Nee. Das ist schon wieder weg. Schade. So. Dankeschön an Claudi Mausi fürs Zip werden. Lukas Stahl, machst du ein 1-7-Kennzeichen drauf? Der hat das zweimal gedingst, oder? Oder bin ich wieder dumm? Bin aber wieder dumm. Ich sage, ich mache hier oben eine Abmoderation, das ist schöner. Als wenn ich am Hauptplatz stehe und das hier noch vorlese. Wobei, das mache ich jetzt mit der Dame, also ich lasse sie einfach sitzen im Auto. Ich steige einfach aus. Oh nee, die ist mit. Oh, jetzt entführe ich sie. Uiuiuiui. Die ist jetzt mit auf mich. Ja, ich habe da eine gute Idee für die Dame tatsächlich. Schauen wir mal, ob das funktioniert, so wie ich mir das gerade vorstelle. Das wäre jetzt natürlich mega lustig. Die Dame, wollen sie aussteigen? Das Auto ist offen. Wollen sie nicht aussteigen, die Dame? Da, bitteschön. Aussteigen. Asshole.
Wie wär's mit aussteigen, die Dame? Oh ne, die steigt jetzt hier aus und die will mich vermöbeln. Die ist schlau. Bitte vermöbel mich nicht. Okay, gut. Gut, dann, alles gut, ist nichts passiert. So, dann bleiben wir hier mal stehen, oder? Oh, das wäre so lustig gewesen, hätte die da unten einen Abgang gemacht. Das wäre so funny. Gut, hat nicht funktioniert. Aber die Dame, die rennt jetzt. Die hat gemerkt, ich bin nicht ihr Uber-Fahrer. Anscheinend. Hat sie gemerkt. Der Penner ist wieder da. Ja, moin, der Penner ist wieder da. Ja, Gruß geht raus. Danke für den Zeni. So, Jonas Gaming mit 2 Euro. Moin, mir geht's ja so sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Alles klar. Alles klar. Jungs, Mädels, ich bin mal weg. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Das ist der Sound, auf ich mir gedacht. Tschüssi. Mach ich hier mal aus. Dann trennen wir das Ganze mal. Dann rede ich das hier noch vor. Da Robin Horvath mit 2 Euro. Danke auch dafür. Baum 369. Gibt es in Zukunft einen Schlüsselanhänger, der mit dem AirTag kompatibel ist? Ich glaube nicht. Nein. Aber ich weiß AirTag, aber nee. Wozu? Es gibt so viele Schlüsselanhänger, wo du den AirTag reinballern kannst. Aber ich glaube nicht. Ich denke, also, hey, was ist da für ein 1:7 AirTag oder was? So ein Anhänger. Ja, weiß nicht. Müsste ja nicht. Ja, wobei wird sogar gehen. Ich weiß nicht. Martin Rode mit 1,77. Danke fürs Reinspendeln. Der Rentner Reis. Moin, fahr am Freitag nach Italien auf Skifreizeit. Und hoffentlich geil. Dann wünsche ich dir das viel Spaß, mein Lieber. Hätte ich einen Furz haben, natürlich sehr gerne an Saskia. Mario 1993 ist VIP geworden. Justin Beckley, mein bester Kumpel, hat einen M6 mit V10. Geil. Oh, ein geiles Auto, muss ich dir sagen. Leila Dunker, danke für den Euro. Shadow. Ich meine, im RP mit Mark, ja, das muss ich nochmal gucken. Wir müssen unbedingt mal einen Hundi kaufen, oder? Irgendwann mal, machen wir. Furkan Slayer 67, danke für 42. Oh, Alter, Party Enemy. Ist eine normale 360 okay für den Server? Ich denke mal schon, ja, ausreichend. Ausreichend auf jeden Fall, mein Lieber. Ich hoffe, da steht jetzt keiner. Ich dachte gerade ganz kurz, da steht ein Kopf oder so. Hat irgendwas gesehen beim Auge. Bihai und Leon, danke fürs JP werden. Wie viel kostet ein Hund? Genau, das haben wir vorgelesen. Habe ich falsch verstanden, ich hatte ein Real Life. Louis, danke für 23,90. Gaming Story, hallo, habe eine Frage. Darf ich deine Mods benutzen? Welche Mods denn? Meinst du, die ich auf GTA 5 Mods hochgeladen habe? Natürlich. Oder die auf meiner Website sind, kannst du auch natürlich benutzen. Glauben Sie, die Geschichte hat sich so zugetragen? Ihr Jonathan Frakes. Der gute alte Jonathan Frakes. Dankeschön, Gigi Koff. Mann, die meine erste Spende bist der Beste und. Das neue Real Life Online ist so cool geworden, liebe Grüße aus Tirol. Finde ich auch. Ich finde es viel geiler als das alte. Ich finde es einfach schön. Vor allem, es ist halt auch mehr los, ne? Ja, 217 Spieler um die Uhrzeit, 218 Spieler. Besser geht's nicht, so wie wir es wollten. Und vor allem, wenn wir nochmal die Bewerbungsphase machen, sind wir halt wieder mit 300 full höchstwahrscheinlich. Aber wir wollen eher so auf Spielerzahl 200 bis maximal 300 bleiben, ne? Ich finde, so viele Spieler sind auch schlecht. Die Zitrone, die RLO und deines Streams, du bist echt ein Vorbild. Mach weiter so. Dankeschön an die Zitrone. Kuss. Gott sei Dank bin ich endlich in einem Alter, wo ich spenden kann. Wieso gesperrt? Nur wegen Grüßen. Ach so, ja, wenn Leute reinschreiben, bitte grüß mich. Das ist normal im Chat. Weil, also jetzt hast du den ganzen Chat nur mit bitte grüß mich voll. Das timen die Mods halt direkt aus. Und der Chat clean bleibt. Gehst du off? Ja, ich mache ja 4 Stunden Stream. Boah, ich dachte schon wieder, der steht vor mir, Alter. Ich wünsche einen guten Abend, danke schön Steven und auch ein Furz an Steven, natürlich. Philipp Klein, danke fürs CP werden. The Last Panda, danke für 50 Euro für RNO30. Ey, das hat 50 Euro donated vor 2 Stunden. Der Typ denkt, ich sehe ihn einfach nicht. 50 Euro mit Überweisungsgebühren, der Ehrenmann. Und ich lese es jetzt erst vor nach 2 Stunden. Es fühlt sich so schlecht an, es tut mir so leid. Aber es ist halt immer P. Oder, ey, letztes Mal war es sogar noch schlimmer, muss ich dir sagen. Vanessa Strüli, danke für 1,04 Euro. Luca. So, seit 5 Jahren liebe ich dich einfach. Dankeschön, Mobile Gamer. Servus, der spielt auch ein Furz. Gut. Und den A8 wird heute aufgeholt. Genau, warum gehst du nicht einfach zur Tuning-Garage und kaufst? Ja, jetzt haben wir es ja eh besser gemacht als davor. Sebastian, zu 7, danke für den Euro. Devil, Darby, danke für dein Doni und Ronelli, sagen wir die besten RP-Streamer. Dankeschön. Ganz viel Liebe aus der Schweiz. Und zurück, Chris Kant, die Yacht-Gamer, danke für den Euro. Jürgen Greven, danke fürs VP werden. Matthias Kunkowski. Oh, der liegt krank im Bett. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall gute Besserung, mein Lieber. Captain Eiterdrüse, danke für 5 Euro auch. So, André haut raus. Vielen Dank. Dann Leon Greven wird auch nochmal gegrüßt. Vielen Dank für deine Droni. Was da trinken beim Spar? Danke nochmal an Force TM für Trinken beim Spar. Jeremy haut 2 Euro raus. Das ist feuchte Nasenschleim, hat was ein Name. Tobi, ich mache jetzt zu. Genau.
Hat das hier vorgelesen. Cine TV Party. Cheyenne Töffel hat raus. Wann spielst du wieder fast mit Vogel? Weiß ich nicht. Traveling Benny auf der Lizenz Cine TV nochmal. Grüß dich, mein Lieber. Nochmal mit 25 Euro fließt. Vielen Dank. Und zu Social Puschel. Andel hat heute im Abschlägen verscherbelt. War sehr spannend. So, kann leider nicht zuschauen morgen. Okay, schade. So, Leute, alles vorgelesen. Hoffentlich. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns dann morgen. Nicht vergessen, morgen Besprechung einschalten. Wichtig und richtig. Kuss geht an jeden einzelnen.